dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mitten auf Hindenberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pignica hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Sebastian, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich letzte Woche mit dir über das Derby gesprochen habe, dachte ich mir so, wenn wir das Ding gewinnen, dann erleben alle einen euphorischen Ricky, einen euphorischen Sebastian. Wir freuen uns über den Derby-Sieg und sind einfach glücklich darüber, dass der VfB wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden hat. Aber irgendwie fühlt sich dieser Derby-Sieg anders an als die letzten gefühlt 50 Derby-Siege. ich weiß nicht, wie es dir geht. Ist bei dir auch noch irgendwie so eine merkwürdige Stimmung wahrnehmbar? Absolut. Also wenn du mich letzte Woche gefragt hättest, du, wir nehmen in einer Woche wieder auf, wir werden das Derby mit 3-0 gewonnen haben, dann hätte ich gesagt, okay, dann begrüße ich dich sicherlich mit einem Derby-Sieger-Gesang und rede dich auch die ganze Zeit nur als Derby-Sieger an und du mich bitte auch. aber nee, so fühlt sich's gar nicht an. Also das, man hat erwartet, es ist ein großes Triumphgefühl, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich nur große Erleichterung, nicht zum ersten Mal seit, 54 Jahren das Ding verloren zu haben, sondern ja, es fühlt sich einfach eine Erleichterung, aber mehr auch nicht. Ja, wir werden heute natürlich ausführlich über das Spiel sprechen. Wir werden auch über die Vorkommnisse rund ums Spiel sprechen. Wir freuen uns, dass wir mit Martin Winter, dem Abteilungsleiter der Fanhilfe Karlsruhe, sprechen konnten. Dieses Interview werdet ihr im Verlauf der Ausgabe hören. Und nichtsdestotrotz wollen wir natürlich so ein bisschen auch darüber sprechen, wie wir diesen denkwürdigen Tag, aus mehreren Gründen denkwürdigen Tag, erlebt haben. Aber ich möchte nochmal vielleicht, bevor wir dann auf den Derby-Tag zu sprechen kommen, nochmal auf unsere letzte Folge so am Rand zu sprechen kommen. Und zwar ging es in unserer letzten Folge schon darum, dass es gewisse Sicherheitsmaßnahmen gibt, ein Sicherheitsmaßnahmenpaket der Polizei, der beiden Vereine und auch der Fanprojekte. Zumindest wurde das mit diesen genannten Gruppen, ja, ich würde mal sagen, konzipiert, so kann man schon sagen. Und wir haben es ja, oder ich habe es ein Stück weit kritisiert, dafür wurde ich dann wiederum ein Stück weit kritisiert, dass ich da Dinge etwas zu lasch sehen würde und dass man da vielleicht auch Verständnis dafür haben muss, dass die Polizei vielleicht, ja, die Zügel etwas enger schnallen muss, weil es halt eben diese Problematiken 2017 gab, also sprich mit Raketen in den Fanblock und natürlich auch auf Spieler, ist ja jetzt mal egal, ob das Karlsruher Spieler getroffen hat oder Stuttgarter Spieler, ist im Endeffekt völlig egal, es geht halt einfach nicht. Ich wollte da nur noch mal was klarstellen. Also ich bin natürlich nicht dafür, dass man mit Raketen, Bengalos oder sonst irgendwelchen pyrotechnischen Gegenständen andere Leute anwirft oder die in einem Fanblock zündet, denn es ist halt verboten. Und dann gehe ich einfach davon aus, oder das ist jedenfalls so, gehe ich damit um, dann hält man sich halt auch daran, es gibt dieses Verbot und dann gibt's halt keine pyrotechnischen Gegenstände. Aber was ich zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass ich kein Problem habe mit Pyrotechnik, weil ich es an und für sich eigentlich ja ein schönes Fanutensil finde, sag ich mal. Ich finde, es gibt immer eine besondere Stimmung, gerade natürlich bei Abendspielen, deswegen gefällt es mir. Aber ich sage deswegen natürlich nicht, dass man das jetzt illegal irgendwie zünden solle oder sonst irgendwas. Das wollte ich nur noch mal klarstellen, weil es da mehrfach Kritik gab, dass ich das zu locker sehen würde. Ich hoffe, das kam jetzt so ein bisschen an, dass es mir nicht darum geht, dass man jetzt hier illegal irgendwelche Pyrotechnik zündet, sondern mir geht es hauptsächlich darum,
ja, dass manche Sicherheitsmaßnahmen aus meiner Sicht das Ziel irgendwie verfehlt haben. Ja, man kann auch nochmal über die Pufferzonen an der Stelle reden, haben wir letzte Woche auch schon getan. Da habe ich dann auch eine Rückmeldung bekommen. Ja, man muss halt bedenken, dass es 2017 zu Vorfällen kam, dass Karlsruher Fans in Bechern gepinkelt hätten und die dann über die Absperrung geschüttet haben. Jetzt muss ich erstmal sagen, es könnte auch sein, es könnte auch sein, dass es Krombacher war, weil der Unterschied ist nicht immer direkt wahrnehmbar. Spaß beiseite. Nein, ich finde das natürlich auch nicht cool, wenn Leute sich mit Urin überschütten. Das ist natürlich absolut, das geht halt nicht. Aber nichtsdestotrotz reden wir halt hier von Einzelfällen. Und ich finde, so muss man das Thema halt auch angehen, dass man die Leute versucht ausfindig zu machen, dafür bestraft, gar keine Frage. Aber deswegen kann man nicht ein komplettes Stadion dafür bestrafen, komplette Fangruppen. Denn ich denke mal, das Derby, so wie das jetzt von der Stimmung lief und so, das können wir uns eigentlich sparen. Also sowas brauche ich nicht. Also abgesehen von der fantastischen Choreo, auf die wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Aber so an sich, wie die Stimmung halt dann vor Ort war, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also vom Fußballfest war keine Spur. Sebastian, ich weiß nicht, ob du es ähnlich siehst, vielleicht bin ich da auch alleine mit meiner Meinung. Nee, das sehe ich genauso. Also ich glaube, die Pufferzonen finde ich nicht ganz so kacke wie du, weil ich glaube, die haben dann schon ihre Berechtigung, ob die dann so groß sein müssen. Okay, aber ich glaube, als VfB möchtest du jetzt nicht beim Derby direkt neben dem Gästeblock sitzen. Insofern, also dürfen da ruhig ein paar Puffer sein. Ja, aber grundsätzlich hat man ja gesehen, zum Derby gehören zwei organisierte Fanszenen und wenn du nur eine hast, dann mag die noch so gut sein, aber wenn da so ein bisschen der Counterpart fehlt, dann ja, ist die Stimmung halt einfach nicht so, wie sie ein Derby das verdient hätte. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir nächste Saison wieder ein Derby in Stuttgart haben oder nicht. Ich glaube, wir hoffen eher nicht, aber wer weiß. Aber ich denke, das Spiel am Sonntag hat jetzt ja richtungsweisende Wirkung. Ne? Also wie geht's mit dem Derby, mit allen Derbys dann weiter? Ne? Findet das dann vielleicht in Zukunft komplett ohne Gästefans statt, weil die sagen, bevor wir uns bei euch irgendwie drangsalieren lassen, bleiben wir zu Hause, sagt man, nee, komm, dann lädt man die gar nicht erst ein, es gibt gar kein Gästekontingent, sondern wir machen das Ding halt voll mit 60.000 VfB-Fans, haben wir so gar keinen Ärger. Also das finde ich eine ganz spannende Entwicklung und hoffe halt sehr, dass sie sich zugunsten des Fußballs entwickelt und nicht zugunsten irgendwelcher anderen Aspekte. Aber ich glaube, das wird jetzt eine spannende Entwicklung, weil das war irgendwie, ja, wie gesagt, für mich richtungsweisend, was da am Sonntag passiert ist. Ja, absolut. Wir werden darüber sprechen und beginnen jetzt mal so ein bisschen unseren Derby-Tag euch mitzuteilen, wie es für uns so lief. Erstmal muss ich damit beginnen, dass ich es merkwürdig fand, dass es im Vorfeld zum Derby plötzlich ja kleine Videos gab von Jogi Löw, der Herr Kretschmann hat sich geäußert, dann Jacob Johnson, den ich noch gar nicht kannte, irgendwie ein Footballspieler bei den New England Patriots. Aber der hat sich in eine andere Richtung geäußert als der Herr Löw und Herr Kretschmann, oder? Ja, aber er hat auch gesagt, bitte keine Gewalt oder irgendwie. Ja, gut, aber der hat ja gesagt irgendwie was? Die Wegschaben. Die Karlsruher Wegschaben. Genau, Karlsruher Wegschaben, ja. Ja, aber es war ja schon irgendwie erkennbar, dass der Verein da vielleicht ein paar Leute kontaktiert hat, dass die nochmal klar machen sollen, dass es möglichst friedlich bleiben sollte. Das fand ich auch ein Stück weit merkwürdig, dass es da extra diese Videos gab, weil. Ja, gut, also ich finde, wenn jetzt der Landesvater ja sich meldet mit einem Video an beide Fanlager und das halt über die Kanäle von Baden-Württemberg quasi veröffentlicht wird und er sagt irgendwie, hey, freue mich drauf und bleib friedlich, dann finde ich das völlig okay. Aber wenn jetzt Jogi Löw ein Video aufnimmt, das dann auf von beiden Vereinen wirklich komplett identisch veröffentlicht wird, sodass man denkt, erstmal, ah, guck mal, der Löw macht was für den VfB, und man, oh, der hat für den KSC genau das gleiche gemacht, also es war ja ein dasselbe Video, dann finde ich das komplett schräg. Also das ich persönlich fand das komplett daneben. Ich finde, wenn das der Ministerpräsident macht, dann ist das okay, weil der möchte ja, dass sein schönes Bundesland halt auch genauso schön bleibt, wie es vorher war. Aber diese Löw-Aktion fand ich furchtbar. Ja, also ich hatte halt auch das Gefühl, dass man diesem Derby fast schon ein Stück weit zu viel beigemessen hat, so in der ganzen Art und Weise, wie man da rangegangen ist. Also für mich persönlich hätte es halt einfach gereicht, wenn es diese
Mitteilung über die Sicherheitsmaßnahmen gegeben hätte, da hätte ich jetzt nicht noch irgendwelche Testimonials gebraucht von Ex-VfB- und Karlsruhe-Spielern, weil es fühlte sich ja zeitweise wirklich so an, als ob man so eine Art Superklassiko in Stuttgart erwarten würde, also sprich wirklich Ausschreitungen und man müsste Angst haben, ins Stadion zu gehen und ja. Das Gefühl hatte ich zu keinem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Gefühl hatte ich auch vor 2 Jahren nicht, ehrlicherweise. Nee. Was ich auch noch merkwürdig fand ein bisschen, und da kann man vielleicht auch nochmal eine kleine Kritik in Richtung Stuttgarter Nachrichten loswerden, weil das ist mir halt besonders aufgefallen, ist die Berichterstattung um so Aktionen wie diesen angepinselten Typen vorm Wildparkstadion, ja, der da rot angepinselt wurde mit Farbe an seinem Pillemann und VfB wurde auf den Bauch gepinselt. Denke ich mir halt auch immer, Leute, warum gebt ihr denn irgendwelchen 14-Jährigen eine Plattform? Weil das ist doch nichts anderes als auch wieder das ganze Thema unnötig hochjessen. Ja, da versucht natürlich jetzt irgendjemand vielleicht mit so einer Meldung so ein bisschen Fame abzugrasen und kann sich dann in seinem Freundeskreis brüsten, dass das seine Verschandlungsaktion, ja, jetzt plötzlich in den sozialen Medienkanälen geteilt wird und natürlich dann auch bei den Stuttgarter Nachrichten irgendwie auf Interesse stößt, denke ich mir halt auch, einfach mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und sowas vielleicht ignorieren ein Stück weit. Also die Aktion an der Uni war schon speziell vor 3 Jahren, das muss man schon sagen, nee, vor 2 Jahren war es. Und ja. Jetzt bin ich mir selber nicht mehr sicher, aber es war vor 2 Jahren, oder? 2017? Ja, vor 2,5 Jahren, April 2017, ja, genau. Klar. Ja, aber jetzt, wie diese Aktion mit der Statue, da denke ich mir, hätte kommen. Ja, das war ein dummer Jungstreich. Ja. Ich glaube, diese Statue muss ja eh irgendwie umgesetzt werden oder sonst was halt. Also, ist gerade egal, aber das war ja klar, das hatte ja halt irgendwie so Viertklässlerniveau oder meinetwegen Sechstklässlerniveau. Das kann man zur Kenntnis nehmen, kann man jetzt blöd finden oder toll finden, was immer, aber es ist sicherlich keine Zeitungsmeldung wert, finde ich auch. Gut, dann kommen wir mal zu unserem Derby-Tag. Also Sebastian, fang du vielleicht mal an. Du warst ja auch relativ früh da, früher als sonst, wenn ich das richtig weiß. Ja, das ist richtig. Ja, ich bin um 11 Uhr hier gestartet und bin mit der S2 nach Cannstatt gefahren, die auch schon ja, relativ gut besucht war mit VfB-Fans, die dann auch sehr eindrucksvoll widerlegt haben, dass man um diese frühe Uhrzeit noch kein Bier trinken kann. Also das war super und bin dann halt bis Cannstatt gefahren und dort dann ausgestiegen und dort wurden wir dann auch schon erwartet von, ich weiß gar nicht, jetzt auf dem Bahnsteig standen vielleicht so 15 bis 20 Einsatzkräfte. In Robocop-Uniform und wie gesagt, der eine hatte auf seinem Rücken so eine Art Taucherflasche mit Schlauch und wir fragen uns immer noch, Feuerlöscher, Flammenwerfer, Tränengas im Value-Pack, also keine Ahnung, was das war, aber das habe ich noch so auch noch nicht gesehen, aber sonst halt ja klar, fulgiert und bereit, jeglichen Krawall niederzuschlagen. Ja, ich glaube, die letzte Möglichkeit, alkoholische Getränke zu sich zu nehmen, war es nicht. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, hast du über Twitter auch keine Rückmeldung bekommen. Du hast ja die Polizei. Also es gab halt eben auch den Feuerlöscher, was ich dann nicht ganz unwahrscheinlich finde. Aber andererseits, warum sollte ein Polizist einen Feuerlöscher auf dem Rücken haben? Also für die Leute, die mit einem gezündeten Bengalo aus der S2 aussteigen. Oder, also ich kannst du eh nicht mit Wasser löschen, habe ich bisher noch nicht gesehen. Habe aber noch keine Auflösung gehabt. Ich habe mich natürlich informiert über pyrotechnische Gegenstände. Also Bengalo kannst du nicht mit Wasser löschen, da hilft nur Sand. Ja, also okay. Das wurde mir eindrucksvoll bewiesen in einem YouTube-Video, das ich mir noch angeschaut habe. Nicht, dass ich habe mir vorher noch YouTube-Videos angeguckt mit Tischtennisbällen und Alufolie und das klappt ja wirklich. Übrigens musste ich ein bisschen lachen, als ich am Samstag die Meldung mitbekommen habe, dass Rauchpulver im Karlsruher oder ja im Gäste-Fanblock vermutet oder gefunden wurde. So genau weiß ich es jetzt nicht. Da dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich spreche von Übrigs O, dem großartigen Rauchpulver aus Hechingen. Und plötzlich wird Rauchpulver im Gäste-Fanblock gefunden. Ob das eine Botschaft war von den Karlsruhern, aber nein, ich glaube nicht. Gut. Ich war ja auch noch am Samstag, das ist kurz off-topic, am Samstag auf der Messe in Stuttgart, da gab es ja ich war mit meinem Sohn eigentlich auf der Spielemesse und Modellbau, aber da war ja irgendwie so ein ganz krudes Sammelsurium, da war ja noch die Animal mit Pferden und Hunden und Katzen und eine Veggie-Messe und dies und das und auf der Modellbaumesse gab es auch einen, der macht so Raketenmodelle, ne? Die kann man dann wirklich relativ weit hoch in die Luft schießen und da standen wir halt, dann bin ich so ein bisschen weitergegangen und der hat dann tatsächlich dort auch Rauchtöpfe angeboten. Oh. Cool, natürlich auch, also das, da habe ich kurz wegen so Last-Minute-Schnäppchen noch für irgendwelche Fußballfans vielleicht jetzt auf der Messe sind, aber also der hat die auch dort auf der Messe angeboten, so zum Mitnehmen in verschiedenen Farben. Wenn wir schon bei Anekdoten sind, Sebastian, dann verrate ich dir, was ich auf der Spielemesse in Stuttgart
ja, mir erschleichen konnte, muss ich fast schon sagen. Und zwar ist es meinem Vater damals in den 90er Jahren gelungen, ein wahrscheinlich ein Super Nintendo muss es gewesen sein, abzukaufen mit so einem, mit so einer Super Soaker Kanone, sag ich jetzt mal. Ganz stolz darauf, dieses Gerät zu besitzen, denn mir ist das vorher in keinem Spielzeugladen irgendwie untergekommen und ich dachte, ich habe jetzt hier eine Weltneuheit. Also ich weiß es nicht, vielleicht war es sogar eine, aber ich vermute mal nicht, wenn sie in Stuttgart damit aufgewartet haben, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwo anders auf der Welt dann doch schon mal im Laden stand. Gut, aber das nur so am Rande. Gut, dann kann ich schon mal erzählen, wie es für mich sich so zugetragen hat. Ich bin nämlich auch sehr früh los, schon um 10 Uhr, weil ich dachte, du kannst eigentlich nicht früh genug da sein, weil ja, mein Stammparkplatzgebiet, so nenne ich es jetzt mal, rund um die Benzstraße, ja, wurde ja großräumig abgesperrt, deswegen musste ich meine Parkbemühungen verlegen und ich dachte, ich parke da beim Mega, also bei dieser Schlachthof, genau. Aber ich wusste nicht, dass bei dieser Mega-Geschichte da irgendwie eine Messe oder sowas stattfand. Sprich, die Parkplätze waren alle reserviert für Mega-Besucher. Und dann habe ich mich halt einfach vor eine Einfahrt gestellt, aber das ging auch erstmal. Also ich wurde nicht abgeschleppt und offensichtlich wurde an diesem oder in diesem Baubetrieb an einem Sonntag auch nicht gearbeitet. Ich bin da einfach mal hingegangen und muss sagen, habe gewonnen. Genau, und vermutlich gab es ja auch eh keine Polizeikräfte mehr, die irgendwie so ein Parkdelikt hätten irgendwie protokollieren können. Wobei, ich habe meine Autotür aufgemacht und das Erste, was ich gehört habe, war der kreisende Polizeihubschrauber über dem Neckarstadion. Und ich dachte mir echt so, das kann doch echt nicht wahr sein. Das ist wirklich wie so eine, weiß ich nicht, G20-Demonstration. Ja, du bist jetzt in der Nähe des Krisengebiets. Jetzt musst du langsam aufpassen, dass du hier nicht irgendwie noch angegriffen wirst von irgendwelchen Gegnern, was auch immer für Gegner das dann sind. Man weiß es ja nicht so genau, sind es die Karlsruher oder doch die Polizei. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, auf dem Weg zum Stadion, ja, fand ich das schon irgendwie befremdlich, wie viel Polizei dort aufgeboten wurde. Und ja, dann auch diesen Wasserwerfer bei der Schleierhalle zu sehen, das fand ich, ich weiß nicht, in mir löst das irgendwie so ein Gefühl aus, wir gegen euch. Also weißt du, als ob die jetzt da sind, also ich habe nicht das Gefühl, dass die mich schützen vor irgendwas, sondern die haben mich jetzt genau im Auge. Also mach jetzt hier bloß keinen Fehler, sonst knallt. So in der Art kam das bei mir an. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging. Vielleicht ist es auch mein schlechtes Gewissen, was ich immer mit mir rumtrage. Nee, also diesen Wasserwerfer, das war ja dann quasi Kreuzung Mercedes- und Benzstraße, den fand ich auch ein bisschen befremdlich. Vor allem, der ist ja so gebaut, du weißt ja gar nicht, wo vorne und wo hinten ist, wenn du so von der Seite draufläufst. Sieht ein bisschen aus wie der neue Tesla. Richtung, genau, also schwäbischer Cybertruck, ne? So sieht er ja aus. Und ich dachte wirklich, der zeigt eigentlich Richtung Untertürkheim, falls dann irgendwie so die marodierenden Badenser-Horden durchbrechen und irgendwie sich auf die Württemberger stürzen wollen, dass der dann halt irgendwie dann uns verteidigen kann. Aber nee, der war ja Richtung Vasen gerichtet und der stand ja so, du musstest ja, also 2 Meter an dem vorbeigehen eigentlich. Ne? Also du bist ja direkt, da musst du ja quasi um ihn rumlaufen, um zum Stadion zu gehen und er zeigt dir ja wirklich auf die Mercedesstraße. Und also mir persönlich macht das kein gutes Gefühl und ich frage mich, warum ist der da? Also laufen ein Großteil der Fans laufen vom Cannstatter Bahnhof zum Stadion und mitten im Weg steht dann ein Wasserwerfer, der halt potenziell auf dich zielt. Und also ich persönlich fühle mich da nicht wohl. Das mag jetzt seinen Sinn haben, dass er da steht und auch einen Sinn haben, dass er auf mich zielt. Aber ja, ich persönlich finde das irgendwie jetzt nicht so knorke. Was ich vielleicht da auch noch mal ganz kurz berichten kann, letztes Jahr war ich mit meiner Tochter im Stadion. Wir waren noch Bundesligist und ich weiß nicht genau, ja, wann das war, also sprich gegen welchen Gegner. Aber ich war halt mit meiner Tochter im Stadion und da stand auch die Polizei mit so Maschinengewehren in der Mercedesstraße. Und meine Tochter fragt mich so, ja, Papa, warum stehen die denn hier mit Gewehre? Und ich wusste echt nicht, was ich jetzt da sagen soll. Weil egal, was ich sage, es muss ihr ja Angst machen, ein Stück weit. Also wenn ich jetzt sage, die beschützen uns, ja, vor was? Und was soll ich jetzt erzählen? Also ich finde es halt auch wirklich so, zum einen finde ich es sinnlos. Wir haben uns ja auch vorm Spiel darüber unterhalten. Was willst du mit einem Maschinengewehr in einer größeren Menschenmenge? Also du kannst das im Endeffekt nicht einsetzen, weil der Kollateralschaden viel zu hoch wäre. Und auf der anderen Seite, ja, sorgst du halt für so ein gewisses, ja, Angstgefühl bei ja, vielleicht kleineren Fußballfans und vielleicht auch bei den ein oder anderen großen Fußballfans. Also so richtig deeskalierend wirkt das auf mich nicht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Nein, und ich habe ja auch ich fühle mich auch nicht wohl auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt, wenn da
Polizeibeamte mit automatischen Waffen stehen, weil ich denke immer große Menschenmengen und automatische Waffen, das klingt irgendwie nach keiner guten Mischung. Da hast du vielleicht noch so eine abstrakte Terrorgefahr, die du irgendwie abwehren möchtest, aber jetzt rund um ein Fußballstadion, also ich glaube, man kann ja über Ultras und vielleicht auch Hooligans sagen, was man will, aber die kommen ja wirklich in den seltensten Fällen mit automatischen Waffen. Also das ist halt einfach nicht so und ich persönlich, kannst du wiederholen, fühle mich da einfach nicht wohl. Gut, wir kamen dann am Palm Beach an, also fast zeitgleich, du warst glaube ich ein paar Minuten nach mir da und haben da unsere Homies, sage ich jetzt mal so, getroffen und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich spürte auch da, dass es den meisten ziemlich auf den Sack ging, wie das so ums Stadion herum aussieht, dass es diese, ich sag mal, besonderen Maßnahmen der Polizei gibt und gleichzeitig machte sich natürlich auch so ein Stück weit Unbehagen breit, ja, geht das heute gut gegen den KSC, aber es war wirklich eine ganz, ganz ungemütliche Stimmung. Es war einfach nicht so schön und unbeschwert, wie das sonst beim Becherpfand so zu sich geht. Also das gefällt uns ja eigentlich, glaube ich, allen immer ganz gut. Das ist fast schon ein Ritual vor jedem Heimspiel. Und da fehlte so ein Stück weit die Lockerheit. Und das lag jetzt nicht nur daran, dass es halt einfach ein wichtiges Spiel war, sondern ja, man fühlte sich irgendwie unwohl. Ja, ich habe das auch von einigen Leuten dann mitbekommen, die sonst in der Cannstatter Kurve stehen, die gesagt haben, hey, ich weiß noch nicht mal, ob ich, zum Beispiel die Ute hat das gesagt, ich weiß noch nicht mal, ob ich mein Fotoapparat mit reinkriege oder ob jetzt meine Tasche ein Stück weit zu groß ist. Und andere haben sich grundsätzlich Sorgen gemacht, ob jetzt das Outfit richtig ist oder ob sie sich dadurch irgendwie verdächtig machen. Also es fühlte sich nicht so an, wie ich mir das vorstelle, im Vorfeld eines Fußballfests. Und ich benutze diesen Begriff sehr gerne, denn er stammt ja von unserem Finanzvorstand Stefan Heim, der ja, gesagt hat, er möchte dafür sorgen, dass das für alle Fußballfans ein Fußballfest wird. Und das fühlte sich im Vorfeld nicht danach an, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, und dass man halt irgendwie vor einem Spiel wie jetzt gegen den KSC jetzt nicht so ganz locker und unbeschwert sein Bier trinkt, wie zum Beispiel vor einem Heimspiel gegen Wien Wiesbaden, wo du denkst, dass man das locker gewinnt, ist klar. Also das ist normalerweise echt so ein nervöses Kribbeln und bist irgendwie so ein bisschen angespannt. Aber ich gebe dir recht, es hat sich am Sonntag irgendwie ein bisschen anders angefühlt. Also es war sehr voll, klar, es war ausverkauft, also es war sehr voll dort. Aber diese, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, normalerweise hast du so eine leicht elektrisierende Spannung vor so einem Spiel, aber das fühlte sich irgendwie anders an. Also weniger gut irgendwie, weniger geil. Also gebe ich dir komplett recht. Und ich bin dann ja noch einmal komplett auf die andere Seite rübergegangen, weil ich sitze ja dann, wenn ich auf dem Vertikalplatz sitze, in Block 47E und habe das Privileg, dass ich so von beiden Seiten reingehen kann. Also ich kann sowohl am Palm Beach vorbeigehen, dort mein Bier trinken und dann hinten reingehen. Ich kann aber auch komplett rumgehen beim PSV ein Bier trinken. Ich könnte theoretisch auch gar kein Bier trinken, aber egal, also ich könnte auch zum PSV gehen, dort ein Bier trinken und dann hinten quasi kurz vor dem Gästebereich reingehen. Und das habe ich noch gemacht. Ich bin dann noch zum PSV gegangen und habe mich da noch mit dem Andreas getroffen und da haben wir dann zum ersten Mal zumindest die Gästefans gehört. Also gesehen habe ich die ganze Zeit keinen, aber gehört haben wir sie. Und ich gehe davon aus, dass man sie laut vernommen hat. Die kamen in relativ kleinen Gruppen rein, also okay. Nicht organisiert oder so en bloc. Das können wirklich nicht mehr als 5 bis 10 gewesen sein, also es war nicht wirklich laut. Okay. Die gingen dann ja in den Gästeblock rein, waren hinter dem Zaun. Der Zaun war noch mit Planen abgehängt, also man konnte sie nicht mal sehen. Da muss ich sagen, das Konzept finde ich gut, also dass man halt die Fanlager wirklich strikt voneinander trennt, also dass man wirklich höchstens akustisch was voneinander mitbekommt, ist sicherlich gut, weil sonst wäre garantiert der ein oder andere Bierbecher geflogen, was jetzt auch kein Weltuntergang ist, aber wenn man es vermeiden kann, vermeidet man das. Aber da hatte ich dann das erste und einzige Mal so ganz leichten Kontakt mit den Fans des Gegners. Ja, ich bin ganz, ganz üblich von der Haupttribüne reingegangen und habe mir erstmal angeguckt, wie so die Sicherheitskontrollen aussehen. Also man konnte schon feststellen, dass es da Unterschiede gab zwischen Cannstatter Kurve und Haupttribüne. Also die Haupttribünenleute sind relativ fix durchgekommen. Kann ich natürlich auch nachvollziehen, dass man natürlich jetzt, sag ich mal, da, wo die Ultras erwartet werden, ein bisschen genauer kontrolliert als beim Haupttribünenpublikum. Das lasse ich mir noch gefallen. Interessant fand ich es dann, als ich reinkam und schon gesehen habe, dass der Karlsruher Block nicht so ganz gefüllt war. Das hat mich schon mal direkt verwundert, weil ich bin halt davon ausgegangen, dass der Fanblock an sich komplett voll sein wird. Weil ich glaube 3.300 oder 700 Karten wurden ja verkauft und das müsste ja eigentlich reichen, um diesen Block zu füllen. Später stellte sich ja heraus, dass da einige Fans, ich würde mal sagen, zurückgehalten wurden und nicht ins Stadion gehen durften. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen.
Und was mir auch sofort aufgefallen ist, waren die fehlenden Blockfahnen und allgemein die Fahnen im Gästefanblock. Also da fehlte gleich so richtig was. Und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt einfach nicht cool, wenn du das so siehst. Also so möchte man es halt nicht sehen. Weil im Endeffekt war mir da schon so ein Stück weit klar, dass es zwar natürlich von unserer Kurve mega Support geben wird und die werden Gas geben, war auch so das ganze Spiel über. Aber es fehlt natürlich dann das Hochschaukeln, ja, dass die Gäste dann was zurückrufen. Und es hatte halt dann schon so ein bisschen das Flair wie, ja, weiß ich nicht, wie wenn halt Hannover oder so da ist. Also sprich, es ist zwar eine gewisse Fanbase da, aber die hat eigentlich keine Chance bei uns im Stadion und es gibt halt nicht diesen verbalen Schlagabtausch im wahrsten Sinn des Wortes. Und das hat mich da schon gestört, also als ich ins Stadion gegangen bin. Ansonsten muss ich sagen, die Stimmung beim Aufwärmen und so war ja fantastisch. Also das ging ja wirklich schon sehr, sehr früh los, dass die Kurve sich eingesungen hat und ordentlich Stimmung gemacht hat. Natürlich musste wieder die Fraktion ihr altes Lied da plärren. Also, ich weiß nicht, ich bin da sehr empfindlich und ich reg mich wahrscheinlich immer viel zu sehr darüber auf. Aber nur mal jetzt, vielleicht kannst du es mir erklären. Wieso spielen die dieses Lied, nachdem die Aufstellung durchgegeben wird, direkt vor dem Spiel? Also, das war für mich fast so eine Art Stimmungskiller, muss ich ganz ehrlich sagen. Ging es nur mir so? Wahrscheinlich ging es wieder nur mir so. Ich habe jetzt weder mit der Fraktion noch mit dem Song irgendwie ein großes Problem. Also ich brauche das nicht unbedingt, finde es auch nicht furchtbar, aber ich gebe dir schon recht, vom Timing her könnte man es wahrscheinlich vor der Aufstellung stattfinden lassen. Dann die Aufstellung, dann geht's halt wirklich los, weil klar, so aufgedrückte Geräuschkulisse ist halt immer ein bisschen blöd. Je näher es dann zum Anpfiff geht, desto blöder wird's. Und das könnte man sicherlich dann vielleicht auch ein bisschen früher stattfinden lassen. Es war ja fast schon peinlich, als der Sänger immer versucht hat, das Stadion zu animieren, jetzt das Lied mitzusingen. Also es hat halt einfach nicht funktioniert, weil die meisten, glaube ich, jetzt nicht so Bock auf diesen Song haben. Und ja, für mich muss es halt so sein, dass es die Aufstellung gibt und dann kommen die Mannschaften oder in dem Fall geht die Choreo los. Da können wir vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen. Also ich sag's ja immer wieder, im Stadion ist es bei mir so, dass ich eigentlich meine Ruhe haben will. Also meine Ruhe jetzt, was das angeht, dass mich Leute während dem Spiel ansprechen und so. Ich möchte es einfach beobachten. Und bei der Choreo, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir nicht nur oder habe ich nicht nur Gänsehaut bekommen, sondern da wurde ich schon ein bisschen emotional. Also ich musste nicht weinen, aber ich fand das einfach beeindruckend. Ja, ich sehe halt beeindruckend, ja. Diese Arbeit, die da drin steckt, das ist das eine, aber dass es dann auch so funktioniert und so aussieht, ich ziehe da echt meinen Hut vor dem Kommando. Das ist ja nicht die erste fantastische Choreo, aber wenn ich sowas sehe, das ist, also ja, ich bin einfach nur beeindruckt und emotional berührt. Das finde ich einfach großartig. Das ist wirklich eine Ehre, sowas miterleben zu dürfen. Noch schöner ist es für mich, wenn ich unter diesen Planen selber drunter stecke. Ja, das hat dann nochmal eine ganz andere, besondere Atmosphäre, also wenn man Teil der Choreo ist. Aber das zu sehen, hautnah mitzuerleben und auch die Stimmung, ja, der Haupttribüne, der Gegengerade und so zu spüren, die das natürlich abgefeiert haben, was da passiert, diesen Stolz, den alle versprüht haben, was hier gerade passiert, was unsere aktive Fanszene auf die Beine stellt, das fand ich großartig und musste auch ein bisschen daran denken, dass man ja mit diesen Maßnahmen auch ein Stück weit ja gerade die aktiven Fanszenen, ich würde mal sagen, ja schon ein Stück weit schaden möchte. Ich glaube, wir haben es ja auch in der letzten Zweitligasaison gesehen. Das ist ja Ding wie gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, es war, als Dresden da war, die dann auch eine Auswärtschoreo gezeigt haben. Also und wenn du natürlich sagst, es gibt keine Blockfahren, es gibt kein gar nichts, dann unterbindest du sowas natürlich rigoros. Und je mehr es davon gibt, desto schöner wird natürlich das Gesamterlebnis. Also wirklich völlig unabhängig von dem, was die 22 Leute da unten auf dem Feld dann zusammenspielen. Aber es ist halt einfach toll, ne? Und je restriktiver du halt gegen die Fans vorgehst, desto öder wird's halt einfach. Und man stellt sich halt vor, Karlsruhe hätte halt dagegen gehalten mit, was weiß ich nicht, Fahnen und sonst was halt, ne? Das wäre natürlich noch viel grandioser gewesen. Absolut, also da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis für die Fankultur. Also jetzt nicht nur von der Polizei, da habe ich sowieso das Gefühl, dass die wenig Verständnis für Fankultur haben und nicht so richtig wissen, was das bedeutet. Aber manchmal fehlt mir da auch das Verständnis von den Vereinen selber. Also das muss man halt einfach sehen, wie großartig das war. Und wie gesagt, auf der einen Seite verbietet man Fahnen, Spruchbänder etc., auf der anderen Seite ist das halt auch wieder sowas, mit dem geht man danach hausieren und sagt, guck mal, wie großartig unsere Fans hier eine Choreo auf die Beine stellen. Ja, aber man muss sich halt immer vor Augen halten, das würde nicht passieren oder das würde nicht zustande kommen, wenn man da vielleicht die Daumenschrauben noch mehr anzieht und noch mehr Leute sich vielleicht auch abwenden von dieser aktiven Fanszene, weil sie halt einfach keinen Bock haben, ständig gestriezt zu werden von Polizei.
Ja, oder halt auch, wenn die Stuttgarter Ultras halt irgendwie vielleicht dann noch auf ihrem Fanmarsch zum Stadion vielleicht noch ein Bengalo mehr gezündet hätten und dann die Polizei gesagt hätte, ja, dann sorry, Jungs, das war's für euch, ne, dann ja. Also der Grat da ist wirklich schmal. Ja, gut, dass du das ansprichst, denn man hat ja im Nachhinein viel über die Maßnahmen gegen Karlsruhe-Fans gehört, aber ja, es sei wohl auch so gewesen, dass die Polizei den Stuttgarter Ultras gesagt hat, wenn sie bei ihrem Fanmarsch jetzt noch ein weiteres Bengalo anzünden, dann ist die Veranstaltung für die Jungs auch beendet. Sprich, dann wäre es dazu gekommen, dass vermutlich Großteile der Kurve nicht ins Stadion hätten gehen dürfen. Wir hätten die Choreo nicht gesehen und es hätte, ja, ich gehe mal davon aus, auch der Support so ein Stück weit gefehlt. Und das muss man sich halt einfach mal vorstellen. Ja? Also, weil das ist das, was bleibt nach diesem Derby. Der 3-0-Sieg ist cool, keine Frage. Aber wenn du mich fragst, hey, was verbindest du mit dem Derby 2019? Ja, bleibt bei mir halt sofort das, oder kommt mir sofort die Choreo in den Sinn. Und dann natürlich das Ding gegen die KSC-Fans. Aber im ersten Moment denke ich halt an diese unglaubliche Choreo, die mich wirklich emotional berührt hat. Und man genau, darf auch nicht vergessen, das wird komplett durch Spenden finanziert. Weißt du, das ist ja nicht hier. Ja, ja, eben. Man mag es ja auch gar nicht ausmalen, wie viel Arbeit da drin steckt. Ne? Also, und vor allem, das sieht ja in der Kurve imposant aus, aber man muss ja nur überlegen, wie groß dieses Ding überhaupt ist. Ne? Das ist ja wirklich gigantisch groß. Man muss ja dann auch die Abläufe proben und so weiter. Und wie viel Geld, Zeit, Arbeit, Hirnschmalz und Schweiß in so einer Aktion steckt. Also das ist dann schon sehr, sehr rührend einfach. Ne? Macht einen so ein bisschen stolz, dass man da in der Kurve halt so tolle Fans stehen hat. Und es war wirklich großartig und auch noch eigentlich vor dem Ergebnis des Spiels das absolute Highlight des Derbys. Also ich verneige mich da nochmal vor der Cannstatter Kurve und natürlich insbesondere vor den Ultragruppierungen, die sowas immer möglich machen. Ganz, ganz großes Kino. Und ja, macht mich ein Stück weit stolz, dass wir so eine tolle aktive Fanszene haben. So, dann muss ich noch eins kurz aufgreifen, bevor wir dann vielleicht auf die Vorfälle rund um den KSC zu sprechen kommen, um die KSC-Fans, um es genau zu sagen. Und zwar ist mir was aufgefallen, das ich gar nicht so sehr kritisiert habe, sondern einfach nur anmerken wollte. Und zwar war es ja so, dass es im gesamten Stadion ein Alkoholverbot gab. Also das war die Ansage, Teil des Sicherheitsmaßnahmenpakets, dass es kein Alkohol im Stadion geben darf. Und ich glaube, während der Halbzeit kam plötzlich einer meiner Nebensitzer mit 6, also ich dachte erst alkoholfreien Bieren auf uns zu und verteilte die. Jo, nimm du auch eins. Und hat mir auch eins in die Hand gedrückt und dann trinke ich so. Und da ich ja selten Alkohol trinke, war mir nach dem ersten Schluck klar, dass hier definitiv kein alkoholfreies Bier drin ist. Und ich fragte dann einen meiner Nebensitzer, ist das richtiger Alkohol oder ist das richtiges Bier? Der so, ja, das ist oben aus dem VIP-Bereich, die kriegen doch das richtige Bier. Dann dachte ich mir, das kann echt nicht wahr sein, oder? Also die können doch jetzt nicht oben bei den VIPs und im Businessbereich Alkohol ausschenken, obwohl es praktisch die Ansage gab, dass es im ganzen Stadion keinen Alkohol geben wird. Und war dann schon so ein bisschen verblüfft, dass das jetzt einfach so möglich ist. Das sprach sich dann relativ schnell rum, dass irgendjemand echten Alkohol besorgen konnte. Das war wirklich wie früher, wenn es einen 18-Jährigen gab auf dem Schulhof, der bei Edeka noch Alkohol besorgen konnte. Und es bildete sich so eine kleine Schlange, muss man sagen, die dann schon so Bestellungen aufgegeben haben. Und auch Wein wurde gefordert. Der wurde auch gebracht, muss man sagen. Und der eine oder andere hat dem Gönner, nenne ich es jetzt einfach mal, auch dann einen 5-Euro-Schein zugesteckt. Und es war eine heitere Atmosphäre, muss ich sagen. Und jetzt, um das nochmal klarzustellen. Ich habe kein Problem damit, dass es aus vertraglichen Gründen oder so in den Businessbereichen Alkohol gibt. Ja, also wenn das so ist, okay. Ich gehe auch nicht davon aus, dass VIPs oder Logenbesitzer oder so plötzlich anfangen, nachdem sie ihr viertes Bier getrunken haben, irgendwelche Bengalos zu zünden oder, weiß ich nicht, mit Pisse gefüllte leere Behälter in Richtung, untere Ränge zu schmeißen oder so. Ja, das ist ja das, was man den Ultras oder beziehungsweise den aktiven Fans so ein Stück weit unterstellt. Das glaube ich nicht. Aber ich finde, man kann das im Vorfeld vielleicht kommunizieren. Also ich hätte es jetzt nicht so schlimm gefunden, wenn man da einfach noch so einen Zusatz gebracht hätte und gesagt hätte, ja, in den Businessbereichen sind wir vertraglich dazu verpflichtet, Alkohol auszuschenken. Deswegen gilt dieses Alkoholverbot dort nicht. Da macht man sich, finde ich, im Nachhinein nicht angreifbar. Genau, weil ich glaube, der Punkt ist ja, du als normaler Fan hast du ja mit deiner Eintrittskarte quasi das Recht, dem Spiel beizuwohnen, aber jegliches Catering musst du ja extra bezahlen, während das ja in den Logen und auch im Businessbereich anders ist. Da hast du ja quasi mit dem Geld, was du bezahlt hast, auch das Catering gleich inklusive und da ist wahrscheinlich auch irgendwie festgeschrieben, welche Art von Getränken es denn da gibt und dann kannst du als VfB vermutlich nicht sagen, hey, aber gegen KSC gibt's halt nur Mineralwasser und alkoholfreies Bier, weil dann kriegst du auch
auch wieder Ärger. Insofern macht das schon Sinn, aber ja, auch wieder eine Frage, wie du sagst, der Kommunikation. Ja, das gehört dann in einem Halbsatz kurz erwähnt, damit es halt hinterher dann nicht kurzzeitig Stress gibt und viele Leute dann von einer Zweiklassengesellschaft reden und so weiter. Also ich denke, der VfB kann da nicht viel anderes machen, aber man kann es halt besser kommunizieren. Darum ging es mir. Und das war auch schon auf der Haupttribüne spürbar, dass es da so ein bisschen Unmut gab und die Leute das nicht so cool fanden. Und ja, auf Twitter ging das natürlich dann noch weiter durch die Decke. Natürlich hat das auch damit zu tun, dass es bei der Mitgliederversammlung sowas gibt wie VIP-Mitglieder, beziehungsweise Bereiche, wo sich VIP-Mitglieder aufhalten dürfen, die dann ein Catering bekommen und was weiß ich was alles. Also das alles zusammen löst halt einfach wirklich dann bei manchen ein ungutes Gefühl aus, beziehungsweise man hat das Gefühl, es gibt halt Fans zweiter und eben erster Klasse, ja, und das sollte es nicht geben. Und wenn man das im Vorfeld ordentlich kommuniziert und sagt, hey, da sind wir vertraglich dazu verpflichtet, deswegen gibt's in diesen Bereichen halt doch noch Alkohol, dann wird's da auch Leute geben, die sagen, wie kann das sein? Aber kein Mensch wird im Nachhinein dann eine große Welle machen können, weil man immer sagen kann, ja, wir haben das halt so kommuniziert, wir sind vertraglich dazu verpflichtet und so ist es halt jetzt. Also können wir halt nicht ändern. So, und andererseits ist es doch auch, wenn man es jetzt positiv sieht, schön, dass sich dann die Fans in den im Businessbereich mit dem normalen Fanpöbel solidarisieren und Alkoholiker runterreichen. Ist doch super. Ja, das muss ich nochmal erwähnen. Also dieser Nebensitzer, der bei mir sitzt, ist mittlerweile wirklich, also der sitzt ja hinter mir. Das ist nicht der, der so schreit. Wobei, mir fällt gerade was ein. Also seitdem dieser Mann da saß, ja, also der immer so geschrien hat, sitzt der Typ, der jetzt das Bier besorgt hat, nicht mehr hinter uns. Der hat sich aus dem Staub gemacht. So wie ich das verstehe, hat er praktisch zwei Plätze. Einmal direkt vorne und dann eben irgendwie in der Businessloge auch nochmal einen Platz. Und seitdem das war mit diesem Rumgeschrei, so, verzieht er sich oder beziehungsweise okay, kommt nicht mehr. Er bringt aber immer wieder Eis vorbei oder Biere. Das war jetzt schon mehrfach der Fall. Es ist schon immer ganz unterhaltsam und er ist auch immer sehr, sehr freundlich. Also ich werde nicht verraten, wer das ist. Nicht, dass der noch Probleme bekommt für seinen Nebenverdienst, den er sich da oder ja, für sein Nebengeschäft, das er da betrieben hat. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir gleich mal auf den Haupt- oder auf den Themenschwerpunkt zu sprechen. Und zwar gab es rund um das Spiel VfB Stuttgart gegen Karlsruher SC ja einen doch sehr großen Polizeieinsatz und es gab auch dann einen konkreten Vorfall, dass die Polizei, ich glaube, 591 Karlsruhe-Fans eingekesselt hat. Und im Nachhinein wusste man jetzt gar nicht so richtig, warum. Die Polizei hat gesagt, es gab wohl Einsatz von pyrotechnischen Gegenständen und es wurde auch Gewalt gegen Polizeibeamte ausgeübt. Die Karlsruhe-Fans bestreiten das ein Stück weit, beziehungsweise sie bestreiten das nicht, sondern sie sagen, es war eigentlich das, was man immer so erlebt, wenn Gästefans vom Bahnhof in Richtung Stadion begleitet werden. Also es flogen wohl zwei Böller und von Gewalt gegen Polizisten, also sprich, weiß ich nicht, dass jetzt jemand sich mit denen prügeln wollte oder dass, wie er auch berichtet, irgendwelche Schilder, Bauabsperrungen oder sonst was in die Richtung der Polizisten geworfen wurden. Hieß es jetzt von Karlsruher Seite, nee, da ist uns nichts aufgefallen. Ja, und die Polizei behauptet steif und fest, ja, da wurde diese rote Linie, die ja im Vorfeld gezogen wurde, klar übertreten. So, und Sebastian, wir haben uns dann gedacht, was machen wir jetzt mit diesem Thema? Die eine Seite erzählt das, die andere Seite erzählt das. Viele sprechen darüber und waren eigentlich nicht dabei. Deswegen dachten wir, sprechen wir mit jemandem, der vor Ort war und sich das Ganze ja aus der Nähe ansehen musste, durfte, wie auch immer. Und, genau, vor allen Dingen, weil wir zwei nicht dabei waren. Wir können jetzt halt, unsere einzigen Eindrücke sind hier die vom KSC-Gästeblock, der sich dann kurz vor Anpfiff rasant leerte und dann wieder ein bisschen füllte hören sagen. Aber was jetzt genau passierte, da sind wir auch auf Aussagen Dritter irgendwie angewiesen und deswegen haben wir uns überlegt, bevor wir euch erzählen, was uns Dritte erzählt haben, reden wir direkt mit diesen Dritten und zeichnen das Gespräch natürlich auch dann auf. Genau, und ich würde vorschlagen, wir hören uns das jetzt mal an und geben ab an Martin. Du musst gleich noch sagen, mit wem wir gesprochen haben. Ja, genau, das wollte ich gerade. Achso, sorry. Wir geben ab an Martin Winter von der Fanhilfe Karlsruhe. So, wir sind jetzt verbunden mit Martin Winter, der Abteilungsleiter der Fanhilfe Karlsruhe. Guten Abend, Martin. Hallo nach Stuttgart. Ich hoffe, da muss ich mir später nicht so oft den Mund dann mit Seife aussprechen. Ja, in dem Fall sind wir uns, glaube ich, relativ nahe, so nah wie vielleicht noch nie zuvor. Denn wir haben es ja gerade eben schon in der Aufnahme ein bisschen thematisiert. Es gab natürlich
ja, größere Probleme rund ums Derby. Und wir dachten uns, bevor wir jetzt einfach darüber sprechen, was wir so gehört haben, rufen wir doch jemanden an, der mehr oder weniger direkt dabei war. Das ist vielleicht gleich auch mal die erste Frage. Warst du direkt mit in Untertürkheim vor Ort oder hast du das Ganze irgendwie aus sicherer Entfernung beäugen können? Nee, also ich war wirklich live und direkt vor Ort. Ich hatte zum Glück, dann auch wirklich das Glück, dass ich nicht im Kessel gelandet bin. Wobei das wirklich eine Sache von genau einem Meter war, weil direkt vor mir dann diese Kette zugegangen ist. Sonst wäre ich auch in diesem Kessel gelandet. Aber ansonsten war ich im Endeffekt komplett auf der Busanreise dabei und ja, wurde dann auch genötigt, in diesen Fanmarsch entgegen der vorher getroffenen Absprache dann teilzunehmen. Vielleicht können wir da direkt mal einsteigen. Wie hat sich für dich, sagen wir mal, die ganze Situation zugetragen? Wir haben ja inzwischen mitbekommen, dass eigentlich in den Vorbesprechungen ausgemacht war, dass die Fans, die aus Karlsruhe mit dem Bus anreisen, direkt vor dem Stadion aussteigen dürfen. Das wurde dann kurzfristig geändert, weil man angeblich ja Pyrotechnik in den Bussen vermutet hat und auch noch ja Vermummungsutensilien, was auch immer das sein soll. Das kann ja auch schon ein ganz einfacher Schal sein. Wie wurde da mit euch kommuniziert? Wie hat sich für dich das Ganze dargestellt? Wann wusstest du, dass du nicht vor dem Stadion aussteigen darfst? Ja, also für uns, also man muss dazu sagen, so eine Anreise mit Bus, es ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn man direkt mit dem Zug kommt. Wir hatten ab Karlsruhe, quasi direkt ab dem Losfahren, hatten wir unsere Zivilbeamten, die uns quasi auf Schritt und Tritt mit den Fahrzeugen verfolgt haben und beobachtet haben. Ungefähr 20-30 Kilometer vor Stuttgart wurden wir dann auch komplett von der Landespolizei in Empfang genommen und in einem Konvoi dann auch nach Stuttgart hineinbegleitet. Es war soweit jetzt alles nicht wirklich verwunderlich, war eigentlich genau das, womit wir auch gerechnet hatten. Verwundert waren wir dann aber ab dem Zeitpunkt, wie wir plötzlich Untertürkheim am Bahnhof standen. Und dann im Endeffekt hieß es, nee, ihr fahrt jetzt nicht weiter. Und dann begann halt so ein bisschen Diskussion, unser Fanprojekt hat sich da natürlich mit eingeschalten. Von uns waren Leute bei den Versuch der Gespräche mit dem Einsatzleiter dabei, der dann nach einiger Zeit, so nach einer knappen halben Stunde, sich dann auch mal bemüßigt sah, mit dem Volk zu reden. Nach einer Stunde war dann irgendwann klar, ja, es darf nicht gefahren werden, es muss gelaufen werden, es war für uns vollkommen unverständlich zu dem Zeitpunkt. Irgendwann hieß es ja dann, ja, weil gestern bei der Sicherheitsüberprüfung Pyrotechnik gefunden wurde, war für uns dann jetzt immer auch noch nicht wirklich klar, warum wir deswegen dann nicht mit Bus vorne dran fahren dürften. Aber naja, okay, die Wege der Polizei sind nicht immer so vollkommen erklärlich. Haben uns dann auf dem in den Marsch rein begleitet. Zu dem Zeitpunkt muss man auch dazu sagen, dass die Entlastungszüge aus Karlsruhe auch ankamen. Die durften den Vorplatz vom Bahnhof auch nicht verlassen. Wir sind dann irgendwann auch aus den Bussen ausgestiegen, dann durften die dazu und dann hat sich dieser Fanmarsch dann in Bewegung gesetzt. Und es waren so 1.400, 1.500 Fans, die per Zug kamen und ihr kam, glaube ich, mit 12 Bussen. So, das ist die Größenordnung, oder? Genau, also wir waren, ich müsste jetzt genau liegen, aber ich glaube, es waren ziemlich genau 12 Busse. Die waren alle voll, das heißt nur knapp 600 Leute. Mhm. Also wir reden davon von 2.000 Fans, die dann quasi da in Untertürkheim vor dem Bahnhof dann irgendwie erstmal festgehalten wurden. Also jedenfalls den Marsch nicht starten konnten, ihr konntet nicht weiterfahren. Und das ging ja eine gewisse Zeit, was dann ja meistens auch nicht für besonders gute Stimmung sorgt. Genau. Ja, urzeitmäßig. Genau, also es war halt vor allem. Von der Uhrzeit, von was reden wir da? 10.30 Uhr, 11 Uhr, als ihr am Bahnhof ankamt? Oder? Müsste es nochmal nachgucken, aber es war relativ früh. Mhm, also, okay. Und zwischen Karlsruhe und Untertürkheim gab es keine Kontrollen oder keine Durchsagen, dass da der Plan geändert wurde oder irgendwie? Also ihr wolltet im Endeffekt am Bahnhof Untertürkheim herausgebeten und wart überrascht, dass es dann doch noch ein paar Kilometer, muss man ja sagen, bis zum Stadion sind. Ja, genau. Also wir wurden da in der Kolonne durch die Stadt geführt und da waren wir irgendwann vom Bahnhof und da hat die Kolonne gestoppt und das war's. Und nach einer Zeit hat man dann versucht, mit der Polizei ins Gespräch zu kommen, was jetzt hier eigentlich los ist, warum wir nicht weiter dürfen. Dann hieß es irgendwann, nö, ihr dürft nicht fahren. Man wurde natürlich nachgefragt, warum. Und dann hieß es ja, nö, ist Anweisung von oben. Und ja,
nach einer Zeit kam dann halt der Dienstleiter dazu und hat dann gesagt, ja, wegen dem Pyrofund von gestern dürft ihr nicht laufen. Ja, super. Dürft ihr nicht fahren. Weil es hieß ja später irgendwie noch, dass auch in Bussen jetzt bei der Anreise Pyrotechnik vermutet wurde oder, ich weiß nicht, wie konkret wurde man da? Sebastian, hast du was mitbekommen? Wurde was gefunden oder nur vermutet, dass man was dabei hätte? Genau, also mein Stand ist auch, dass man gefunden hat wirklich im Gästeblock und das ja schon am Samstag. Da kann man sich auch fragen, also wie kommt das rein ohne fremde Hilfe? Und dass man in den Bussen dann was vermutet hat. Aber denke ich auch mal, vermuten kann man viel. Und wie du sagst, also Utensilien zur Vermummung, das kann ja wirklich alles sein. Okay, jetzt sind wir also am Bahnhof. Der Zug, der Tross setzt sich in Bewegung und ich habe dann jetzt ein paar Videos oder zwei Videos sehen können und da sieht man halt, dass es da immer mal so, ich möchte mal sagen, Scharmützel gibt zwischen Fans und Polizei. Ich habe mir jetzt aber auch schon sagen lassen, dass das relativ normal ist, wenn Gästefans irgendwo hinkommen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, wenn ich irgendwo auswärts hinfahre, bin ich selten der Erste, der, ich sag mal, in der Ultragruppierung ganz vorne steht. Ja, das muss ich ehrlicherweise hier gestehen. Deswegen war mir das nicht ganz klar, dass das halt normal ist. Aber vielleicht kannst du, Martin, dazu was sagen. Also das ist normal, dass es da immer so diese kleinen Scharmützel gibt zwischen Fans und Polizei, weil die konnte man auf den Videos, die wirst du auch gesehen haben, ja schon erkennen, dass es da immer mal wieder so ein kleines Kräftemessen, möchte ich sagen, gab. Genau, also es war zum einen natürlich auch einfach mal so dieses, ja, wir sitzen jetzt eine Stunde im Bus und wissen eigentlich gar nicht, was los ist. Dann natürlich auch hat man da das erste Mal gemerkt, dass das polizeiliche Konzept irgendwie nur so halb durchdacht ist. Weil es wurde ein direkter Zugang quasi auf die Benzstraße oder Mercedesstraße? Benz, ja. Ist das da? Genau, auf die Benzstraße wurde versperrt. Man musste also quasi halb durch den Bahnhofsvorplatz laufen, der gefühlt drei Abgänge hat. Die restlichen Möglichkeiten hat die Polizei zugemacht. Und als dann halt die 2000 Leute laufen wollten, haben halt ein paar gedacht, na, ich muss mich da vorne jetzt nicht durchdrängen, sondern springe jetzt hier einfach neben über die Böschung runter und dann kann ich da auch hinlaufen. Da gab es halt ein bisschen Rennereien, jetzt aber nichts, was irgendwie übermäßig weltbewegend ist und man in Deutschland noch nie gesehen hätte. Also das ist eigentlich, ja, freie Räume sehen, freie Räume besetzen. Ja, jetzt also nichts wirklich Besonderes. Was mich da auch noch interessiert, ist es nicht normal, dass in solchen, ja, sag mal, oder bei solchen schwierigen Spielen, bei so Hochrisikospielen, dann nicht auch sogenannte szenekundige Beamte zum Beispiel aus Karlsruhe mit dabei sind und hinzugezogen werden? Also ist das nicht gang und gäbe? War das nicht der Fall, dass man da praktisch miteinander irgendwie kommunizieren konnte? Also die szenekundigen Beamten waren in kompletter Mannstärke in Stuttgart dabei. Was wir jetzt so ein bisschen auch so vom Gefühl mitbekommen haben, dass auf die wohl nicht so übermäßig gehört wurde, beziehungsweise teilweise in Entscheidungen auch nicht wirklich involviert wurden. Ach, die waren genauso überrascht wie ihr. Also, ja, was man so mitbekommt. Die haben ja halt immer so ein bisschen das Problem, sie dürfen über manche Sachen halt einfach nicht reden, wenn sie keine Erlaubnis haben. Aber was man auch den Gesichtern und den Reaktionen teilweise anmerken konnte, dass die mit der einen oder anderen Entscheidung jetzt nicht übermäßig glücklich waren. So, dann ging es also über die Benzstraße in Richtung Stadion und dann soll es angeblich ja zu Angriffen auf Beamte gekommen sein und es wurde auch davon gesprochen, dass pyrotechnische Gegenstände gezündet wurden. Man berichtet von zwei Böllern, die in Richtung Polizei und ich glaube einmal Richtung Straßenrand geworfen worden sein sollen. Hast du davon irgendwas mitbekommen von Angriffen eurer Seite, also der Fanseite in Richtung Polizei? Ja, also die Böller habe ich mitbekommen, also die hat man gehört, das waren jetzt aber nicht die Katastrophen-Polen-Böller, von denen man manchmal immer wieder hört. Also es waren schon lautere, aber jetzt nicht quasi mit komplett Sprengstoff bestückte Sachen. Von diesen angeblichen Angriffen an der Baustelle habe ich persönlich nichts mitbekommen. Da war ich ein bisschen weiter hinten. Ich habe gemerkt, dass der vordere Teil des Mobs ab und zu dann auch mal etwas schneller laufen wollte, dann die Polizei wieder zurückgedrängt hat. Ja, aber jetzt auch nicht so, ich sag, das war jetzt das erste Mal so, das war jetzt übermäßig gravierend. Also das kam ja aus meiner Position, wie ich das Ganze mitbekommen habe, jetzt, ja, es ist Derby, es ist jetzt kein 0815-Spiel, aber es sind jetzt nicht irgendwelche gravierenden Ausschreitungen, die man da jetzt irgendwie
als Argumentationskette heranführen kann. Ja, so wurde es ja, glaube ich, auch dann von der Polizei kommuniziert, dass es im weiteren Verlauf, also nach diesen Böllerwürfen und angeblichen Angriffen auf Beamte, zu keinen weiteren Vorkommnissen auf den Weg gekommen sein soll. Aber dann kam es halt irgendwann dazu, dass eine Gruppe von, oder dass die Gruppe getrennt wurde, abgetrennt wurde, es wurde eine Polizeikette gebildet und der sogenannte Kessel wurde eingerichtet. Wie hat sich da die Situation für dich dargestellt? Wie wurde da mit euch kommuniziert? Also man muss mal sagen, der begann eigentlich direkt ab der Kreuzung Gästeblock, direkt neben dem Parkhaus, das müsste das P7 gewesen sein. Da, wo der Wasserwerfer stand. Und genau, wo der Wasserwerfer und der sehr wichtige Räumpanzer stand. Da wurde dann einfach, da stand, so wie wir inzwischen mitbekommen haben, schon sehr lange, auch schon vor Ankunft der Busse in Untertürkheim, diese Aneinanderkettung von Polizeifahrzeugen, die im Endeffekt die Straße halbiert haben und zum einen an der Seite halt dann durch den Bahndamm quasi als engen Schlauch geführt haben. Und der vordere Teil der Personen, die da gelaufen sind, wurde halt in diesen Rechtsteil, also angrenzend an den Bahndamm geführt. Und dann wurde von hinten plötzlich, also vollkommen unvermittelt, sind zwei Züge BFE reingerannt und haben die Straße dicht gemacht. Aber auch ohne jegliche Kommunikation, einfach wirklich, wer einen Meter vorne war, hatte Pech oder wer einen Meter weiter hinten, wie ich war, hatte halt einfach Glück. Mhm. Und dann wurde kurz danach der vordere Teil des Kessels auch noch geschlossen und kurz darauf bewegte sich dann auch schon der Wasserwerfer in den hinteren Teil der Festgesetzten und ja, um möglichst martialisch dann auch noch alle möglichen Fluchtwege zu verschließen. Also alles sehr koordiniert eigentlich, jetzt nicht sonderlich überraschend. Die Erklärung der Polizei war, glaube ich, dass man während der Fanmarsch sozusagen in Bewegung war, das Ganze nicht unterbrechen wollte. Ja, und das war schon eine direkte Reaktion, so habe ich das jedenfalls aus der Pressemitteilung der Polizei vernommen, eine direkte Reaktion auf die Böllerwürfe beziehungsweise auf die vermeintlichen Angriffe auf Beamte. Wurde das denn über Lautsprecher oder so mal kommuniziert? Weil ich weiß, dass es ja auch Vorfälle gab mit Pyrotechnik beim Fanmarsch der Stuttgarter Ultras und da hieß es dann, wenn jetzt noch ein Bengalo angezündet wird, dann ja, werden auch die Stuttgarter Ultras nicht in ihren Block gelassen. Gab es irgendwelche Ansagen in diese Richtung? Also ich habe, glaube ich, am Rande mal was mitbekommen. Das Problem war auch, dieses Lautsprecherfahrzeug fuhr natürlich auch nochmal ein Stückchen vor dem Mob. Und dadurch, dass dieser Marsch halt relativ lang gezogen war, ich habe von einer Durchsage was mitbekommen, dass man jetzt bitte das Tempo beibehalten soll, dass man nicht mehr rennen soll und dass Zünden von pyrotechnischen Gegenständen bitte unterlassen soll. Also eigentlich im Endeffekt die Standarddurchsagen, die es bei jedem Fanmarsch gibt, die jetzt auch aber nicht wirklich übermäßig besonders sind. Also ich mag nicht ausschließen, dass da eventuell noch andere Durchsagen gab, die habe ich aber definitiv nicht mitbekommen. Und dann gibt's ja auch noch, ja, ich sag mal, die Unterstellung von Seiten der Fans, dass sehr willkürlich, du hast es ja gerade eben auch gesagt, eingekesselt wurde, da überhaupt keine Rücksicht genommen wurde, ob da jetzt Kinder, Frauen, Jugendliche oder so mit in diesem Kessel sind, ob das ja Zugfahrer sind, Busanreisende oder einfach ganz normal privat angereiste Karlsruhe-Fans. Also das hast du jetzt mehr oder weniger ja schon bestätigt, dass die Polizei da überhaupt nicht gezielt sozusagen sich die Leute rausgesucht hat, sondern einfach völlig willkürlich die Leute voneinander trennen wollte. Kannst du dir da irgendwie einen Reim drauf machen, was der Ursprung oder der Grund dafür sein könnte? Also so wirklich erschließt sich mir das Konzept der Polizei nicht. Aber man hat ja auch schon in den letzten Jahren schon immer so ein bisschen was mitbekommen, dass in Stuttgart das alles ein bisschen anders da läuft. Das heißt, damals, ich glaube, Februar 2019 war es mit den Freiburgern, die vom Stadion eingekesselt wurden. Knapp ein Jahr vorher, 2018, war es Frankfurt, die auch vom Stadion eingekesselt wurden. Die Bayern-Fans hatten es auch schon hinter sich. Wenn ich mir halt, ja, genau. Also es ist jetzt an und für sich erstmal nicht sonderlich überraschend in Stuttgart, was halt wirklich, also mich und halt auch die anderen soweit verwundert, wenn ich doch wirklich das Ziel habe, die quasi aus Sicht der Polizei Problemfans zu kontrollieren, warum lasse ich dann die Busse in Untertürkheim stoppen und
lasse ich einfach nicht ans Stadion fahren, da wo sie eigentlich hin wollten, und hätte da quasi die aus ihrer Sicht Problemfans zusammen und könnte sie da ganz normal kontrollieren. Was wir halt auch nämlich die Information inzwischen haben, dass diese Verarbeitungsstrecke, die für die Personalienfeststellung aufgebaut wurde, auch schon sehr frühzeitig, also vor Beginn des Marsches, also vor der aktuellen Argumentation, warum die Personen erkennungsdienstlich behandelt wurden, durchgeführt wurde. Es war halt auch diese Kommunikation, die an diesem ganzen Tag stattfand, war gelinde gesagt katastrophal. Man muss halt auch bedenken, diese knapp 600 Personen wurden dann eingekesselt. Dann passierte erstmal eine Viertelstunde lang nichts, es gab überhaupt keine Informationen. Dachte sich, jeder ist jetzt wieder das übliche Machtspiel. Dann kam die erste Sage, ja, weil Pyrotechnik gezündet wurde, werden jetzt alle Personen, die in diesem Kessel sind, von der Polizei nochmal durchsucht und dürfen dann ins Stadion, wenn nichts gefunden wird. Okay, ist halt irgendein Machtspiel, machen sie es halt. Da wurden dann mehrere Personen auch durchsucht, mit einem atemberaubenden Tempo von 2 Personen auf einmal. Und da wurden die nächsten geholt. Da wurden um die 20 Personen, waren da soweit kontrolliert und plötzlich hieß es, nee, Rolle rückwärts. Alle Personen, die in dem Kessel sind, werden wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, weil ja Polizisten angegriffen wurden, erkennungsdienstlich bearbeitet. Man muss dazu sagen, dass Personen, die teilweise in dieser ersten Kontrolle waren, bei denen nichts strafrechtlich Relevantes gefunden wurde, den Kessel verlassen durften und theoretisch ins Stadion hätten gehen können. Also es sind auch Personen, die in diesem Kessel waren, ohne erkennungsdienstliche Behandlung wieder rausgekommen. Und plötzlich gab es halt diese Info, ja nee, jetzt machen wir es doch anders da. Und das ist halt was. Also wenn ich die Person einkessel, dann weiß ich ja, warum ich das tue. Also es ist halt vermutlich, dass plötzlich die Entscheidung, warum ich sie einkessel, nach einer Viertelstunde, halbe Stunde sich komplett ändert. Und das ist halt, das macht es soweit halt auch ein bisschen stutzig, dass da halt gefühlt kommt es so vor, als wurde halt nach irgendeinem Argument gesucht, warum man diese Maßnahme jetzt durchführt und hatte die halt schon einigermaßen im Voraus irgendwie vorbereitet. Und jetzt nochmal kurz zum besseren Verständnis für mich. Also die 600 Fans in Bussen sind jetzt mal ganz pauschal gesagt eher problematisch als die 1400, die mit dem Zug kamen. Aus Sicht der Polizei wohl schon, weil es wurde ja explizit in diesem Fanbrief, der vorher veröffentlicht wurde, wurde von der aktiven Fanszene gesprochen und danach nur noch von Fans. Also es wurde halt diese Klassifizierung gemacht. Mhm. Natürlich waren da Ultras dabei, da waren aber auch ganz normale Fanclubs, ganz normale Allesfahrer dabei. Also diese Aussage mit aktiven Fans, was sind eigentlich aktive Fans? Also das ist eh schon so ein bisschen wischiwaschi. Aus Sicht der Polizei war das die Hauptproblemgruppe. Genau, und die haben sie eigentlich schon durch eine unterschiedliche Anreise eigentlich ja sowieso schon mal separiert, weil die haben sie dann vorm Stadion eigentlich auf einem Haufen und können theoretisch jeden kontrollieren, der aus dem Bus aussteigt. Und dann vermischen sie die aber dann mit irgendwie dreimal so vielen Fans mit dem Zug kommen, um dann wieder genau die Anzahl von Fans zu separieren, die eigentlich in den Bussen saßen. Aber natürlich hat sich dann der Mob halt schon irgendwie bunt durchgemischt. Okay. Genau, also wir haben auch viele Berichte von Autofahrern, die natürlich, also ganz davon abgesehen, dass es ein katastrophales Verkehrskonzept war, weil der ausgewiesene Parkplatz P7 war zwischenzeitlich dann über 2 Stunden gesperrt und die Leute wurden dann empfohlen, ja, fahrt mit euren Gästeautos mit Karlsruher Kennzeichen, parkt doch einfach auf dem Vasen. Ja, das haben wir live miterleben dürfen, als die ersten Karlsruher-Fans auf dem Vasen angekommen sind. So. Also da muss ich dann einfach wirklich an Kopf fassen, reicht da dann manchmal schon gar nicht mehr aus. Aber wie gesagt, es gab auch schon Personen, die mit 9-Sitzern und Autos vorher schon im Parkhaus waren und die dann auch in diesem Mob drin waren. Also es war komplett durchgemischt. Da waren Personen dabei, die mit den Bussen angereist sind, mit dem Zug, mit Autos, mit 9-Sitzern. Also es war wirklich auch von den Rückmeldungen von den Betroffenen, die wir bisher erhalten haben, war das wirklich ein kompletter Querschnitt durch die Karlsruher Fanfamilie. Also auch bei der Personalienerfassung wurde praktisch jetzt nicht nochmal geschaut, der sieht jetzt aus wie ein normaler Fan oder der, also man versucht das ja schon so ein bisschen zuzuordnen. Das wurde nicht gemacht, sondern grundsätzlich jeder, der im Kessel war oder die meisten, wurden danach auch erkennungsdienstlich behandelt.
Genau, also es wurden bis auf die paar wenigen, die das Glück hatten, ganz am Anfang teilweise aus dem Kessel wieder heraus zu dürfen, weil bei ihnen nichts gefunden wurde, war es so, dass alle Personen, die in diesem Kessel befanden, komplett erkennungsdienstlich bearbeitet wurden. Egal wie jung, wie alt, ob Männlein, Weiblein, ob Kind, ob Jugendlicher, wurden alle dementsprechend durchbearbeitet. Interessant ist da auch, dass bislang folgende Straftaten festgestellt wurden. Bitte korrigiert mich, wenn ihr mehr wisst als ich. Zwei Männer, 23 und 32 Jahre alt, haben im Tunnel des Untertürkheimer Bahnhofs einen pyrotechnischen Gegenstand entzündet. Das war eine festgestellte Straftat. Die andere war, ein 27-jähriger Mann wurde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Und dann gab es noch zwei verletzte Personen nach einem Vorfall am Bahnhof in Stuttgart-Sommerrhein. Also das sind die bislang festgestellten Straftaten der Polizei. Martin, sind dir da noch weitere bekannt? Naja, also das sind, meines Wissens war das aus der Pressemitteilung der Bundespolizei. Genau. Die Landespolizei hat, glaube ich, noch keine komplett abschließende Pressemitteilung rausgegeben. Aber auch da hat der Einsatzleiter direkt nach Spielende im Interview mit dem SWR gesagt, dass sein Konzept vollkommen hervorragend aufgegangen ist und es zu keinerlei Verletzten kam. Also auch diese Aussage können wir inzwischen widersprechen. Es gab Verletzte auf Karlsruher Seite durch Polizeieinsätze. Da sind wir momentan gerade dabei, die Informationen so weit heranzutragen. Aber diese Aussage ist natürlich auch falsch. Und es zieht sich halt durch die Erklärung der Polizei da so weit durch, was jetzt im Endeffekt an Straftaten laut der Polizei in diesem Marsch festgestellt wurden. Ich könnte mir da einen Verstoß gegen das Vermummungsgesetz oder das Abbrennen von Pyrotechnik soweit alles vorstellen. Ja, aber das ist, da wird uns die Polizei sicherlich in den nächsten Tagen noch fachkundig aufklären, was sie da alles festgestellt hat, um diesen Kessel dann im Endeffekt auch zu legitimieren. Was ich auch noch interessant fand, war, dass von eurer Seite, glaube ich, kommuniziert wurde, dass es keine Möglichkeiten gab, für die Eingekesselten aufs Klo zu gehen. Es gab keine Möglichkeit, Getränke zu kaufen, Essen sowieso nicht. Die Polizei hat dem so ein Stück weit widersprochen und sprach davon, dass man sanitäre Einrichtungen zur Verfügung gestellt hat, etc. Kannst du dazu noch was sagen, wie sich da die Situation für dich dargestellt hat? Also von allen Rückmeldungen, die wir bisher erhalten haben, und es ist momentan in der Größenordnung von über 100 Rückmeldungen mit Gedächtnisprotokollen und Erlebnisberichten, hat keine Person angegeben, dass sie die Möglichkeit hatte, auf die Toilette zu gehen, außer mehr oder weniger illegal an den Straßenrand zu pinkeln und zu hoffen, dass die Polizei das jetzt nicht gerade als Erregung öffentlichen Ärgernisses sieht. Wir haben auch die Rückmeldung diverser Personen, dass explizit auf die Nachfrage, ob es hier irgendwie Möglichkeit für Toiletten oder Ähnliches gibt, dies vehement verneint wurde. Mhm. Und auch, so haben wir die Rückmeldung, auch jungen Mädels gesagt wurde, stellt euch nicht so an, pinkelt doch einfach an den Straßenrand. Und das ist halt was, wo, ja, es lässt einen relativ fassungslos zurück. Die Info mit den Getränken, also innerhalb des ersten Kessels, man muss ja sagen, es gab ja im Endeffekt zwei Kessel. Der erste Kessel, wo die Personen direkt eingesperrt waren. Und dann, nachdem sie von der Polizei kontrolliert waren, durften sie sich in den nächsten Kessel begeben. Das heißt also, ob ich am Anfang kontrolliert wurde oder am Ende, ich befand mich... Entschuldigung. Ist alles okay. Wir sind ein Podcast, da darf man auch husten. Also man befand sich die komplette Zeit über in diesem Kessel. Und es wurde dann gegen Ende, ich weiß es nicht mehr genau, ob das jetzt von außen groß reingegeben wurde, ob die Polizei sich in ihrer gnadenlosen Güte dann doch dazu bereit erklärt hat, wurde etwas Wasser gereicht. Das war aber so ungefähr 75. Spielminute. Mhm. Also jetzt nichts, wo man sagen kann, ah ja, seit heute Morgen hat er ja auch genug trinken können. Nee, war eben nicht so. Also zwei Punkte will ich noch kurz ansprechen. Sebastian, vielleicht hast du auch noch Nachfragen. Zum einen interessiert mich, und da springe ich nochmal ganz an den Anfang zurück, es gab ja im Vorfeld mehrere Treffen mit Polizei, Fanvertretern und so weiter. Wart ihr da auch mit involviert in diesen Besprechungen mit der Polizei, also im Vorfeld des Derbys? Nee, also bei diesen Sicherheitsbesprechungen ist es eigentlich soweit Standard, dass da die Sicherheitsorgane der Vereine, also sei es Ordnungsdienst, Sicherheitsbeauftragte,
der einzelnen Vereine, die Polizei, also jeweils aus beiden Städten und auch der Einsatzleiter des Einsatzes und in der Regel auch die Fanprojekte anwesend sind. Wir als Fans sind da eigentlich nicht zugegen, müssen auch sagen, das ist in dem Sinn nicht unsere Aufgabe, erstmal ein Polizeikonzept auszuarbeiten, was es im Endeffekt ist. Mhm. Weil allein wenn wir an diesem Tisch gesessen wären, wir wären wahrscheinlich nach einer Viertelstunde schreiend weggerannt, wenn man sieht, was im Voraus an Auflagen und Erklärungen abgegeben wurde, warum gewisse Sachen so dringend an Gästetickets reglementiert werden muss oder warum keine Zaunfahnen oder Fahnen mit reingenommen werden dürfen. Da wären wir wahrscheinlich schon nach einer viertelhalben Stunde wahrscheinlich schreiend weggerannt, weil wir es nicht mehr ausgehalten hätten. Aber das ist eigentlich normalerweise wirklich auch die Aufgabe der Hauptberuflichen. Und dann interessiert mich noch, wie lange das jetzt insgesamt alles gedauert hat für euch. Also konntet ihr dann wenigstens relativ zeitnah nach Spielende wieder in eure Busse steigen und nach Hause fahren? Oder weil ich auch gelesen habe, das hat weit über das Spielende hinaus gedauert, die ganze Maßnahme. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, also die Maßnahme war an und für sich, also die reine Personalienfeststellung war eigentlich nahezu mit Spielende fertig. Dann befanden sich die Personen aber immer noch in diesem zweiten Kessel. Dieser zweite Kessel war von vorn und hinten von der BFE umstellt, soweit so normal. Und da begann halt dann wieder dieses typische Spiel, die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut. Der hintere Teil, das also quasi in Richtung Cannstatter Kurve, hat die persönlichen Kessel war in Richtung der vorderen Polizeikette, in Richtung Untertürkheimer Bahnhof gedrängt. Ich will doch jetzt dann bitte rausgehen. Die vordere Kette hat davon natürlich aber wieder nichts gewusst, hat natürlich die Fans wieder zurückgedrängt, weil was kommen die mir auch plötzlich näher? Da gab es dann noch einen kurzen Schlagstock- und Pfefferspray-Einsatz. Mhm. Vollkommen aus dem Nichts. Und dann hat sich diese Kette langsam zurückgezogen. Und dann begann eigentlich auch schon wieder der nächste Teil der katastrophalen Kommunikation, weil es standen auch einige Busse auf dem Schotterparkplatz bei der Hans-Martin-Schleife. Und die Polizei hat durchgesagt, die Busse dort, die würden jetzt alle an den Untertürkheimer Bahnhof gebracht werden. Was sich dann herausstellte, ist natürlich alles Quatsch, weil es waren teilweise auch die Busfahrer noch im Stadion. Die Busse können da also noch gar nicht weg. Und so ging das dann hin und her. Und dann hieß es, ja, nee, ihr müsst zum Untertürkheimer Bahnhof. Dann hieß es ein paar Minuten später, ja, nee, ihr dürft doch dahin. Und also das war auch ein Punkt, war von vornherein im Sicherheitskonzept zwar so besprochen, hat aber auch jeder den Kopf geschüttelt, weil an der Straße ist mehr als genug Platz für alle möglichen Busse. Warum man die an diese Stelle bringt, mit der direkten Kreuzung von Fanwegen, und dann auch noch auf einen Schotterparkplatz, wo mehr als genug Reingut rumliegt, da hat man es natürlich auch versucht, also mit bösem Willen könnte man da der Polizei unterstellen, dass man darauf angelegt hat, dass es an der Stelle knallt. Und dann war auch die komplette Hardfahrt war natürlich auch wieder komplett chaotisch. Man wurde dann auf zweiten Umwegen eigentlich quasi aus Stuttgart herausgeführt. Und dabei war sich dann die Torwartpolizei, Busse eskortiert hat, auch nicht mehr sicher und hat die einen Busse rechts der Abfahrt runtergeführt, die anderen geradeaus fahren lassen und hat dann festgestellt, dass man da nicht hätte abfahren müssen, hat dann die Bundesstraße wieder gesperrt, dann haben Busse teilweise zurücksetzen müssen auf die Bundesstraße, haben auf einer 5 Meter breiten Straße drehen müssen, also das war, eigentlich hätte man es aufnehmen müssen und direkt an die versteckte Kamera schicken, also das war das komplette Spieltag war nicht von Fehlkommunikation und von Fehlplanung überschattet. Und was an sich eigentlich schon schlimm genug gewesen wäre. Aber der Kessel hat natürlich dem Ganzen auch nochmal mit ganz weitem Abstand die Krone aufgesetzt. So, Sebastian, so wie ich mich kenne, werde ich nach diesem Gespräch mir in den Kopf fassen und sagen, oh, das wollte ich unbedingt noch fragen. Deswegen bist du jetzt so eine Art Telefonjoker für mich. Gibt es noch irgendwas, was wir unbedingt nachfragen sollten, was wir vergessen haben? Vielleicht. Also ich habe es ja aufmerksam gelauscht. Und was mich so ein bisschen noch interessieren würde, wären die Zeitläufe beim Einlass. Also ihr lauft zu 2000 Fans zum Stadion. 600 werden dann eingekesselt, haben dann vielleicht irgendwie noch die Hoffnung, doch noch ins Stadion zu gelangen, merken irgendwann, okay, das klappt nicht mehr. Und die restlichen 1400 konnten dann ja
mit normalen Kontrollen wahrscheinlich reingehen. Und wir haben es ja dann vorm Anpfiff gesehen, dass sowieso schon mal die unteren Ränge im Gästeblock irgendwie seltsam leer aussahen. Und dann kam ja Fanbetreuer, Fanhilfe und hat signalisiert, dass viele Leute auch wieder aus dem Block raus müssen. Dann hat sich der Block ziemlich rasant geleert, weil, glaube ich, manche Leute auch, wie ich hörte, aus Solidarität mit rausgegangen sind, dann aber später wieder zurückgekommen sind. Also was ist denn da noch im Block dann vor sich gegangen? Das würde mich interessieren. Ja, also ab dem Zeitpunkt, wo einigermaßen klar war, dass die Polizeiführung nicht mit sich reden lässt, also wir haben da wirklich alles, was wir hatten, aufgefahren. Also wir hatten einen Anwalt dabei, unsere Fanbetreuung, unsere Sozialarbeiter vom Fanprojekt und auch die Sicherheitsbeauftragten vom KSC haben versucht, mit dem Einsatzleiter irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Der hat sich halt vehement geweigert und hat gesagt, er hat hier recht, er macht das jetzt und fertig. Ab dem Zeitpunkt, wo das klar war, haben wir gesagt, okay, die Teile aus der Ultraszene zum Beispiel, die eben nicht in diesem Kessel waren, haben dann gesagt, okay, dann müssen wir die Fans wenigstens so weit informieren, dass zum einen draußen noch 600 Leute stehen, dass die auch das Spiel nicht sehen werden, weil zu dem Zeitpunkt war dann auch irgendwann klar, ja, selbst wenn die Maßnahme abgeschlossen ist, gibt es einen Platzverweis für Stuttgart und man darf wieder heimfahren. Das Ganze wurde dann per Megafon durchgesagt. Darauf hat sich auch eine größere Menge an Fans solidarisiert und wollte das Stadion verlassen. Und so wie ich mitbekommen habe, wurde dann das Verlassen vom Stadion erstmal von der Polizei bzw. vom Sicherheitsdienst unterbunden. Das wurde zwar nach einiger Zeit durften die Fans dann das Stadion verlassen, aber so wie ich mitbekommen habe, hat ein größerer Teil auch gesagt, okay, nee, da will ich jetzt nicht, weil ich meine Solidarität bekunde, auch noch irgendwie ins Friendly Fire der Polizei noch hineingeraten und sind dann wieder zurück in den Block. Aber also das heißt, dass alle die zum Anpfiff oder kurz vor Anpfiff im Block standen, hätten dort stehen bleiben können? Genau. Okay. Also es wurde nicht irgendwie aufgerufen, ihr müsst den Block verlassen oder so, sondern es wurde nur informiert, draußen stehen nach 600 Leute, es wird heute von uns keinen organisierten Support geben. Also ist völlig verständlich, habe ich schon gefragt, wie das noch organisatorisch ging, Karl, mit der Abfahrt von den Bussen, wenn der halbe Bus irgendwie draußen eingekesselt ist und die andere Hälfte des Busses steht im Block und dann sollen die wieder abreisen, das wäre ja dann auch kompliziert geworden. Das ist auch wieder so eine Story für sich. Zwischendrin war das durchaus die Idee der Polizei. Also die Idee der Polizei sah zwischendrin auch vor, wir lassen da immer dann jetzt 50er-Pakete aus diesem zweiten Kessel raus. Die kommen in irgendwelche Busse, ob sie mit denen hergefahren sind oder nicht, ob sie irgendwelche Sachen in diesen Bussen haben oder nicht, oder ob da andere Leute Sachen drin haben und schicken die einfach zurück nach Karlsruhe. Schön. Also das war zwischendrin auch eine Aussage der Polizei, wo man sich halt auf zum wiederholten Male dann in den Tag dann in den Kopf fassen muss. Abschließend vielleicht kurz noch die Frage. Ich habe gelesen, ihr von der Fanhilfe Karlsruhe bereitet jetzt eine Sammelklage vor, weil ihr der Meinung seid, der Einsatz der Polizei sei nicht rechtmäßig gewesen. Gibt es da noch was man schon erzählen kann, wie ihr euch das vorstellt, wie viele Leute sich daran beteiligen? Oder ist es jetzt erstmal nur ein Aufruf, dass sich möglichst viele melden und dann wird eben dagegen vorgegangen? Oder wie genau sind da eure Pläne? Genau, also wir bereiten keine Sammelklage vor, weil es in Deutschland keine Sammelklagen gibt. Also wir bereiten Klagen vor, beziehungsweise haben auch den Fans empfohlen, Anzeige wegen Freiheitsberaubung starten, beziehungsweise auch Personen, die von Polizeikräften verletzt wurden, wegen Körperverletzung. Diese Anzeigen, auch wenn sich, wie wir heute mitbekommen haben, die eine oder andere Polizeireviere etwas dagegen wehren, müssen von jedem Polizeirevier angenommen werden. Das Ganze arbeiten wir jetzt gerade noch so ein bisschen hervor und wollen dann auch mit einzeln ausgewählten Fällen dann auch weitere Instanzen direkt rechtlich bearbeiten, wobei wir da jetzt momentan noch in der Sammlung sind, jetzt aber auch schon auf unsere Anfrage nach Berichten über die Vorkommnisse jetzt schon weit über 100 Rückmeldungen bekommen, die also unser Bild eigentlich soweit auch relativ vollumfänglich bestätigen, was in diesem Kessel vorgefallen ist und was es da trotz Aussage der Polizei eben nicht gab, wie zum Beispiel Getränke oder Toiletten.
Guck mal an, da lese ich in der Stuttgarter Zeitung, Sammelklage übernehmen das sofort, obwohl ich seit Gunter Bahner eigentlich wissen müsste, dass in der Stuttgarter Zeitung mehr Meinungen stehen als Tatsachen, aber ich habe noch nicht draus gelernt. Gut, vielen Dank für die Aufklärung. Ja, das, genau, also dieses Interview habe ich vorhin auch kurz versucht zu führen und habe mich dann hervorragend wiedergegeben gefunden in diesem Artikel. Umso besser. Ja, so macht es halt manchmal dann wirklich Spaß. Aber da, dann kann man abschließend sagen, ich meine, wir wissen ja alle, dass dann auch Fußballfans jeglicher Vereine, die irgendwie auswärts fahren, sicherlich keine Pfadfinder sind, die irgendwie auf dem Sonntagsausflug sind. Aber jetzt der Marsch von Untertürkheim zum Stadion war jetzt auch nach deiner Ansicht jetzt einem Derby irgendwie angemessen. Und es war jetzt nicht irgendwie, dass da die Gewalt eskalierte oder dass irgendwie das was ganz Besonderes war, was diese dann doch sehr außerordentlichen Maßnahmen der Stuttgarter Polizei rechtfertigen würde. Ja, also es war jetzt natürlich, es war nicht der besagte Ausflug der Pfadfinder, aber trotzdem waren das jetzt hier keine marodierenden Horden, die in Stuttgart eingefallen sind. Und vor allem, wie wir auch festgestellt haben an den Rückmeldungen, ist es halt wirklich ein kompletter Querschnitt durch die KSC-Familie gewesen, die in diesem Kessel war. Und eben nicht die so in der Presse titulierten Chaoten und Berufskrawallmacher und die Unverbesserlichen. Nee, da waren junge Mädels, Eltern mit ihren Kindern, Menschen über 50 etc. Also es war wirklich der komplette Schnitt. Und da halt zu sagen, ja, nur weil man vorne gelaufen ist, muss man automatisch an diesen eventuell vorgekommenen, ich kann es wie gesagt weder bestätigen noch aktuell widerlegen, vorgekommenen Angriffen gegen Polizeibeamte dabei gewesen sein. Ja, muss ich einfach sagen, sorry, die Argumentation ist schwach. Der komplette Marsch wurde aus allen Richtungen gefilmt, von Drohnen, von Polizeihubschraubern, von diversen Polizisten vor Ort. Und es ist ja eben genau die Aufgabe normalerweise der szenekundigen Beamten, danach dieses Videomaterial zu sichten und Straftäter zu identifizieren. Und es ist jetzt nichts Überraschendes, was in Stuttgart normalerweise anders da vor sich geht. Das ist Usus der Polizei, das ist genau eine der Hauptaufgaben dieser Kräfte. Und warum man danach dann trotzdem diesen Kessel macht, halt so viel Beifang mitnimmt, ist für uns halt vollkommen unverständlich und lassen wir auch so definitiv nicht auf uns sitzen. Lieber Martin, wir wollen dich hier nicht länger als nötig in einem Stuttgart-Podcast, in einem VfB Stuttgart-Podcast festhalten. Eine Zwangsmaßnahme pro Woche reicht. Also, von daher möchte ich wirklich mich bedanken für die Zeit, die du jetzt hier genommen hast. Ich dachte eigentlich, wir sprechen 20 Minuten. Jetzt sind es dann doch knapp 40 geworden. Vielen, vielen Dank dafür. Ich weise auch nochmal darauf hin, dass ihr natürlich euch auch informieren könnt über das, was da jetzt in Karlsruhe so vor sich geht bei der Fanhilfe auf der Webseite, nämlich fanhilfe-karlsruhe.de. Dann gibt's natürlich diverse Twitter-Kanäle von der Fanhilfe Karlsruhe. Auf Facebook sind die Jungs zu finden und Mädchen und natürlich auch auf Instagram. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, lieber Martin. Nee, das dürfte so ziemlich alles gewesen sein, wie man uns aktuell erreicht. Super. Abschlussfrage. Danke. Wirst du nochmal nach Stuttgart kommen, wenn dein Verein hier spielen muss? Ja, man hat ja leider keine Wahl. Man hätte sich ja ein vernünftiges Hobby raussuchen können, aber ja, man hat es ja eben doch nicht beim Sammeln von irgendwelchen Briefmarken oder so belassen, sondern hat sich ein sinnloses Hobby des Wochenendes zugewandt. Also daher, ja, ich wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Wir sind gespannt, wie es dann laufen wird. Im April findet, glaube ich, das Rückspiel statt in Karlsruhe. Ich denke mal, da können sich die Stuttgart-Fans auch auf einiges gefasst machen und vielleicht können wir dann nochmal miteinander sprechen. Vielleicht gibt es dann schon Neuigkeiten von eurer Seite aus und ja, ich bin gespannt auf alles, was jetzt noch folgt, denn ich denke mal, es ist wichtig, dass diese Vorfälle sind es ja eigentlich, ordentlich aufgearbeitet werden, denn da sind auch weiterhin viele Fragen offen. Vielen Dank, Martin. Ich wünsche noch einen angenehmen Dienstagabend und ich wünsche deinem Verein viel Erfolg in der Liga, in der zweiten Liga. Ich hoffe wirklich, dass ihr den Klassenerhalt schafft, weil ein Stück weit muss ich schon zugeben, dass ich finde, Karlsruhe gehört halt einfach mindestens mal in die zweite Liga und nicht in die dritte Liga. Das ist schon auch für mich irgendwie ein bisschen traurig gewesen, wenn diese schon Traditionsvereine dann so ein Stück weit von der Bildfläche verschwinden. Also von daher wünsche ich euch viel, viel Erfolg und dass es mindestens für den Klassenerhalt reicht. Ja, das ist auch so unser mindestes Ziel, sagen wir es mal so. Vielen Dank. Super, also. Okay. Dann wünsche ich dir was. Bis dann, ciao. Genau, bis dann, ciao. Bis dann, ciao.
So, hervorragend. Das war der Martin von der Fanhilfe Karlsruhe. Nochmal vielen Dank, dass er sich die Zeit genommen hat, um mit uns über die Vorfälle rund ums Stadion zu sprechen. Und ja, das hinterlässt natürlich schon so einen faden Beigeschmack. Wir konnten natürlich jetzt nicht mit jemandem von der Polizei Stuttgart sprechen. Der würde uns mit Sicherheit ganz andere Dinge erzählen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es da in den nächsten Tagen noch die ein oder andere Pressemitteilung geben wird. Und dann kann sich ja jeder selber ein Bild davon machen, ja, welche Seite er jetzt für glaubhafter hält oder ja, mal gucken, was da noch so rauskommt. Was ich auch noch ganz interessant fand, im Vorfeld wurde ja darüber berichtet, dass die Polizei die Einsatzkräfte deutlich reduzieren konnte im Vergleich zu 2017. Da waren es, glaube ich, 1000 Polizeibeamte, die vor Ort im Einsatz waren. Man sprach dann im Vorfeld dieser Partie von 400 bis 600 Polizeibeamte. Das wurde dann kurzfristig nochmal auf 700 erhöht. Und was ich noch interessant fand, war, dass im Vergleich zu 2017 mehr Bundespolizisten eingesetzt wurden. Also insgesamt glaube ich, dass die Anzahl von Einsatzkräften gar nicht so viel geringer war als noch 2017. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass uns da auch so ein Stück weit ein Bären aufgebunden wurde, aber ja, wenn man so die Zahlen dann so liest und merkt, ja Mensch, es waren doch nicht viel weniger Kräfte, aber man kommuniziert das im Vorfeld so, als würde die Polizei da sozusagen abrüsten und durch gute Planung und vielleicht auch Kommunikation weniger Kräfte brauchen, dann ja, ärgert einen das jetzt schon so ein Stück weit, dass es dann vor Ort doch wieder anders zur Sache ging, muss man ja im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Ansonsten fällt es mir halt ganz schwer, von außen mir ein Bild darüber zu machen oder beziehungsweise auch eine Meinung zu bilden, was jetzt letzten Endes da wirklich vor Ort vorgefallen ist. Ja, Sebastian, weiß nicht, ob du da noch irgendwie Eindrücke schildern kannst oder eine Meinung zu hast. Ja, eine Meinung habe ich, aber die habe ich, glaube ich, auch hier schon zum ja, Besten stimmt. gegeben. Und das reicht halt auch. Ich wollte noch kurz erwähnen, der Martin hat in seinen Statements hin und wieder die BFE erwähnt. Und da wollte ich nur noch kurz anfügen. Also wer es nicht weiß, ist die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Polizei, die vor allen Dingen bei Demos oder bei Fanmärschen oder sonstigen Großveranstaltungen dann im Einsatz ist. Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt weitergehen wird, was da noch so im Nachhinein ja alles aufgeklärt wird und zutage kommt. Interessant wird es auf jeden Fall bleiben. Und ich würde vorschlagen, wir schauen jetzt so ein Stück weit auf das Spiel, was dann wirklich sportlich auf dem Platz so zuging. Das war ja auch aus Stuttgarter Sicht ganz erfreulich, muss man sagen. ich glaube, die große Überraschung für alle und auch positive Überraschung war, dass Waturu Endo endlich in die Startelf rutschen konnte oder von weiter in die Startelf beordert wurde. Ich denke mal, du warst ähnlich überrascht wie ich, als Endo plötzlich im Spielberichtsbogen auftauchte als ja vermeintlich Sechser. Ja, ich war total überrascht und hatte mich echt gefragt, ob es vielleicht so eine Art Verzweiflungsmove ist von Tim Walter, so wie damals Hannes Wolf Brün Larsen als Rechtsverteidiger brachte gegen Schalke, bevor er gefeuert wurde oder gegangen ist. Und das kam für mich komplett überraschend, warum ihn auf einmal bringt und dann sah man dann auch mit Anpfiff eigentlich, dass er alleine auf der 6 spielt und er hatte vorher, glaube ich, mal 10 Minuten gespielt und sonst irgendwie komplett ignoriert worden. Und das war ja schon irgendwie so ein relativ seltsamer Move, den ich mir zumindest nicht so wirklich erklären konnte. Dazu noch Gomez in die Startelf. Also ja, da hatte ich vor dem Anpfiff dann doch so ein bisschen Zweifel, ob das rational begründet ist, diese zwei Wechsel in der Startelf oder doch so ein bisschen, vielleicht nicht Verzweiflung, aber ja, einfach Wechsel um des Wechselns willen, um mal was komplett anderes zu machen. Also aber im Nachhinein hast du natürlich recht, nach 90 Minuten haben wir dann alle gesagt, warum erst jetzt? Ja, das ist natürlich schwer zu beantworten. Also ich habe mir die Frage auch gestellt. Ja, also es sah ja schon in den 10 Minuten gegen Dresden ganz ordentlich aus. Aber ich glaube, es waren sogar nur 5 Minuten. Da hat man ja schon gemerkt, dass das ein Spieler ist, der kicken kann, der irgendwie ein Gefühl dafür hat, dass also den Ball ordentlich zu verarbeiten und dann auch ja zielgerichtet nach vorne zu spielen. Der sah ja schon in den wenigen Minuten ganz gut aus. Aber ja, dass er so gut den Part des Sechsers ausführen kann, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Aber im Großen und Ganzen wollte ich noch sagen, dass ich es interessant fand, dass Walter ja seine Mannschaft dann doch sehr gut auf den Gegner eingestellt hat. Und wir haben es ja schon ein paar Mal thematisiert. Tim Walter predigt ja immer wieder, dass er sich eben nicht auf den Gegner einstellt, sondern sein Ding runterspielt. Aber ich fand, man konnte schon erkennen, dass er versucht hat, mit seiner Taktik die Schwächen des KSC ein Stück weit auszunutzen. Also das fing ja schon damit an, du hast es gesagt, Gomez steht vorne als großer Stürmer
im Zentrum und dann hast du mit Gonzalez und auf der anderen Seite Förster zwei Spieler, die sowohl in die Mitte ziehen können, aber auch dann vielleicht mal die eine oder andere Flanke reinschlagen können. Und das konnte man dann auch gleich, ja, fand ich in der ersten Halbzeit ein paar Mal sehen, dass man schon versucht hat, über die Außen zu kommen. Natürlich war das Spiel immer noch sehr zentrumslastig, aber im Vergleich zu ja Partien in den Vorwochen fand ich, dass man die Außen deutlich besser bespielt hat. Es gab insgesamt 24 Flankenversuche, davon kamen 10 an. Das ist für VfB-Verhältnisse kein schlechter Wert, muss man sagen. Ja. Ansonsten fand ich, hast du halt auch gemerkt, dass es weniger Pässe gab, die aber, ich sag mal, ein bisschen vertikaler gespielt worden, dementsprechend mit mehr Risiko. Ja, also man hat das Gefühl gehabt, dass man zwar versucht hat, kompakter zu stehen, also man hat jetzt nicht durch die Rochaden versucht, dann irgendwie Verwirrung zu stiften oder so, sondern es sah schon wieder aus wie Fußball, den man direkt erkennt. Also es war jetzt kein komplett revolutionäres Spielsystem, was Walter da gegen den Karlsruher SC aufgeboten hat. Aber man hat halt einfach gemerkt, dass man versucht hat, aus einer gewissen Kompaktheit heraus dann mit überlegten Pässen, eben auch vertikal gespielt, ja, für Torgefahr zu sorgen. Das gelang in der ersten Halbzeit nicht immer. Ja, der VfB war zwar die tonangebende Mannschaft, aber es fehlten irgendwie so die klaren Torchancen. Also, na, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, ob dir das zu wenig war für ein Derby, also ob da hätte ein bisschen mehr rausspringen müssen oder ob das eigentlich die richtigen Rückschlüsse waren aus, ja, gerade den Spielen gegen Osnabrück, gegen Wien, Wiesbaden und auch gegen Kiel. Jetzt in der Retrospektive kann man sagen, das war natürlich genau richtig, in der ersten Halbzeit erstmal sehr bedacht zu Werke zu gehen, viel Ballkontrolle, viele Pässe zu spielen und den KSC eigentlich zu gar keinen Chancen kommen zu lassen. Ich fand jetzt auch die Chancen, die für den VfB angeführt werden, das war ja, glaube ich, einmal so ein Seitrück-Irgendwas-Zieher von Askasiba, der... Das ist eigentlich keine richtige Chance und das von Mangala ist auch keine richtige Chance. Also Karlsruhe hatte definitiv überhaupt gar keine, nicht mal ansatzweise eine Chance. Das war schon sehr, sehr kontrolliert gespielt in der ersten Halbzeit. Man hatte relativ viele Ecken sich erarbeitet. Das war okay, hat den KSC zu einer oder keiner Ecke kommen lassen in der ersten Halbzeit, was auch wichtig war, weil da haben die Karlsruher ihre Stärken, also diese Standardstärke hat man natürlich versucht dadurch einzudämmen, dass man gar keine Standards erst zulässt, was gut war, aber ich habe dann schon einen deutlichen Fortschritt gesehen von der ersten zur zweiten Halbzeit, weil dann die Bälle dann, wenn nicht vertikal, zumindest mal diagonal gespielt wurden, dann auch tatsächlich oft durch Endo wiederum und das hat dann echt so ein bisschen Freiräume geschaffen, die dann auch oft genutzt wurden. Also statt mit 10 Pässen irgendwie vom rechten auf den linken Flügel zu kommen, hat man es dann mit einem Pass geschafft und das hat dann enorm geholfen. Klar, wirkt es dann wieder ein bisschen Risiko, dass der Ball verloren geht, aber das hat sich dann ja in der zweiten Halbzeit durchaus bezahlt gemacht, dieses Risiko einzugehen. Also da fand ich, gab es nochmal einen deutlichen Fortschritt von der ersten zur zweiten Halbzeit. Was ich besonders gut fand, dass die Halbräume diesmal besser bespielt wurden. Das fiel mir gerade im Spiel gegen Osnabrück auf, dass man uns da relativ schnell oder leicht den Schneid abgekauft hat. Also die Osnabrücker haben die Halbräume gut besetzt, ja, haben da immer eine Überzahl geschaffen und wir haben es halt nie geschafft, in den Gefahrenbereich zu kommen. Und das hat diesmal besser funktioniert, weil man auch ein Stück weit Askasiba und Mangala entlasten konnte, weil die ja sonst so eine Art, ja, ich möchte mal sagen, eierlegende Wollmilchsau geben mussten, sprich Gefahr über außen erzeugen, die Halbräume besetzen und am besten dann natürlich auch noch den Rückraum. Gleichzeitig sollten sie das Zentrum mit verdichten, wenn dann doch mal der Gegner im Ballbesitz kommt. Und diesmal hast du halt einfach das Gefühl gehabt, dadurch, dass dann noch Förster und Gonzalez vorne mit rumgeturnt sind, konnten sich dann halt Askasiba und Mangala besser da einbringen, wo sie gebraucht wurden. Also eben dann Halbräume, Rückräume und so. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich weiß natürlich auch, dass man sich darauf dann wieder als Gegner ganz gut einstellen kann und auch wieder Möglichkeiten findet, den VfB so ein Stück weit ein Bein zu stellen, um dann nochmal hier dieses Ding auszupacken, das uns ja wahrscheinlich die komplette Saison begleiten wird mit dem Beinstellen. Ja, aber im Großen und Ganzen fand ich das eigentlich eine gute Taktik gegen die ja, Schwäche, die der KSC einfach auf den Flügeln hat. Und mit Gomez, ja, da können wir vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen. Der wurde ja auch von vielen kritisiert, auch zu Recht. Ja, das war jetzt nicht besonders ruhmhaft, was er da vorne so gezeigt hat. Aber ich glaube, also ich vermute, dass Tim Walter ihn nicht nur da vorne hingestellt hat, um Tore zu erzielen, sondern dass er halt auch dann einfach die großen Verteidiger beschäftigt. Also das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass du den da vorne reinstellst, weil du weißt, einen der beiden großen
hast du dann immer schon mal ja auf Gomez sozusagen gezogen. Also der wird sich dann enger um den kümmern, als wenn davon ein kleinerer Stürmer drin steht. Und dann muss er halt darauf hoffen, dass dann wiederum aus dem Rückraum eben ein Askasiba, Mangala oder von mir aus dann auch ein Gonzalez oder ein Förster zu Torchancen kommt. Also könnte ich mir vorstellen. Ich war nicht bei der Teambesprechung dabei, deswegen ist es natürlich jetzt einfach nur eine Mutmaßung. Aber man müsste jetzt hier genau wissen, was Tim Walter von Mario Gomez gefordert hat. Ja? Er wird natürlich nicht gefordert haben, Mario, wenn du einen Ball annehmen kannst, dann schau bitte, dass du den irgendwie 3 Meter abspringen lässt von dir oder so und möglichst kaum irgendwie einen Schuss aufs Tor bringst. Das wird er nicht gefordert haben. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass Mario Gomez seine Rolle in diesem System nicht nur war, schieß möglichst ein Tor, sondern wie gesagt auch die Innenverteidiger zu binden. Sehe ich das falsch oder? Nee, ich sehe es genauso. Also einmal Innenverteidiger binden, aber ich glaube auch in dem Fall wirklich Erfahrung mit ins Spiel zu bringen. Ja. Und dann irgendwelchen einem wie ein Gonzales sagen zu können, du, ich habe schon Derby gespielt, da hast du noch F-Jugend in Argentinien gekickt oder so halt. Ne? Also das, ich glaube, das hilft halt schon, dann auch Spieler wie Bartstuber oder Gomez halt einfach drin zu haben, die ja solche Spiele schon zigmal erlebt haben und dann auch die gewisse das gewisse Mindset zu haben und die Cleverness, um in irgendwelchen hitzigen Situationen, die es dann ja eigentlich gar nicht gab, adäquat zu reagieren. Und ich glaube, auch deswegen ist er reingekommen. Wie alt ist man als F-Jugendlicher? In der F-Jugend? 7 bis 8. Ah, okay, 7. Weil ich habe gestern erst gelernt, dass es in keinem Land der Erde mehr 12-Jährige gibt, die in Vereinen Fußball spielen als in Deutschland. Fand ich interessant. Okay. Also wir haben die meisten 12-Jährige, die im Verein Fußball spielen, was übrigens nicht so gut sein soll. Ja, ich habe auch noch gelernt, dass man... Was jetzt, im Verein zu spielen oder 12 Jahre alt zu sein oder Fußball? Ja, pass auf, ich kann ja kurz darauf hinweisen, es gibt den Schlüsselspieler-Podcast, der sich immer so ein bisschen mit Jugendfußball auseinandersetzt. Das finde ich immer sehr interessant. Und da war es auch mal interessant zu hören, wie zum Beispiel in Belgien die Kinder an den Fußball rangeführt werden. Da gibt es nämlich meistens nur 2 gegen 2 Duelle dann praktisch und 3 gegen 3 Spielchen, weil man der Meinung ist, dass man praktisch dadurch mehr Erfolgserlebnisse produzieren kann für die Jungs und gleichzeitig natürlich auch eine gewisse Handlungsschnelligkeit erzeugt, weil es gibt dann einfach nicht so viele Möglichkeiten, andere Spieler anzuspielen. Und in Deutschland sind alle Spieler hervorragend technisch ausgebildet, aber es fehlt so ein bisschen an kreativen Lösungen, die sie auf dem Platz dann in gewissen Spielsituationen finden müssen. Also es ist eine sehr interessante Podcast-Folge, Schlüsselspieler-Podcast. Das ist doch was auch Mehmet Scholl sagt, oder? Ja. Oder mal gesagt hat. Ja. Naja, das hat, denke ich mal, jeder schon mal gesagt, weil alle irgendwie nach einer Antwort suchen, warum es in der Nationalmannschaft nicht mehr so läuft, wie man das gewohnt war oder so. Aber da ist ja meine Theorie, dass es irgendwie immer so in Wellenbewegungen funktioniert. Also das ist halt immer mal, dass es dann ein paar Jahrgänge gibt, da sieht es nicht ganz so erfolgreich aus und dann ändert man wieder ein bisschen was und bringt was Neues mit rein und dann funktioniert es halt wieder besser. Ja, also ich glaube, gerade aktuell ist halt so das Dilemma, dass es halt sportlich nicht ganz so gut läuft und dann halt auch das Interesse halt gerade rapide sinkt, ne? Also aufgrund von falschen Entscheidungen vom DFB, aber natürlich auch dann Entscheidungen, die der DFB nur wenig beeinflussen kann, wie eine WM in Katar an Weihnachten oder so, wo alle Leute sagen, was wollt ihr, ne? Naja, natürlich gut, der DFB könnte sagen, wir schicken unsere Leute da nicht hin. Zum Beispiel, aber das werden sie ja nie machen, ne? Aber also warum nicht? Genauso wie ein zukünftiger VfB-Präsident nie sagen wird, wir schicken unsere Spieler nicht zur Nationalmannschaft, wenn die dann in Katar spielt. Ja. Aber klar, man könnte es, aber es macht halt niemand, aber das ist natürlich so das große Dilemma für die Nationalmannschaft, dass da alles irgendwie so ein bisschen gerade zusammenspielt. Auch wenn wir jetzt abschweifen, aber beim VfB-Präsidenten ist ja egal, ist ein Podcast. Also da habe ich mal gelernt, man kann über alles reden, es braucht zwar ein bisschen Struktur, aber nicht zu viel. Also von daher, ich verstehe, dass ein VfB-Präsident sich da nicht einmischt, darf er ja auch gar nicht, weil der Verband halt einfach ein Anrecht sozusagen hat auf die Spieler. Ja gut, es gibt halt Abstellungspflicht. Ne? Abstellungspflicht, also weder Thomas Hitzlsperger noch ein zukünftiger VfB-Präsident darf sagen, wir schicken unseren Nationalspieler, haben wir gerade einen, der irgendwie... Ja, momentan, also Nationalspieler, du meinst bei der deutschen Nationalmannschaft? Ja, bei der deutschen Nationalmannschaft. Da muss ich lachen. Nee. Also wir schicken den zukünftigen Nationalspieler Marc-Oliver Kempf nicht zur WM, weil sie in Katar stattfindet. Das geht halt auch nicht so einfach, ne? Weil es herrscht halt Abstellungspflicht. Ja, aber da würde ich mir halt schon vom DFB wünschen, auch wenn es eine harte Entscheidung ist, weil natürlich eine WM nur alle 4 Jahre stattfindet, ähnlich wie bei Olympischen Spielen, aber trotzdem, ich meine, hier geht es halt um mehr. Also ich verstehe
verstehe, wie gesagt, dass es für die Sportler eine absolute Katastrophe ist. Aber ja, wenn man immer davon, also wenn man immer gewisse Maxime so nach außen versucht zu verkörpern und ja auch so eine gewisse Gutmenschenart an den Tag legen möchte und dann in so einem Moment dann einfach ja kuscht und sagt, nee, wir gehen nach Katar und es wird schon irgendwie, jo, also besonders glaubwürdig erscheint man da in meinen Augen nicht. Also nee, klar, du kannst da nicht immer so diesen Begriff der Werte halt vor dir hertragen, dass die so wichtig sind und dann halt irgendwie die komplett ignorieren, wenn es um sowas geht halt. Also entweder oder. Aber ich glaube, das ist halt wirklich so ein bisschen das Dilemma, dass viele Leute auch den DFB und die Nationalmannschaft einfach nicht mehr glaubwürdig finden. Gut, kommen wir wieder zurück zum KSC und zum VfB Stuttgart. Ganz weit weg von Katar, Karlsruhe. Genau, ganz weit weg von Katar und von jeglichen Nationalmannschaften. ich wollte nämlich auf noch etwas Positives zu sprechen kommen, was mir auch aufgefallen ist, was der VfB sehr, sehr gut gemacht hat. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass der KSC sehr gefährlich nach Flanken, nach Eckbällen und nach Distanzschüssen und Standards ist. Das sind so die gängigsten Methoden, um Tore zu erzielen beim KSC. Und der VfB in Persona von Gonzalo Castro hat wirklich hervorragend Flanken verhindert. Der KSC hat 20 Flanken versucht, aber nur 3 waren erfolgreich. Gonzalo Castro ist da, wie gesagt, zu nennen, der wirklich eine gute Leistung wieder gezeigt hat. 86% gewonnene Zweikämpfe, insgesamt knapp 100 Ballaktionen, 2 richtig wichtige Tackles hat er gesetzt und wie gesagt, einige Flanken geblockt. Das war für mich ja ganz, ganz entscheidend, dass da eben der große Hofmann nicht so oft in Szene gesetzt werden konnte. Und ja, was auch echt groß, ne? Also ja, das ist so vor allem eine richtige Kante. Das ist eine richtige Der sah ja wirklich so aus wie 2,10 Meter oder so, ne? Wenn du über den Platz laufen siehst, hey, meine Güte, das ist echt eine Kante. Auch wenn es ein KSC-Spieler ist, sage ich dir, so wie es ist, ich hätte den, glaube ich, gerne in der Mannschaft. Also das ist echt, das ist eigentlich schon ein geiler Stürmertyp, den du da vorne drin hast, der halt auch einfach knipst. Also für die zweite Liga ist das, glaube ich, so eine Art Al-Ghadoui vielleicht mit leichtem Upgrade oder so. Ja. Also einen besseren Kopfballspiel. Ich glaube auch Gregor Kobel hatte einige Begegnungen mit ihm halt. Ja. Also er hat auch viele Flanken abgefangen. Ich glaube, 1, 2 nicht jetzt so super sicher, aber er war immer da, ne? Und hat auch teilweise einstecken müssen in Duellen halt, aber das war auch nicht ganz unwichtig, dass er da so präsent war. Und das Zweite, was ich jetzt noch zu sprechen kommen wollte, war das Thema Distanzschüsse. Habe ich ja gerade schon ein bisschen angerissen. Und da gab es in 90 Minuten, lieber Sebastian, nur einen einzigen Distanzschuss. Okay, also ich kann mich an keinen erinnern, der irgendwie gefährlich gewesen wäre. Ja, das ist schon stark und das hat viel mit Endo zu tun, den wir nochmal hier hervorheben müssen, einfach weil er für mich der Spieler des Spiels war, der extrem viele klärende Aktionen hatte, 6 gewonnene Tackles und Kempf und Bartschuber muss man vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen, die haben insgesamt 5 Schussversuche aus der Distanz geblockt, also auch das ist ein wichtiger und guter Wert gewesen, um eben den KSC nicht so richtig da in Fahrt kommen zu lassen, weil wie gesagt, diese Distanzschüsse werden gerne genutzt, um dann zum Beispiel Ecken zu provozieren oder halt ja grundsätzlich Gefahr zu erzeugen, weil sie haben halt mit Vanicek jemanden, der weiß, wie man einfach aus der Distanz dann auch mal das Tor trifft. Und also das war halt einfach dann gut verteidigt, muss man halt auch mal sagen. Wir haben die Abwehr oft kritisiert, aber gegen den KSC haben sie viel, viel richtig gemacht, auch wenn es diesen schlampigen Pass von Kempf zu Beginn der zweiten Halbzeit gab, der natürlich, der darf nicht passieren, Punkt, damit ist die Diskussion eigentlich schon beendet. Das ist halt so eine Unkonzentriertheit, die der VfB irgendwie immer drin zu haben scheint, kotzt mich wahnsinnig an. Wir können von Glück sagen, dass der KSC diese Chance nicht nutzen konnte. Und die rote Karte besprechen wir nachher nochmal ganz kurz, wenn es um Marc-Oliver Kempf geht. Aber ich möchte Endo nochmal ganz kurz hier in den Mittelpunkt drücken. 23 klärende Aktionen hat der junge Mann. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. 23 klärende Aktionen hatte die ganze Mannschaft. Aber viele davon, darauf wollte ich zu sprechen kommen, hatte Endo im Mittelfeld. Warum habe ich das mit aufgegriffen? Folgendes. Normalerweise ist der Wert der klärenden Aktionen eigentlich ein Indiz dafür, dass, sag ich mal, bis ins eigene oder ins Abwehrdrittel nicht allzu viel gut lief. Also man muss dann halt im eigenen Drittel versuchen, Chancen zu verhindern und eben Aktionen zu klären. Und das deutet zwar darauf hin, wenn man viele klärende Aktionen hat, dass man das ganz gut verteidigt, aber man kommt halt immer auch wieder in die Situation, verteidigen zu müssen. Das heißt, eigentlich spielen sich diese klärenden Aktionen meistens im eigenen Drittel ab. Hier war es jetzt aber der Fall, dass viel im Mittelfeld abgeräumt wurde. Und das ist für mich eine Qualität, ja. Also wenn die klärenden Aktionen eben nicht im Gefahrenbereich stattfinden, sondern schon weit davor. Und da war es halt eben Batoru Endo, der durch
17 gewonnene Kopfballduelle auf sich aufmerksam machen konnte und eben durch viele, viele klärende Aktionen allgemein. Und das ringt mir eine Menge Respekt ab, wenn ein 1,78 Mann einfach nur durch unglaubliches Timing wirklich jeden noch so großen KSC-Stürmer, Mittelfeldspieler da einfach in Kopfballduellen bezwingt. Also das, ich kann das gar nicht hoch genug bewerten. Das ist für mich einfach eine großartige Leistung gewesen. Missentat sagt dazu, Sebastian, eine außergewöhnliche Leistung. Ich glaube, du kannst auf der 6 nicht viel besser spielen. Machst du da einen Haken dahinter? Ja, total. Nee, vor allen Dingen, weil er ist ja jetzt doch schon eine Zeit lang da, hat 10 Minuten gespielt, wenn überhaupt, gegen Dresden. Und jetzt ist es halt ja für viele Fans vielleicht das wichtigste Heimspiel der Saison. Und Tim Walter schmeißt ihn rein und er spielt halt alleine auf der 6 einfach. Ne? Also das ist ja schon mal eine ganz große Verantwortung, die ihm da aufgedrückt wird. Und dann spielt er so überragend. Wie gesagt, er ist 1,78 Meter. Er hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob er in der ersten Halbzeit überhaupt ein Kopfballduell verloren hat, wenn dann vielleicht irgendwie in der 39. Minute. Aber er hat halt vorher irgendwie alles da abgeräumt. Zum einen, weil er halt dann tatsächlich eine sehr gute und große Sprungkraft hat und wirklich sehr hoch kommt. Zum anderen dann aber auch, weil er ein super Timing hat und genau wusste, wann gehe ich ins Kopfballduell und wann gehe ich nicht rein, sondern gehe einfach noch mal einen halben Schritt zurück und nehme den Ball einfach mit der Brust an und spiele ihn dann weiter. Also das, diese Abgeklärtheit, die war großartig. Also ich habe dann in meiner Euphorie auch nach dem Spiel noch im Gespräch gesagt, es war der japanische Soldo, weil er hat die Bälle irgendwie geholt und er hat dann ja auch keine Wahnsinnsaktionen danach gemacht, sondern halt immer ein paar Meter quer gespielt zum Nebenmann, aber er hat die Bälle halt echt an Mann gebracht, also gewonnen und weitergeleitet. Es war halt vor allem zum ersten Mal so ein Ruhepol im Mittelfeld. Du wusstest, wenn er den Ball hat, dann musst du dir keine Sorgen machen. Und gleichzeitig war dir auch klar, wenn jetzt versucht wird, irgendwie das Mittelfeld schnell zu überbrücken, hast du Endo, der das spürt, der richtig steht, der gut anläuft, ein gutes Timing hat. Also du fühltest dich einfach etwas sicherer. Und ich wünsche mir jetzt einfach, dass das jetzt nicht irgendwie nur ein Zufall war. Genau, kein Ausreißer nach oben, genau, hab ich auch gedacht, ja. Sondern dass Endo das irgendwie aufrechterhalten kann, diese Leistung. Weil dann, müssen wir ganz ehrlich sagen, wird es für Karasor enorm schwer, nochmal in diese Mannschaft zurückzukommen. Weil das war halt einfach genau das, was man von Karasor die ganze Zeit gefordert hat. Ja. Und sogar noch ein bisschen mehr, muss man ehrlicherweise gestehen. Nach vorne hin war es natürlich jetzt nicht besonders prall, aber dafür hatte man ja dann mit Förster, González, Ascasibar, Mangala genügend Leute im Mittelfeld, die eben die offensiven Parts einnehmen sollten. Also von daher bin ich da ganz zufrieden, dass er sich halt auf die defensive Aufgabe konzentriert hat und die hervorragend ausgeführt hat. Also das. Ja, aber klar, wenn du als einzige 6 spielst, dann ja, bist du auch nicht der irgendwie für Abschlüsse sorgen soll. Ne? Und er hatte wirklich diese konzentrierte Ruhe reingebracht, während man bei Karasor irgendwie immer so ein bisschen so eine phlegmatische Ruhe irgendwie gespürt hat. Aber ich meine, wenn man sich jetzt mal die Fakten anguckt, Endo ist, ich glaube, 22-facher japanischer Nationalspieler und Karasor ist halt jemand, der von Kiel kommt. Ne? Also nichts gegen ihn, aber ja, die also, Aufgabe ist groß hier für ihn. Ja, genau, die Aufgabe ist groß und das kann dann vielleicht jemand, der international schon gespielt hat, dann vielleicht auch ein bisschen besser lösen, als jemand, der halt wirklich dann von einem Verein kommt, der dann bei, nichts gegen Kiel, aber dann vielleicht dort noch eine Stufe unterm VfB dann irgendwie noch rangiert. Und bei Karasor muss man auch sagen, er wurde ja auch so ein bisschen dafür verantwortlich gemacht, dass der VfB ja eben so viel quer spielt und nicht nach vorne. Also es ging ja nicht damit los, dass er ständig Fehler gemacht hat, sondern dass ihm immer so unterstellt wurde, ja, der spielt keinen Risikopass, sondern spielt immer nur hinten rum und so. Also der Unmut ging ja eigentlich erst damit los und ich glaube, dann stellte sich bei ihm auch so eine gewisse Unsicherheit ein und dann entstanden halt immer mehr Fehler. Und zum Schluss war es halt einfach so, dass du wirklich gemerkt hast, dass er enorm verunsichert ist. Und wir haben, glaube ich, schon mal vor 2 Wochen oder so darüber gesprochen, da ist halt dann irgendwann die Frage, ist es jetzt gut, das durchzuziehen, ja, und dass man darauf hofft, dass irgendwann mal ja der Groschen fällt und er dann das abrufen kann, was man eigentlich von ihm gewohnt ist, oder braucht er halt einfach mal die Pause, ja, und muss sich dann rankämpfen. Und für mich war das Spiel in Osnabrück so sozusagen, ja, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber sein Sargnagel, weil ich da gemerkt habe, okay, er spielt jetzt mit Ascasibar und Mangala an seiner Seite, hat die Absicherung, ist nicht der Spieler, der alles lösen muss, sondern er hat eben, wie gesagt, dann die Backups neben sich und trotzdem passieren ihm ständig die Fehler. Seine Qualitäten hat er weiterhin, ja, und ich bin mir auch sicher, dass da noch was kommen wird von ihm, aber momentan, muss man ganz ehrlich sagen, ist weiter einfach zum Handeln, ja, verdammt, er musste jetzt irgendwas überlegen und das Endo das so gut kann, ich glaube, da ist Walter auch ganz zufrieden mit, dass es genauso gekommen ist, weil ansonsten wäre es schwer. Sein. Ja.
Was man auch noch kurz ansprechen muss, finde ich, ist die Art und Weise, wie in die Zweikämpfe gegangen wurde. Ich weiß nicht, ob nur mir das so vorkam. Ich muss auch noch dazu sagen, es ist das erste Spiel in der Saison, dass ich zwischen Spieltag und Podcast-Aufnahme nicht noch ein zweites Mal sehen konnte. Also ich habe jetzt nur die Eindrücke aus dem Stadion und ich habe mir, ja, sorry. Das ist echt ein Skandal. Ich habe es versucht, aber es war einfach enorm stressig die letzten Tage. Aber gut, es steht ja auch noch eine gewisse Viererkette an, also das ist, spannt uns auch, da war noch was, ja. Ja, so ein bisschen ein. Gut, sei es drum. Aber da ist mir halt aufgefallen, dass da echt eine gute Härte in diesen 1-zu-1-Duellen war. Also du hast zum ersten Mal wieder das Gefühl gehabt, nach einigen Spielen, dass man jetzt hier unbedingt zeigen will, das ist unser Stadion, hier bleiben die drei Punkte. Und an mir, sage ich jetzt mal ganz plakativ, oder vielleicht ist das sogar schon, ja, wie sagt man so schön, eine Floskel, an mir kommst du heute nicht vorbei. So, also dieses Auftreten in 1-zu-1-Duellen, das fand ich schon außergewöhnlich im Vergleich zu dem Spiel zum Beispiel in Osnabrück. Ist dir das auch aufgefallen oder habe ich da was Falsches wahrgenommen? Ja, also klar, du hast da die gelbe Karte für Gonzales, der da direkt vor der Kieler Bank, Entschuldigung, vor der Karlsruher Bank, zu viel über Karasor geredet, vor der Karlsruher Bank da mal ein Zeichen setzt. Aber nee, aber die Zweikampfhärte war robust und gut, fand ich auch. Ich hatte mich nach dem Spiel ein bisschen drüber beschwert. Ich greife mal kurz vor, rote Karte Kempf, mhm, und dann wird Kempf ja von zwei Karlsruhern doch relativ heftig bearbeitet, ne? Die ihn so ein bisschen rumschubsen und so weiter. Mhm. Da muss ja, glaube ich, der Schiedsrichter sogar ein bisschen einschreiten. Da habe ich dann gesagt, ey, wenn das passiert, dann müssen doch eigentlich gleich 5 VfB-Spieler da stehen und den Kempf irgendwie schützen. Und du hast, glaube ich, das GIF gepostet, ne, Holger Badstuber, der dreht sich ab und schüttelt den Kopf und denkt irgendwie, ich liebe den Spieler. So eine komplette Spieler. Scheiße bauen. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, aber ich habe mir jetzt die Szene noch mal ein bisschen angeguckt. Natürlich ist Askar Sliba da und auch 2, 3 weitere, die dann Partei für ihren Captain ergreifen. Aber da dachte ich, also eigentlich muss das eine handfeste Rudelbildung geben, wenn Kempf dann zu Recht rot sieht, aber dann 2 KSC-Spieler da sind und ihn so ein bisschen da durch die Arena schubsen, dann muss es eigentlich eine Rudelbildung geben, die gab es nicht. Das war mir so ein bisschen unangenehm aufgefallen, aber ich relativiere das, weil, ja, so, ne? Ich habe es nochmal gesehen und es sind schon ein paar VfB-Spieler, die ihm dann zur Hilfe springen, ja, und grundsätzlich, nee, also die Robustheit, die war schon da, die man braucht für so ein Spiel. Wir sprechen gleich noch über das Foul von Kempf beziehungsweise die Folgen, aber eins fand ich auch noch interessant und zwar Thema Chancenverwertung. Das war der große Kritikpunkt der letzten Wochen und diesmal war es so, dass der VfB 4-mal aufs Tor geschossen hat, 3-mal zappelte der Ball im Netz. Das ist auf jeden Fall mal ein Improvement im Vergleich zu den letzten Wochen. Oh ja. Ja, also ist halt jetzt die Frage, also man muss sagen, ich glaube, so insgesamt war das Spiel etwas biederer als die letzten Wochen, aber dafür erfolgreich. Jetzt ist die Frage, was möchte man? Wir haben ja auch auf der Mailbox, die wir dann nachher abspielen werden, ein paar Mal gehört, dass die Leute sagen, das war zu wenig, das war jetzt gegen Karlsruhe der dritte Aufsteiger, gegen den wir uns schwer getan haben. Und wenn die da in der, ich glaube, 48. Minute ja, das 1-0 machen, dann läuft das Spiel wahrscheinlich eher in Richtung Karlsruhe und wir gehen hier als Verlierer vom Platz. Das ist natürlich alles, ja, hätte, wäre, wenn und aber, da brauchen wir jetzt gar nicht lang drüber diskutieren, man weiß natürlich nicht, wie es dann gelaufen wäre, aber trotzdem, fandst du es dann so insgesamt, weil wir haben ja jetzt dann doch schon viel gelobt, ich will nicht sagen enttäuschend, aber hättest du dir noch mehr erhofft oder, ja, wie, wo siehst du den VfB aktuell, also wie schätzt du das jetzt ein, wie stark sind wir aktuell? Also ich fand die erste Halbzeit ein bisschen enttäuschend, weil einfach, ach, für meinen Geschmack zu wenig Bewegung drin war, ne? Das war irgendwie ja, relativ häufig so Schema F, also Philipp Förster kriegt den Ball, läuft damit nach vorne, weiß nicht, was er mit dem Ball machen soll, und wenn man dann sagt, irgendwie für einen Walterball, da müssen halt alle mitarbeiten und es wird ständig rochiert, das gab's halt nicht, also das war mir echt dann zu wenig. Zweite Halbzeit fand ich gut, fand ich besser, vor allen Dingen, weil dann die Angriffe mal wirklich sauber und konsequent zu Ende gespielt wurden. Da gehört das 1-0 gar nicht dazu, weil das war nach einer Ecke und Förster schießt dann erst Kempf an den Kopf und dann irgendwie noch abgefälscht rein. Das war halt so ein richtiges Kacktor. Aber gerade in das 2-0 und das 3-0, das war halt gut rausgespielt und vor dem 3-0 gab es dann noch die Chance von Al-Ghadoui, die, glaube ich, abseits ist, aber den er eigentlich auch reinmachen muss und das Tor nicht trifft. Da wurde es dann zu Ende gespielt und das hat mir so ein bisschen Hoffnung gemacht. Und auch defensiv, weil da der VfB echt
nichts zugelassen hat. Und die einzige Riesenchance ist halt wirklich nach einem klaren individuellen Fehler. Aber natürlich müssen wir uns nichts vormachen, wenn dann der KSC-Stürmer Stiefler nicht den Innenpfosten trifft, sondern reintrifft, dann geht das Spiel vermutlich irgendwie 1-0 für den KSC aus. Ne? Wobei wir das auch die letzten Wochen immer andersrum hätten sagen können. Also wenn, dann und ja, so. Ja, genau, also wenn, dann. Ja, aber es war genau dieses Ding, wo wir jetzt einfach mal Glück gehabt haben, was uns vielleicht auch mal zusteht. Insofern glaube ich schon, dass das gut ist und diesen einen individuellen Fehler, den wir immer machen, den müssen wir halt abstellen. Also ich bin natürlich zufrieden mit dem Ergebnis. Was ich ein bisschen anprangere, ist wirklich ja die fehlenden herausgespielten Chancen. Also im Endeffekt hast du wirklich nur dieses 2-0 gehabt, das wirklich richtig gut herausgespielt wurde. Das war toll gemacht. Ich glaube, Castro hat den Ball gespielt auf Mangala. So rum war es. Das war sehr, sehr gut gemacht. Und natürlich dann auch das 3-0, das aus einer Situation heraus passiert, als der KSC natürlich jetzt nicht mehr so nach hinten abgesichert hat, wie das vielleicht in der ersten Halbzeit der Fall war. Deswegen möchte ich das so ein bisschen ausklammern. Aber das 2-0 war schön herausgespielt. Also da fehlt mir immer noch so, ich möchte es anders sagen, wenn ich den VfB sehe, sehe ich zwar oder erkenne zwar, was sie ungefähr machen wollen, aber das funktioniert halt noch nicht so richtig. Und ich würde mich einfach mal freuen, wenn es mal ein Spiel gibt, wo die Dinge funktionieren. Das bedeutet nicht, dass wir dann den Gegner 6-0 abschießen, aber dass du dann Spielzüge siehst, die dann halt sich ein Stück weit gleichen. Ja, man sieht, was hat der VfB vor? Hier geht's konsequent schnell zum Tor und dann gibt's eben die Chance, den Abschluss und der geht dann entweder ins Tor, daneben, an den Pfosten, was auch immer. Das fehlt mir so ein Stück weit. Also man sieht viel Bemühen, ja, das erkennt man schon, aber so richtig klappt's halt noch nicht. Also viel Zufall dabei. Und das ärgert mich noch so ein bisschen, dass wir da noch nicht weiter sind. Nach jetzt mittlerweile, wann hat weiter angefangen? Mitte Juni muss es gewesen sein oder Anfang Juni. Ich weiß es gar nicht mehr. Also es sind jetzt einige Monate. Und ja, ich finde, dass wir da eben jetzt nicht viel weitergekommen sind, was die Spielweise angeht. Also, ja, Tim Walter hat ja auch bei der Pressekonferenz gesagt, man wäre viel weiter, auch wenn die Ergebnisse jetzt aktuell nicht passen. Ich verstehe natürlich, was er meint, ja, also, aber, ja, so richtig kann ich das auch nicht unterschreiben. Also ich bin ja schon ein Walter Fan, das gebe ich ja zu, aber diese Äußerungen, die er da manchmal so raushaut, die sind nicht so zuträglich. Also da würde ich mir wünschen, dass er da vielleicht auch so ein bisschen draus lernt und in Zukunft, ja, dann doch vielleicht sich das ein oder andere verkneift. Weil ich weiß, was er meint, wenn er sagt, wir treten Erwachsener auf und, ja, insgesamt läuft es auf dem Spielfeld besser. Ich sehe auch, dass der VfB sich zum Beispiel in Osnabrück wirklich extrem viele Chancen erspielt. Aber es ist halt kein Muster, das ich ausmachen kann, sondern es sind halt oft Zufallsproduktionen. Also die größten Chancen entstehen immer aus Zufall. Also ich erinnere mich da an diese Szene, als der Osnabrücker da irgendwie so ein Luftloch schlägt und der Ball vor González zum Liegen kommt und der den direkt dem Torwart irgendwie an die Schulter schießt oder so. Also es sind halt immer so Zufallsprodukte und nicht einer klaren Spielidee geschuldet letzten Endes. Das würde ich mir wünschen, dass man das jetzt vielleicht in den letzten Spielen häufiger sieht. Das ist Walter Ball, so wie man ihn ansatzweise gegen Hannover gesehen hat am ersten Spieltag. Und ja, das flutscht jetzt. Also das würde ich mir einfach wünschen für die nächsten 4 Spiele, die jetzt noch anstehen. Ja. Ja, das ist ja das grundsätzliche Problem, was man immer so ein bisschen hat, dass diese klare Entwicklung, die man immer zu sehen hofft, dass man die nicht sieht. Und man erinnert sich immer wieder an die ersten Saisonspiele und erinnert sich immer wieder, dass irgendwelche VfB-Spieler aus dem defensiven Mittelfeld auf einmal gefährlich im Strafraum auftauchten und nur den Ball nicht reinbekommen haben. Und da dachte man, oh, wenn das so weitergeht, dann machen wir unsere Buden. Ja, das ist halt so über die Hinrunde jetzt so ein bisschen verloren gegangen. Ne? Gegen Dresden ist wieder aufgeblitzt, dann in Osnabrück wieder nicht. Gegen Karlsruhe wieder vielleicht ein bisschen mehr. Ja, aber diese klare Entwicklung, die fehlt halt noch. Aber andererseits, müssen wir uns natürlich auch wieder selbst hinterfragen. Jetzt haben wir 3-0 gewonnen. Der klasse Saisonsieg. Mangala macht sein erstes Tor für den VfB überhaupt. Und wir beschweren uns halt. Ne? Deswegen mag ich mich eigentlich nach so einem Sieg damit mit Kritik dann doch zurückhalten und einfach gucken, wie es jetzt gegen Sandhausen, Nürnberg und Hannover jetzt noch weitergeht. So geht's mir auch. Und was ich halt auch toll finde, das möchte ich auch nochmal rausstellen, ist, dass Tim Walter
doch lernt. Also er ist halt eben, das ist halt nicht dogmatisch, sein System, sondern er lernt, er versucht Dinge umzustellen, dann doch anzupassen, ob das jetzt auf den Gegner ist oder von mir ist halt dann einfach seine Idee war, jetzt kompakter zu stehen, aber ich meine schon erkannt zu haben, dass er schon versucht, jetzt hier diese Schwächen über die Außen der Karlsruher dann eben für sich zu nutzen. Und das ist ja auch etwas, ja, das war für mich wichtig zu sehen, dass Walter halt einfach versucht, dann Dinge zu optimieren, umzustellen und mit der Mannschaft dann wirklich zu arbeiten. So, und deswegen würde ich auch weiterhin behaupten, dass er der richtige Trainer ist. Nicht nur aufgrund des Sieges, sondern wie gesagt, weil er auch mit der Mannschaft arbeitet, versucht Dinge umzustellen, zu lernen. Und man sieht ja immer wieder, wenn er dann so ein bisschen an ein paar Stellschrauben dreht, funktioniert es ja auch wieder. Also man hat es ja gesehen, 6:2 Klatsche in Hamburg oder 2:6 Klatsche, anschließend stellt er um, Tannenbaum und plötzlich gewinnen wir in Hamburg, gewinnen gegen Dresden. So, dann merkt man, okay, also mit einem Stürmer ist dann doch vielleicht ein bisschen ausrechenbar und man kommt nicht so richtig über die Flügel zum Zug und die Halbpositionen sind auch nicht so richtig gut besetzt, da müssen wir ein bisschen was machen, also stellt man jetzt um auf dieses System und plötzlich funktioniert das gegen Karlsruhe. Ob das jetzt gegen Sandhausen funktionieren wird, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass das die Bereitschaft dazu, Dinge umzustellen und dann auch der Erfolg, den man danach einfährt, schon wichtig ist, dass die Mannschaft dem Trainer weiter folgt und vertraut. Ja, weil das ist ja ganz wichtig. Wenn die Mannschaft nicht mehr daran glaubt, was der Trainer vorne sagt, ja, da kann da vorne Pep Guardiola stehen, dann wird es nicht funktionieren. Also deswegen bin ich schon optimistisch, dass Tim Walter die Mannschaft erreicht und auch verbessern wird in Zukunft. Also da bin ich, wie gesagt, optimistisch. Thema. Was halt braucht, sind sportliche Erfolge, ne? Weil sonst glaubt die Mannschaft ihm irgendwie nicht mehr, dass Arschbolzen oder Purzelbäume ganz am Platz irgendwie sinnvoll sind. Und ja, aber wenn man jetzt so ein 3:0-Sieg zu Hause gegen Karlsruhe, der verschafft dem sowohl bei der Mannschaft wie auch bei den Fans natürlich eine Menge Kredibilität und auch Luft und aber klar ist halt auch jetzt nächstes Spiel halt in Sandhausen, da musst du halt auch einfach gewinnen als VfB und dann kann man den Derby-Sieg dann veredeln. Thema Strafrat nochmal ganz kurz, da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass nicht jeder Spieler Luftsprünge macht, wenn das Strafrat wieder zu rausgeholt wird. Aber das finde ich auch gar nicht so wichtig. Man muss nicht alles cool finden, was der Trainer vorgibt. Wichtig ist, dass man es mitmacht und weiter durchzieht und einfach dann nicht versucht, praktisch so eine Null-Bock-Einstellung an den Tag zu legen. Also, dass es da Spieler gibt, die mit Sicherheit jetzt im fortgeschrittenen Alter keinen Bock mehr haben, irgendwie Schubkarre zu machen nach dem Training, kann ich sehr gut nachvollziehen, aber alle ziehen mit. Jedenfalls ist das, was man so wahrnimmt. Und das ist für mich dann letzten Endes das Entscheidende. Ja. Kommen wir noch ganz kurz auf die inzwischen schon viel besprochene Aktion von Marc-Oliver Kempf. Zwar geht es natürlich darum, das Foul, braucht man, glaube ich, nicht lange drüber reden, dass das eine rote Karte ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du das anders siehst. Es ist auch im Endeffekt jetzt mal egal, warum er so gefoult hat. Ich finde die Reaktion, die er danach an den Tag gelegt hat, die war gut. Er hat sich entschuldigt bei KC-Spielern. Er ist, glaube ich, nicht zu Kobalt vorgedrungen, sondern hat sich bei anderen Spielern für die Nummer entschuldigt, hat danach gesagt, es war eine dumme Aktion. Und er ist halt auch nicht dafür bekannt, dass es ein Spieler ist, der ständig mit harten Fouls irgendwie auf sich aufmerksam macht. Hatte noch nie eine Rotsperre, noch nie eine Gelbsperre. Also das ist ja schon außergewöhnlich für einen Innenverteidiger. Und ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, ob das jetzt was damit zu tun hatte, dass, Förster ihn den Ball vorher an den Kopf geschossen hat oder was auch immer. Irgendwie hat er wahrscheinlich eine kleine Schraube locker gehabt in dem Moment, aber das passiert den besten Spielern, von daher kann ich damit leben. Irgendwas war da seltsam, er hat ja auch im Interview danach gesagt, ihm sich nicht die Sicherung durchgebrannt, aber wenn man sich die Situation irgendwie noch ein paar Mal anguckt, dann muss man sagen, also entweder ihm sind die Sicherungen durchgebrannt oder er muss halt ganz dringend zum Augenarzt, weil also das war irgendwie so absurd, diese ganze Szene, weil der Ball liegt ja irgendwie frei und ich glaube Endo steht noch daneben und beide merken es irgendwie, also Endo und Kempf, dass sie beide hingehen müssen, Kempf geht eigentlich hin und grätscht dann ja irgendwie mit so einer Fluggrätsche über den Ball drüber, um den Gegner zu spielen, also völlig abstrus, ne, also aber ja. Ja, solche Grätschen siehst du eigentlich gar nicht mehr im Profifußball, also die ganze Körperhaltung habe ich jetzt so, glaube ich, also noch nie in einem Spiel. Ist völlig absurd. Also entweder hat wirklich der Kobalt irgendwas Böses über seine Mutter gesagt und er wollte halt irgendwie umsetzen oder es war halt irgendwie so ein komplettes Blackout halt. Weiß ich nicht, motorisches Fuck-up, wo er einfach sich komplett irgendwie verschätzt hat.
keine Ahnung, was es war. Und jetzt darf er halt den Rest der Hinrunde zugucken und dann geht's halt weiter. Genau, kurz vor Weihnachten, am 21.12. darf er in Hannover dann wieder dem VfB dabei helfen, den Weg zurück in die erste Liga zu finden. Ich finde, das Strafmaß ist in Ordnung. Ja, ist okay. Ja, ich habe zwar auch gelesen, er sei da glimpflich davongekommen. Ich finde, eigentlich ist das genau, passt genau. Also wenn du bei uns mal auf Facebook nachliest, dann sagen alle irgendwie Fußballmafia, DFB viel zu viel, aber ich glaube, 3 ist echt okay. Also ja. Er trifft ihn ja nicht wirklich, aber ich glaube, wenn er ihn treffen würde, dann würde es relativ böse ausgehen. Ja, also ich finde, 3 ist jetzt echt okay. Ich glaube, ja. Was weißt du, dass das Urteil war oder weswegen ist er jetzt verurteilt worden? Ist das rohes Spiel gewesen oder? Ich habe das Urteil, muss ich zugeben, nicht auf der DFB-Seite gelesen, sondern bei den Kollegen vom Kicker und da konnte ich jetzt nichts in Sachen Urteilsbegründung. Aber ganz grundsätzlich, wenn man sieht, wie er da reingegangen ist, dann scheinen 3 Spiele jetzt nicht völlig wegen rohen Spiels, genau. Ah, okay. Was ich noch interessant fand, da hatte ich eine Unterhaltung mit den Jungs von Colinas Erben, ist, dass also praktisch das in Anführungsstrichen faire Verhalten nach dem Spiel nicht bei der Urteilsbemessung berücksichtigt wird. Ich dachte eigentlich immer, dass das schon auch wichtig ist, dass der Spieler sich danach entschuldigt, sich reumütig zeigt, dass dann das Sportgericht daraufhin vielleicht jetzt, sagen wir mal, nicht 4 Spiele Sperre vergibt, sondern eher 3. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Alex mir da geschrieben hat. Er meinte dann halt auch, also vielleicht wird jetzt nicht der komplette oder ja, dass die Maximalstrafe dann halt aufgerufen, sondern eher die Minimalstrafe oder so. Aber ist jetzt nicht so, dass man dann sagt, ja, okay, also er hat sich ja entschuldigt, dann gehen wir nur 2 Spiele, sondern man bewegt sich immer in einem gewissen Rahmen, je nach Schwere des Fouls und wie gesagt, Entschuldigungen und sowas, es wird dann auch nur in diesem Rahmen letzten Endes berücksichtigt. Ja, aber es ist ja völlig okay. Also ja, klar. Irgendwie Leute irgendwie böswillig umtreten und nur weil du halt hinterher hingehst und gibst in die Hand, hast du irgendwie ein Spiel weniger Sperre. Also da finde ich dann wichtiger, da irgendwie so seine Records aus seiner Karriere und wenn er halt irgendwie nicht auffällig ist, also keine, sag mal, Vorstrafen hat und sowieso relativ selten gelbe und rote Karten sieht, dann weißt du, okay, er ist kein Treter. Und das spielt dann durchaus eine Rolle. Und ja, wie gesagt, ich glaube, über die 3 Spiele darf sich jetzt niemand beschweren und jetzt sind wir mal gespannt, ob wir dann in Sandhausen Ned Phillips oder Abuja sehen, ne? Ah, Abuja war nicht mehr im Kader. Oder vielleicht Karasor in neuer Rolle, wer weiß. Bin ich auch nicht so richtig Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das muss ich noch ganz kurz thematisieren, auch wenn ich jetzt das Thema KSC schon zumachen wollte. Der Wegfall von Kempf ist schon schwierig, finde ich, weil er halt der Innenverteidiger ist, der gerade diesen offensiven Aspekt noch mit reingebracht hat. Das ist halt Holger Bartsch über nicht. Der spielt zwar hervorragende lange Bälle da hinten raus und hat eine gute Spieleröffnung, aber er schaltet sich nicht so oft mit nach vorne ein, wie eben ein Marc-Oliver Kempf. Ich habe Bartsch aber trotzdem, muss ich sagen, im Spiel gegen den KSC einmal fast an der Eckfahne ertappt und nicht bei einem Eckball, sondern ja, er war zwischendurch mal ganz sehr offensiv, ne, habe ich auch gesehen, ja. Das fand ich ganz putzig. Eigentlich, das muss ich auch nochmal sagen, ich liebe, glaube ich, wirklich Holger Badstuber. Allein für diese Aktion, für dieses Kopfschütteln nach der Kempfgrätsche. Ich saß da vorm Fernseher oder beziehungsweise vor VfB-TV, sehe das und ich wollte ihn einfach nur drücken. Also ich mag den so sehr mittlerweile, diese Frustration, die er so offen zum Ausdruck bringt. Das ist, ja, toll, dass es so einen Spieler gibt. Also das ist immer wieder schön. Aber jetzt noch was anderes. Und zwar, ich könnte mir vorstellen, dass halt dann Pascal Stenzel vielleicht ein bisschen mehr sich wieder in die Offensive mit einschalten müsste. Weil das hat er ja schon ein Stück weit reduziert. Und da ist mir auch noch was aufgefallen. Das möchte ich auch noch ganz kurz hier zum Besten geben. Und zwar in der ersten Halbzeit hat Tim Walter versucht, das war zumindest mein Eindruck, Pascal Stenzel dazu zu motivieren, etwas umtriebiger zu sein. So möchte ich es mal ausdrücken. Ich habe nicht ganz erkennen können, ob er jetzt möchte, dass er die Linie bis nach unten geht oder ob er sich dann doch mehr in die Zentrale einschalten soll, also von der rechten Seite aus dann wieder links rüberziehen oder so. Das konnte ich nicht ganz erkennen, was die Gestiken da bedeuten sollten. Aber währenddem das Spiel läuft, dreht sich Pascal Stenzel dann auf einmal um und hat eindeutig seinem Trainer zu verstehen gegeben, dass er jetzt mal den Ball flach halten soll. Also das fand ich interessant. Er dreht sich um und es ist ja eigentlich ein ruhiger Zeitgenosse. Also ich will nicht wissen, wie lang Tim Walter schon auf ihn eingebrüllt hat. Er dreht sich um, macht die Hände so nach vorne, so in der Art wie, was willst du jetzt von mir? Und Tim Walter gestikuliert weiter rum und Stenzel dreht sich einfach nur ab
Und also er winkt jetzt nicht irgendwie despektierlich oder so ab oder so, aber du hast halt einfach gemerkt, dass Pascal Stenzel die Schnauze voll hatte von den Anweisungen in diesem Moment von Tim Walter. Gut. Ich bin ja auch übrigens der Meinung, dass Pascal Stenzel ein bisschen überspielt ist. Ja, es wirkt ein bisschen so, als ob da nicht mehr viel, sag mal, Sprit im Tank ist. Genau, weil er hat ja wirklich so überragend die Saison begonnen und teilweise mehr Pässe gespielt als die komplette gegnerische Mannschaft, aber so die Formkurve zeigt ja ein bisschen nach unten, was ja auch kein Wunder ist, ne? Weil ich weiß nicht, wie viele Spiele am Stück jetzt in den vergangenen Saisons gemacht hat. Und ich glaube, theoretisch wäre jetzt ein klassischer Fall für mal irgendwie eine Spielpause. Wir haben halt keinen anderen Rechtsverteidiger, aber ansonsten würde ich sagen, so ein bisschen Pause würde ihm vielleicht gut tun. Oder halt dann die Winterpause. Aber so grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass bei ihm die Formkurve so ein bisschen nach unten zeigt und da kann er auch gar nichts für. Eher halt, dass der Kader da halt seine Defizite hat, aber das war so mein Eindruck aus den letzten Spielen. Und dann will ich dich noch fragen, das ist ja die entscheidende Frage nach der roten Karte gegen Marc-Oliver Kempf, wer ist denn unser Kapitän am nächsten Samstag? Pascal Stenzel. Ah, meinst du? Weiß ich. Wie wär's mit Holger Badstuber? Nee, ich weiß, dass es Stenzel ist. Du weißt das? Wieso weißt du das? Ich dachte, das weiß man. Also, weiß ich nicht. Soweit ich weiß, wurde das mal kommuniziert, dass der erste Kapitän Kempf ist, der zweite ist der die Davi und dann kommt Stenzel. Ist das so? Naja, also so habe ich. Also, wir wissen dann am Sonntag mehr. Also das war das, was ich abgespeichert habe. Aber vielleicht liege ich da auch komplett falsch, weil ich lese ja einfach viel zu viel über den VfB. Deswegen bringe ich dann manchmal Dinge durcheinander. Vielleicht sollte ich mich auf die wichtigen Artikel konzentrieren. Aber ich meine, das war die das, Davi was ich auch wieder ist im Mannschaftstraining noch nicht, aber im Lauftraining und irgendwie relativ nah schon wieder dran. Bitte lass dir Zeit, lieber deine Davi. Ja, auf jeden Fall. Aber die Kapitänsfrage ist ja echt ganz wichtig. Also ich würde es cool finden, wenn Holger die Binde bekommt, sage ich dir so, wie es ist. Er hat sie ja auch in den letzten Minuten dann gegen Karlsruhe bekommen. Er ist halt für mich so Leader in der Abwehr. Kempf ist mit der Binde vom Platz gegangen, oder? Wer? Marc-Oliver Kempf ist mit der Binde vom Platz gegangen, oder? Der hat sie dann Ned Phillips gegeben und der wiederum hat sie, genau, hat sie dann Holger Badstuber angezogen und dann war Holger Kapitän für die letzten Minuten. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass Badstuber da jetzt das Zepter übernimmt. Aber ja, wie gesagt, zu Beginn der Saison, meine ich mich erinnern zu können, hieß es, die Reihenfolge ist Kempf, die Davi und dann Stenzel. Okay, das müssen wir noch eruieren, weil sonst, ich finde, Santi wäre ja auch ein Kandidat. Ja, wobei ich bin einfach so ehrlich, ich habe ihm das Ganze von vom September oder wann das war, noch nicht ganz verziehen. Also ich finde es toll, wie er sich reinhängt und so. Da gibt's ja gar nichts, gell? Also du merkst ja bei dem Spieler nichts, dass da irgendwie mal was vorgefallen ist vor ein paar Wochen. Also wirklich, den möchte ich ja dafür nicht kritisieren. Aber ich werde aus dieser ganzen Nummer noch nicht so ganz schlau. Also ich habe das Gefühl, dass wir da nicht die ganze Wahrheit wissen. Vielleicht müssen wir das auch nicht wissen, aber irgendwie so richtig zufrieden bin ich mit der Nummer noch nicht und deswegen bin ich da noch vorsichtig bei Santiago Ascasiva. Ich denke mir immer noch so, okay, irgendwas muss da schon dran gewesen sein, dass er unbedingt weg wollte. Und ich möchte dann schon einen Spieler mit der Kapitänsbinde sehen, der sich zumindest vorstellen kann, länger als ein Jahr hier beim VfB zu spielen. Und das. Aber dann gibt es einen Leihspieler. Ja, gebe ich dir recht. Dann doch Holger Badstuber. Oder Mario Gomez. Der spielt doch nicht mehr. Nee, nichts gegen Mario Gomez. Das kann man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Der hatte ja ein tolles Interview bei SWR Sport, als er dann auch sich vor den Trainer gestellt hat, muss man sagen, und das so ein bisschen relativiert hat, was da im Vorfeld schon wieder von der Presse kommuniziert wurde, dass das eine Art entscheidendes Spiel für ihn ist. Wenn er das verliert, dann fliegt er und so. Ich fand diese weisen Worte von Mario Gomez wirklich großartig. Also das ist auch ganz wichtig, dass so ein erfahrener, ein angesehener Spieler sowas sagt. Das bringt halt viel mehr als, weiß ich nicht, wenn Sven Mislintat oder Thomas Hitzesberger dazu was sagen, weil man halt gewohnt ist, dass diese Personen so reagieren müssen und immer sich vor den Trainer stellen müssen und sagen, ja, das, der steht nicht zur Debatte und so und wir vertrauen dem Trainer, er hat unser vollstes Vertrauen. Aber wenn Mario Gomez die Worte so wählt, wie er das am Sonntag getan hat, dann sitzt das, finde ich. Und da hat man einfach das Gefühl gehabt, die Mannschaft steht hinter Tim Walter, sie gehen diesen Weg mit und natürlich wollen die aufsteigen. Und wenn die merken, die Art und Weise, wie Tim Walter Fußball spielt, das führt nicht zu Erfolg, dann wird sich das natürlich auch mal irgendwann wenden, ist klar. Aber im Großen und Ganzen scheint es da innerhalb der Mannschaft wirklich zu stimmen. Also war ein schönes Interview von Mario Gomez.
Gut, ich würde sagen, dann haben wir das Thema jetzt komplett, also das Thema KSC komplett abgearbeitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch erstmal wieder genug, was das Thema Derby angeht. Ja, auf jeden Fall. Boah, das war jetzt schon viel die letzten Tage. Und wir legen das Thema KSC jetzt zu den Akten. Und nachdem du die Mailbox noch eingespielt hast zum Thema Derby. Stimmt, die möchte ich hier nicht außen vor lassen. Bevor wir auf die Mailbox zu sprechen kommen, die ihr übrigens jederzeit anrufen könnt, 0711 für Stuttgart, 25 28 16 04. Das ist die Telefonnummer. Möchte ich noch sagen, dass der Gerald uns eine interessante Nachricht auf die Mailbox gesprochen hat zum Thema Transparenz des Vereinsbeirats in Sachen Auswahl der Präsidentschaftskandidaten. Diesen Anruf habe ich jetzt nicht mit reingeschnitten, lieber Gerald. Das liegt aber nicht daran, dass wir deinen Beitrag irgendwie unqualifiziert fanden. Ganz zum Gegenteil, das war sehr, sehr interessant und ich fand auch eigentlich sehr abspielenswert, aber er passte halt nicht so richtig in die KSC-Thematik rein. Das wollte ich jetzt nur noch vorweg schicken, nicht, dass sich der Gerald wundert, dass sein Anruf hier nicht berücksichtigt wird, weil wir haben uns ja vorgenommen, die Mailbox nicht mehr irgendwie 10 Minuten lang werden zu lassen und ich glaube, Geralds Anruf wäre dann eher was für eine gesonderte Mailbox zum Thema Präsidentschaftskandidaten, aber darüber soll es ja eine komplette Viererkette geben am Ja, genau, aber ich glaube, das Thema Präsidentschaft wird uns ja wahrscheinlich dann doch noch in den nächsten Wochen vielleicht ein bisschen mehr beschäftigen und vielleicht haben wir dann noch Gelegenheit, das nochmal dann einzuspielen. Genau, ja, das ist eine gute Idee, ich werde diesen Anruf einfach mal hier so auf dem Desktop platzieren. Das mache ich nebenbei, sonst vergesse ich es. Und dann, weil ich es gerade sehe, möchte ich auch noch ganz kurz den Alex erwähnen. Ein Polizist, der uns auf die Mailbox gesprochen hat. Auch diesen Anruf haben wir nicht mit reingenommen, weil das ein Thema war, das wir jetzt natürlich ausführlich bearbeitet haben im Themenblock KSC. Und ich finde, dabei können wir es dann auch belassen. Genau, aber grundsätzlich haben wir auch gesagt, sind wir mal durchaus interessiert, so Perspektiven Fans versus Perspektiven Einsatzkräfte abzugleichen. Aber das ist dann vielleicht auch jetzt irgendwie, wird jetzt da den Rahmen sprengen, aber das ist dann durchaus mal ein Thema, da einfach mal zu gucken, wie sehen Fans den Polizeieinsatz rund um die Spiele und wie sehen Polizisten den Faneinsatz rund um Spiele, weil ich glaube, da gibt es sicherlich Punkte, da kommt man wahrscheinlich gar nicht zusammen, aber es wird sicherlich auch Punkte geben, wo dann die andere Perspektive einem auch völlig neu ist, dann man das auch irgendwie mit anderen Augen betrachten kann. Also das ist durchaus auch nochmal ein Thema, wenn vielleicht mal ein bisschen weniger los ist. Also so toll haben wir die Mailbox noch nie eingeleitet. Von dem her muss die Mailbox auch fantastisch werden. Ich kann schon mal ankündigen, es gibt einen kleinen Gastauftritt. Das habe ich mir nicht nehmen lassen. ich spoilere jetzt nichts. 0711 für Stuttgart, 25, 28, 16, 04. Viel Spaß mit der Mailbox in dieser Woche. Da ich jetzt keine Karten fürs Derby bekommen habe, habe ich mich breitschlagen lassen, mit Frau und Kind in die Eiskönigin 2 zu gehen und werde morgen also im Kino sitzen, während der VfB hoffentlich gewinnt. Yes, Baby, yes! Ein 3-2 gegen den KSC. Fühlt sich einfach gut an. Ein schöner Sieg. War kein erstklassiges Spiel. Aber egal, 3-0 gegen den Erzrivalen. Endlich zu null, endlich mal mehr als 2 Tore, alles gut. Also die Stimmung war heute scheiße. Egal, ob wir 3-0 gewonnen haben, die Stimmung war scheiße. Was für ein couragierter Auftritt, über 90 Minuten von unserer Mannschaft. Dazu ein Japaner, der gefühlt jedes Kopfballduell gewinnt. Griffig ist in den Zweikämpfen. Die Stimmung war scheiße. Karasors Einsätze dürfen jetzt endlich am Endo sein. Endo, Boxstar, kämpft selten dämlich. Da gibt garantiert mal 3 Spiele für dich. Und zwar völlig zu Recht. Wie kann man da so reingehen? Und dann als Kapitän. Die Stimmung war scheiße. Was natürlich sehr traurig ist, ist die Stimmung im Derby. Aufgrund dessen, dass die Polizei meint, 500 Karlsruher vorab festsetzen zu müssen. Warum? Weiß ich nicht. Selber schuld. Zum Teil wahrscheinlich. Die Stimmung ist trotzdem ein Killer. Also, die Stimmung war heute scheiße. Game over, Mario. Sorry. Auf, vorbei, Mario! Die Dynamik, die Schnelligkeit, die ist einfach nicht mehr da und schade. Überzeugender Sieg vom VfB. Wie bitte? Also, das ist ja nicht überzeugend vom VfB und das ist schon die ganze zweite Liga-Saison gesehen. Einfach nur scheiße. Egal, ob wir 3-0 gewonnen haben. Die Stimmung war scheiße. Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Was war denn das für eine Stimmung im Stadion? Das ist doch unglaublich. Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr über machen, damit wir euch für 7 Euro in die Südkurve gehen lassen können? Okay, wir haben gewonnen. Damit kann ich leben. Aber die Stimmung war einfach so nicht zum Kotzen, nicht nervig, nicht gut, nicht eklig. Einfach nur merkwürdig. Tolles Derby. Habt ihr gut gemacht. Ergebnis hin oder her. Du kannst ja nicht auftreten als Absteiger aus der ersten Liga gegen einen Aufsteiger aus der dritten Liga. Und es war jetzt schon der dritte Aufsteiger aus der dritten Liga. Ich finde die Spielweise einfach nur noch ätzend und das ganze Stadion kann sich, glaube ich, dafür auch nicht mehr begeistern. Ich freue mich total, dass wir das Derby gewonnen haben. 3-0. Bisschen zu hoch in meinen Augen. Ein knapperer Sieg wäre gerechter gewesen. Warum ich anrufe, ich will nur kurz sagen, Endo war ja mal absolut Weltklasse, was der Junge geleistet hat. Unglaublich. Gute Partie, taktisch sehr clever aufgestellt. Mir gefällt der Endo auf der 6, der mit geringer Körpergröße quasi jeden Kopfball-Zweikampf gegen größere KC-Spieler auch gewinnt. Ich finde, es war ein klassischer Arbeitssieg. Der VfB Stuttgart ist nicht dazu da, um Fans glücklich zu machen. Kurzes Statement zu Endo. Sollte der Guido ihn tatsächlich in Japan irgendwo gesichtet, gescoutet haben und dann dem VfB empfohlen haben, ja, dann wird der gute Herr Port ihn wohl persönlich beim nächsten Mal im VIP-Raum bedienen, weil ganz starkes Debüt von dem Endo als Sechser, also Hut ab. Es ist ganz merkwürdig. Wir haben das erste Mal 3-0 gewonnen diese Saison. Das, was ich mir immer erhofft habe, einen souveränen Sieg vom VfB, das habe ich mir immer erhofft, aber ich bin irgendwie nicht ganz zufrieden. Im Endeffekt muss man sagen, 3 Punkte, aber naja. Ja, und noch ein Wort zu Kempf. Da kann ich eigentlich auch nur sagen, sollte der gefaulte KfCer dem guten Marc Oliver nicht gerade seine Verlobte ausgespannt haben oder ähnliches, gibt es dafür ja eigentlich keine Entschuldigung. Von daher bin der erstmal weg. Bis auf Weiteres, das ist ja unwürdig für einen VfB-Kapitän. Ach, bin ich glücklich, dass wir die 3 Punkte eingeholt haben und einen Derby-Sieg eingefahren haben. In der zweiten Halbzeit war ich ein bisschen überrascht über die Anfangsphase. Da gab es gerade wieder den ersten Bock. Das ist typisch VfB irgendwie diese Saison, dass man sich so einen groben Schnitzer leistet. Es bleibt ein Rätsel, warum man einen Wataru Endo erst jetzt in der Mercedes-Benz-Arena bringt. Warum der so lange im Hintergrund geblieben ist, müssen wir uns wahrscheinlich gerade im Moment alle fragen, aber vielleicht war das ja genau den Schachzug, den Walter da schlussendlich gegen die Karlsruhe gebracht hat. Was für ein langweiliges Spiel. 0 überzeugend, trotzdem 3-0 gewonnen. Ich bleib dabei. Trotzdem 3-0 Sieg, Walter raus. Und mal ehrlich, die Stimmung drumherum war einfach kacke. Das war viel Lärm und nix die ganzen letzten Wochen. Aber kann es sein, dass heute der langweiligste Derby-Sieg des Jahrtausends war? Und wer ist schuld dafür? Fans, die von gestern leben. Ja, das muss ich euch mal sagen. Was ich total bescheuert fand bei dem Spiel, dass die Sicherheitsmaßnahmen den Karlsruher Block, den Gästeblock so beschränkt hat. Ohne Fahnen, ohne Trommeln, also das geht gar nicht. Derby-Sieger, Derby-Sieger, hä? Alles gut. Karlsruhe verrecke. Uno, due, tre, scheiß KSC. So, das war die Mailbox für diese Woche mit dem Gastauftritt von Uli Hoeneß, der uns, glaube ich, allen ein bisschen schon fehlt, oder Sebastian? Nein. Nein, echt nicht, überhaupt nicht. Nein. Es ist die perfekte Antwort gewesen und auch die richtige in dem Fall. Gut, kommen wir zum Spiel gegen Sandhausen. Das nächste Heimspiel steht an, zwinker, zwinker. Also ich gehe davon aus, dass der VfB da wieder jede Menge Gästefans mit nach Sandhausen bringen wird und man eigentlich das Gefühl hat, ich weiß nicht, der VfB würde in der Mecha, keine Ahnung. Wie heißt nochmal das Stadion in Großasbach, das ist doch die Mechatronik-Arena. In Großasbach ist die Mechatronik-Arena, aber wir spielen ja nicht in Großasbach. Nee, wir spielen nicht in Großasbach, aber ich wollte jetzt den Vergleich wagen, dass die Stadien sich so relativ ähneln, so sind so kleine Stadien und so ein Schuhkarton halt, ja. Ja, genau, und der VfB hat da dann sozusagen das Sagen in diesem Stadion, obwohl es jetzt nicht das Heimstadion des VfB ist. Aber gut, vielleicht war meine Herangehensweise an dieses Spiel nicht ganz so intelligent, aber sei es drum. Das liegt daran, dass ich ehrlicherweise über Sandhausen gar nicht so viel erzählen kann. Ich weiß halt, dass Sandhausen immer
ein unangenehmer Gegner ist. Ja, also gefühlt tut sich jede Mannschaft schwer gegen Sandhausen. Wenn ich das richtig sehe, hat Sandhausen nicht ein Spiel, doch gegen St. Pauli haben sie ein Spiel mit mehr als einem Torunterschied verloren. Ansonsten sind sie halt immer drin im Spiel, gegen, egal gegen welchen Gegner. Zuletzt 1-1 gegen Bielefeld gespielt. Das ist, ja, wenn man überlegt, was Bielefeld da so in den letzten Wochen abgerissen hat, echt ein beachtliches Ergebnis. Auch ein 1-1 gegen Hannover, auch wenn es bei denen nicht so läuft, finde ich beachtlich. Und ansonsten, ja, glaube ich halt einfach, dass du da nicht einfach mal hinfährst und drei Punkte mitnimmst. Ich glaube, das wird ein hartes Stück Arbeit in Sandhausen. Sowieso, aber trotzdem, wenn man sich die letzten 10 Spiele von Sandhausen anguckt, haben sie genau einmal gewonnen und das gegen Greuther Fürth. Also die letzten 10 Spiele, 1 Sieg, 5 Unentschieden, 4 Niederlagen. Also ich glaube, da ist für den VfB auch was drin. Aber ich erwarte schon eine Herangehensweise, ähnlich wie die von Wien Wiesbaden. Es fehlt, glaube ich, dann Sandhausen so der richtige Knipser vorne drin. Also das ist wahrscheinlich dann unser Vorteil, dass die eben nicht einen Alvarez da vorne rumspringen haben oder einen Scheffler. Also das fehlt Sandhausen ein Stück weit. Aber an und für sich haben die, glaube ich, ja einfach eine okaye Mannschaft, die halt viel über Mentalität kommt, ja, sich da reinbeißt. Und ich meine mich zu erinnern, als wir in der letzten Zweitligasaison in Sandhausen gespielt haben, war das auch lange eine zähe Angelegenheit. Ja, ich glaube, das hat dann uns Terodde gerettet. Und ich, also ich sage es nur ungern zum Thema Knipser, aber die Sandhäuser haben da vorne einen Kevin Behrens drin. Der hat meiner Meinung nach jetzt auch gegen auf der Alm getroffen und hat in 14 Spielen 7 Tore geschossen. Oh. Ja. Den habe ich noch gar nicht so richtig verstanden gehabt. Man sieht, also sie haben im Sturm halt Kevin Behrens, 14 Spiele, 7 Tore und sie haben Aziz Bouhadous, 8 Spiele, 4 Tore. Also jetzt im Vergleich mit unseren Stürmern müssen sich die beiden nicht wirklich verstecken. Also ich merke schon, auch wenn ich jetzt gerade so ein bisschen die Tabelle durchgehe, ich glaube Sandhausen ist die Mannschaft, die ich in der Saison am wenigsten gesehen habe bislang. Ich weiß nicht, an was es liegt, weil ich ja eigentlich sag mal so ein paar Spieler schon interessant finde. Also vor allem, dass sie in Sandhausen dann spielen, zum Beispiel den Diekmeier oder so, das ist ja schon, war ja schon eine Überraschung, dass er dann in Sandhausen gelandet ist. Und ja, und Jesper Verlaat, ne? Ja, aber ich glaube, der spielt keine große Rolle. Der spielt nicht, nein, der spielt irgendwie in Nachwuchs noch, aber er ist im Kader, also offiziell. Ja, okay. Also ja, also Sandhausen, wie gesagt, fällt mir schwer, darüber großartig zu reden. Und ich gehe natürlich davon aus, dass der VfB dort gewinnen wird. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir uns da unheimlich schwer tun werden und jetzt nicht das nächste 3-0 gleich hinterher schieben, sondern ich gehe ja davon aus, dass es eine knappe Angelegenheit wird. Vielleicht dann 2-1, 1-0 für uns. Aber ja, also verlieren sollten sie es nicht unbedingt, sonst hast du gleich genau, wieder so Unruhe. Genau, aber ich denke, der Punktgewinn der von Sandhausen auf der Bielefelder Alm, der ist Warnung genug, dass man das Team nicht unterschätzen darf. Und ja, also bezeichnend ist halt, jetzt neben Kevin Behrens und Aziz Bouhadous, die zusammen 11 Tore geschossen haben, hat das restliche Team, ich schaue gerade, echt genau 3 Tore geschossen. Also es gibt halt 4 Tore und eins davon hat Philipp Förster noch erzielt. Jetzt und ich erzähle ja was von, die haben keinen Knipser. Also, ja, also die haben 2 Knipser, aber sonst halt irgendwie niemanden. Also aus dem Mittelfeld kommt da wenig, aus der Abwehr kommt gar nichts. Und ich glaube, Förster fehlt denen schon. Ist nach wie vor drittbester Torschütze. Ich glaube, Philipp Förster fehlt denen schon sehr. Also das ist, glaube ich, auch. Also ich meine, wenn man sieht, dass der bei uns sofort Stammspieler geworden ist, dann zeigt er schon den Stellenwert oder seine Güteklasse. Und der muss Sandhausen ja definitiv fehlen. Was ich auch noch interessant finde, ist, ja, man konnte nach dem Derby dann häufiger mal lesen, dass das Fährtle springt nur so hoch, wie es muss. Und ja, die Gefahr sehe ich auch ein Stück weit. Ja. Also, dass man jetzt mit einem guten Gefühl, jetzt haben wir den Bock wieder umgestoßen, ja, 3-0 gewonnen, gegen Karlsruhe nach Sandhausen fährt und dann ja wieder in so eine ja, komische Spielweise verfällt. Also man wird schon irgendwann treffen, man hat Chancen, man hat viel Ballbesitz und man ist eben dann vielleicht nicht ganz so konzentriert wie eben im Derby. Da wusste jeder, wir dürfen das auf keinen Fall verlieren. Davor habe ich auch noch so ein bisschen Angst, weil das konnte man ja immer mal wieder ausmachen. Wenn es dann mal lief, gab es danach dann gleich wieder ein Spiel, wo es dann nicht ganz so überzeugend war. Also ich hoffe, dass die Jungs das gut verpackt bekommen und vor allem hoffe ich natürlich, dass der Ausfall oder die Sperre von Kempf uns jetzt nicht irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht, weil da sind wir dann gleich schon beim Thema Startelf-Tipp.
egal, wen wir da jetzt aufstellen, keiner wird so gut spielen wie Marc-Oliver Kempf. Und das ist auf jeden Fall ein Problem, vor allem, wenn man berücksichtigt, was du gerade erzählt hast, dass sie nämlich schon einen Knipser vorne drin haben, der regelmäßig trifft und ja dann eben auch gegen uns vermutlich die ein oder andere Chance bekommen wird. Ja, Startelf-Tipp, Sebastian. Ich denke mal, da können wir gleich überleiten. Also ja, ich spiele. Moment, ich muss erst aufklären. Letzter Spieltag. Ja, bitte. Genau, also da waren wir nicht ganz so erfolgreich wie zuvor, als wir 11 richtige beide hatten. Diesmal haben wir uns aber wieder geähnelt beim Ausgang. Wieder Gleichstand. Beide haben 9 Spieler richtig vorhergesagt. Ja, und 9 ist ja auch gut. Ich meine, wenn wir da wieder 11 hätten, dann müsste ja Tim Walter so langsam seinen Job bangen. Das stimmt. Wobei, vielleicht auch wir, weil so erfolgreich waren ja die letzten Wochen nicht, als wir häufiger mal richtig lagen. Das ist wohl wahr. Aber es bleibt dabei, um das nochmal kurz aufzuklären hier, du bist 3 erfolgreiche Tipps hinter mir. Also, weiß nicht, wie man das benennen soll. Also, ja, die Saison ist noch lang. Ja, genau, ja. Und in Mainz muss man auch nicht richtig tippen. Genau. So. Gut, dann kommen wir aber zum nächsten Tipp. Und jetzt kannst du hier mal raushauen, was du vermutest, wer da so auflaufen wird für den VfB. Also eine Defensive, Kobel ist klar. Und meine Viererkette ist die, wie gegen Karlsruhe. Aber ich ersetze natürlich den gesperrten Marc-Oliver Kempf durch Ned Phillips, der auch dann jetzt am Sonntag ja zum Schluss dann auch reinkam. Ja, also da mache ich es nicht spannend. Ich bin da genau der gleichen Meinung. Du hast vorhin Al-Ghadoui angesprochen. Also das wäre mir zu viel Risiko. Also ich das in der Abwehr? Ja. Nicht Al-Ghadoui, Quatsch. Karasor, sorry. Tut mir leid. Also ich würde sagen, also Al-Ghadoui in der Innenverteidigung wäre mir auch zu viel Risiko, definitiv. Das wäre, aber weiter würde ich zutrauen. Die müssen sich eh nach vorne mit einschalten. Also ja, genau. Was uns muss jeder alles spielen können. Nee, ich meinte Karasor. Ich würde es halt deswegen nicht machen, weil das mit Abuja schon richtig schief gegangen ist. Das war ja auch ein Stück weit Risiko. Und ich finde, wir können uns jetzt diese Spielchen auch nicht erlauben. Wir dürfen einfach keine Punkte mehr verlieren jetzt. Nee, das ist wohl wahr. Ja, also wir müssen gucken, dass wir die Spiele gewinnen jetzt die letzten 4. Oder sage ich mal, ich würde sagen, 3 der letzten 4 Spiele müssen wir gewinnen. Einen Unentschieden lasse ich gelten. Aber ja, verlieren solltest du nicht mehr. Von daher keine Zeit für Experimente. Phillips hat das von den beiden Optionen bislang am besten gelöst. Also die beiden Optionen sind natürlich dann Phillips und Abuja. Deswegen würde ich auch Phillips hier aufstellen für Marc-Oliver Kempf. Dann kommen wir zum Mittelfeld. Da könnte es wahrscheinlich schon etwas spannender werden. Vielleicht erstmal die Frage in deine Richtung. Würdest du wieder mit 2 Stürmern spielen? Beziehungsweise in dem Fall waren es ja fast schon 3 Stürmer, wenn man Förster da noch mit dazu rechnen will als Außenstürmer. Wie sieht es da bei dir aus? Selbe Taktik? Die gegen Karlsruhe? Ja, ich glaube, ich würde mit derselben taktischen Grundausrichtung spielen und vorne 2 Stürmer bringen. Und ich denke, also jetzt Endo nicht zu bringen als einzige 6, da warte ich dann auf die Begründung von Tim Walter, warum er das nicht macht. Aber eigentlich nach dem Auftritt jetzt gegen Karlsruhe ist Endo auf der 6 gesetzt und auch dann seine Wingman haben es ja gegen Karlsruhe ganz gut gemacht. Insofern würde ich auch wieder auf Askasiba und Mangala setzen. Ja, auch da gehe ich mit. Das ist keine große Überraschung. Das hat gut funktioniert. Sturm ist vielleicht dann auch interessant, weil da würde ich jetzt auf Al-Ghadoui setzen und Gonzales. Ja. Mario Gomez hatte seine Chance. Das war nicht berauschend. Ihm fehlte letzten Endes dann halt einfach die große Chance, mal ein Tor zu erzielen. Und da wirkt Al-Ghadoui doch kaltschnäuziger und vor allem dann auch, ja, sehe ich halt Vorteile, wie er den Ball abschirmt, wie er den Ball verarbeiten kann. Das wirkt alles ein bisschen dynamischer, auch wenn es traurig klingt, wenn man sich überlegt, dass Mario Gomez einer der besten Stürmer mal war hier in Deutschland. Ein bisschen schade, aber ich sehe da momentan keinen Grund, ihn aufzustellen. Ich würde mit Gonzales und Al-Ghadoui im Sturm spielen. Genau, und dazu noch Förster, das sind wir uns einig. Nee, ich finde auch, also genau. Mario Gomez hatte, ich glaube, es war in der zweiten Halbzeit so eine Szene, wo er im 16er angespielt wird, irgendwie kurz Zeit hat. Und das war so ein Ding, wo ich dachte, hey, vor 2-3 Jahren, also ist das vermutlich ein Tor, aber auf jeden Fall ist es ein Abschluss. Und es kommt nicht mal zum Abschluss. Und das fand ich echt so ein bisschen erschreckend. Und und da ist Al-Ghadoui zumindest im Moment ein bisschen kaltschnäuziger oder bringt halt eher zum Abschluss auf jeden Fall, weil er da einfach ein bisschen reaktionsschneller ist. Insofern sehe ich ihn da auch eher an der Seite von Gonzales, der jetzt für mich
am Sonntag auch kein richtig gutes Spiel gemacht hat, aber durch seine Wuseligkeit dann doch nochmal eine Qualität reinbringt, die weder Gomez noch Al-Ghadoui irgendwie anzubieten haben. Ja, das können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz thematisieren. Gonzalez, da hatte man ja das Gefühl, dass irgendwie der Knoten platzt in der zweiten Liga unter Tim Walter. Aber ja, nach einem kurzen Zwischenhoch muss man ganz ehrlich sagen, dass er sich dann doch wieder, ich würde mal sagen, Mittelmaß eingependelt hat. So würde ich es beschreiben. Also einfach nur gesetzt, weil er Nationalspieler ist, ist er bei mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da muss schon jetzt auch in den nächsten Wochen ein bisschen mehr von ihm kommen, dass er da seine Startelf-Einsätze rechtfertigt, weil ja, ich finde genau, schon, da gibt's noch Optionen. Absolut, also wenn jetzt Tim Walter entscheidet, hey, gegen Sandhausen spiele ich heißt mein Sturmduo Al-Ghadoui und Silas, dann würde ich jetzt da nicht mit Fackeln und Mistgabeln vor der Trainerkabine stehen. Also man darf auch Gonzalez auf der Bank lassen, weil so überzeugend und so effizient hat er jetzt nicht gespielt, dass man ihn als gesetzt sehen muss. Aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn er gegen Sandhausen startet. Absolut. Wobei ich bei Silas, und dann sind wir mit dem Startelf-Tipp fertig, auch noch einschränken möchte. Auch hier muss ich sagen, nach einem wirklich verheißungsvollen Debüt gegen Bochum und auch ja, folgende Spiele waren dann gar nicht so schlecht, fehlt mir jetzt so der nächste Schritt. Also das ist jetzt natürlich auch ein bisschen fies, das zu sagen bei einem 19-Jährigen. Der braucht natürlich so ein bisschen seine Zeit. Aber ich dachte eigentlich, dass er schneller hier beim VfB einen Stammplatz bekommen kann, ja, und dann vielleicht auch noch mehr zeigen kann. Also ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, aber nach dem Debüt gegen Bochum dachte ich einfach, dass da in der Hinrunde noch mehr von ihm kommt, außer dieses eine Tor war es bislang in der Liga gegen Dresden und dann hat er noch im Pokal getroffen gegen, nee, da hat er nur das Tor vorbereitet sozusagen mit seiner Aktion. Und Al-Ghadoui hat es dann gemacht. Nee, da genau, hat er bislang nur ein Tor geschossen. 15 Alu-Treffer halt, ne? Ja. Also, erst 19. Also, das gestehe ich natürlich dem 19-Jährigen zu, dass er halt da wirklich jetzt so ja, stagniert und auch Rückschläge hat und so weiter. Aber jetzt, natürlich war sein Auftritt jetzt gegen Karlsruhe auch nicht überragend. Aber ich glaube, damit müssen wir jetzt einfach leben, dass jemand wie Silas halt auch vielleicht eine ganze Saison braucht, um irgendwie reinzukommen halt. Ne? Aber ich finde es halt gut, dass er immer wieder gebracht wird. Und er hat seine Qualitäten jetzt im Derby, konnte sie nicht ausspielen, aber diese Schnelligkeit und ja, der Hang, irgendwas Unorthodoxes zu machen, wie irgendwelche Heber oder sonst was, die sind halt schon großartig und bereichern das Spiel. Ist halt die Frage, ob jetzt so ein Kick wie dann in Sandhausen auswärts dann das richtige Spiel für ihn ist. Vermutlich eher nicht. Für mich ist es immer besonders Silas beim Warmmachen zu beobachten. Also das ist mir zum ersten Mal beim Drei-Ligen-Cup aufgefallen, dass dieser Spieler es nicht schafft, einen Ball ganz normal zu berühren. Also er muss ihn immer irgendwie gegen die Physik irgendwie behandeln. Das geht bei ihm nicht anders. Also das ist wirklich immer wieder verblüffend. Also vielleicht kann der ein oder andere da mal drauf achten, wenn er beim nächsten Mal dann im Neckarstadion ist und sieht, dass sich in der Halbzeitpause aufwärmt. Es ist für ihn einfach nicht machbar, einen Ball ganz normal zu berühren. Es muss immer irgendwie noch so ein kleiner Haken mit dabei sein. Also ganz, ganz großartig, was die Technik angeht. Und ja, ich hoffe einfach, dass er beim VfB dann sich weiterentwickelt und einfach einen guten Weg einschlagen wird. Jetzt wollte ich noch auf ein Thema überleiten, aber jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Also dann kommen wir einfach jetzt zu den Jugendmannschaften. Ja. Mensch, irgendeinen Spieler wollte ich noch kurz erwähnen. Bei Silas war mal stehen geblieben, der sich merkwürdig aufwärmt, aber nee, kommen nicht mehr drauf. Gut, also dann kommen wir zu Matteo Klimowitz sagen vielleicht. Nein, aber du bringst mich trotzdem wieder auf das, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar wollte ich natürlich noch ein Wort über Lee Eckloff verlieren. Wir haben ja schon gesagt, er hat es in den Kader geschafft. Für mich war das einfach so ein Dankeschön von Tim Walter für vermutlich gute Trainingsleistungen, für eine tolle Halbzeit gegen die Grasshoppers Zürich. Und ja, der Marschplan, der ja von Sven Mislintat in den letzten Tagen kommuniziert wurde, ist ja auch ganz interessant, den können wir vielleicht auch mal ganz kurz aufgreifen. Da meinte ja Sven Mislintat, es gibt den Plan, dass er immer wieder ins Training kommt, also der Lee Eckloff, mit ins Wintertrainingslager reist und früher oder später vollwertiges Teammitglied wird. Das klingt für mich jetzt wenig mittelfristig, sondern wirklich hört sich für mich schon so an, als ob man das jetzt hier in der Saison langsam aber sicher durchziehen möchte. Also
könnte mir vorstellen, dass er dann vielleicht sogar schon zur kommenden Saison vollwertiges Teammitglied ist. Was natürlich krass wäre für den jungen Mann. Ja. Also genau, kann man ist die Frage halt, wie es jetzt so in der Übergangsphase aussieht, weil es wäre ja auch schade, wenn er dann bei der ersten Mannschaft irgendwie nur auf der Bank hockt und immer nur ein paar Minütchen spielt, während er halt dann den U-Mannschaften brutal fehlt. Ne? Also da bin ich mal gespannt, ob man da so einen guten Mittelweg hinbekommt, dieser Übergang von Jugendmannschaft zur Profimannschaft. Aber ich war schon so ein bisschen stolz. Also ich weiß nicht warum, das war echt merkwürdig, als ich ihn da beim Warmmachen beobachtet habe, also noch bevor das Spiel eigentlich begonnen hat. Und das war schon irgendwie so, ja, das spielt der Junge, der schon bei der U19 eigentlich für sein Alter wirklich herausgeragt ist und uns den Pokalsieg beschert hat mit der U19. Und plötzlich steht er jetzt im Derby da unten, macht sich warm. Und ich habe das wirklich so als Dankeschön von Tim Walter gewertet, der Lee Egloff ja auch nicht gleich zum Warmmachen dann geschickt hat, als es darum ging, in der zweiten Halbzeit einfach noch neue Spieler reinzuwerfen, sondern er war der Letzte, der sich warm machen durfte. Aber das war einfach, ja, einfach so ein Geschenk an den Spieler, dass er sich damit schon ein bisschen akklimatisieren kann mit der Stimmung und so. Und das finde ich wichtig, dass das ein Trainer macht. Und ich glaube, genau dafür ist auch Tim Walter vielleicht der Richtige, der ja schon so ein gewisses Händchen bei jungen Spielern zu haben scheint. Das wurde ihm ja dann auch schon mehrfach attestiert bei seinen Stationen, die er vorher so unter seine Fittiche hatte. Natürlich als Jugendtrainer in München und so ist es ja logisch gewesen, aber ich glaube auch in Kiel hat er den ein oder anderen Spieler, jüngeren Spieler, besser gemacht. Atakan Karasor muss man da definitiv auch nochmal erwähnen, auch wenn er natürlich jetzt hier beim VfB momentan so ein bisschen stagniert, aber trotzdem Tim Walter war es, der ihn gefördert hat und ja, dann auch zu dem gemacht hat, was er dann letzten Endes wurde, muss man leider Gottes jetzt so sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass da noch was kommen wird. Aber die genau, und steile These, hätte Marc-Oliver Kempf nicht seine Derby-Grätsche ausgepackt, wäre Lilian Egloff zu seinen ersten Profminuten gekommen am Sonntag. Ja, meinst du? Ich glaube schon, ja. Wäre so, geil gewesen. Das wäre schon geil gewesen. So. Also das fand ich, das auch noch kurz zu Lee Egloff, auch interessant, dass inzwischen ja einfach diese jungen Spieler schon sehr bekannt sind. Also ich war echt verblüfft, als die Leute plötzlich applaudiert hatten, als Lee Egloff zum Warmlaufen gekommen ist. Das, also man war ja wirklich überrascht, dass so viele ihn offensichtlich schon kennen. Also habe ich so, glaube ich, auch noch nicht erlebt, oder? Bei einem so jungen Spieler. Und muss dazu sagen, also er spielt U19, aber nochmal, das Geburtsdatum ist der 20.08.2002, ne? Also er ist 17. Das ist Wahnsinn. Schon brutal. Ja, also behutsam mit dem jungen Mann umgehen. Ja. Ja. Gut, Jugendspieler ist ein gutes Stichwort. Kommen wir zu U21 und zur U19. Bei der U21 gibt es Positives zu vermelden, denn man konnte 6:2 in Freiberg bei der SGV gewinnen. Klimowitz hat wieder getroffen, dreimal Tomic, der ja zuletzt verletzt war und aber trotzdem inzwischen auf 10 Tore in 14 Spiele kommt. Ja, ist auch jemand, der schon mal bei der ersten Mannschaft mittrainieren durfte. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man mit ihm in Sandhausen rechnen sollte, aber trotzdem auffällig, dass er da regelmäßig seine Buden macht. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht nochmal mittrainieren darf, zumindest bei der ersten Mannschaft. Aber ja, gut zu wissen, dass es da jemanden gibt, der offensichtlich weiß, wie man Tore erzielt. Das soll ja nicht das Schlechteste sein aktuell beim VfB Stuttgart. So, Söckler hat noch getroffen und Sokrafakis, den ich bislang auch sehr, sehr gut finde bei der U21, der Neuzugang aus Berlin. Und der VfB, lieber Sebastian, ist plötzlich Tabellenerster in der Oberliga. Wahnsinn, oder? Ja. Nachdem es lange Zeit echt relativ mies aussah, haben sie jetzt ja in den letzten 6-7 Spielen keins mehr verloren, außer natürlich das die Derby-Blamage auf der Waldau, aber ansonsten irgendwie kaum Punkte liegen lassen und haben sich jetzt noch an Göppingen und den Kickers vorbeigeschoben und sind jetzt Herbstmeister. Richtig gut, ja. Ich finde, die Aussage von Michael Gentner trifft es ganz genau, dass wir nach durchwachsener Vorrunde ganz oben stehen und nun Herbstmeister sind, freut uns. Das unterschreibe ich so. Ja, es ist halt wirklich, anders kann man es so nicht sagen. So viel Emotion in der Aussage, wie sein Bruder, ja? Ja, man könnte es wahrscheinlich auch anders jetzt ausdrücken, als ich das getan habe, aber ich fand das sehr passend. Also mehr muss man dazu nicht sagen. Ja, er hat ja recht, also wir sind punktgleich mit den Kickers, glaube ich, und haben nicht viel Vorsprung vor Göpping, also es ist noch nichts gewonnen, aber trotzdem da überhaupt mal zu stehen, und die Winterpause ist ja relativ lang bei denen, ist schon mal ein Zeichen.
Ja, ein Spiel gibt es jetzt noch, oder beziehungsweise es gibt jetzt noch mal ein Spiel gegen Oberachern am Samstag, 14 Uhr, Tabellenfünfter. Und ja, hoffen wir mal, dass das weiter so geht und dass die U21 dann auch ja in der Rückrunde uns wieder stolz macht und am besten aufsteigt. Denn ja, diese Oberliga, das ist nichts für so ein Nee. Die haben, glaube ich, so auf Kunstrasen gespielt jetzt, ne, in Freiberg. Ach, ich habe davon gar nichts mitbekommen. Ja, ich habe gesehen, auf Kunstrasen gespielt, ja. Ach, ja. Jetzt, obwohl die Kunstrasenplätze inzwischen, ich glaube, deutlich besser sind als noch zu der Zeit, als ich aktiv war. Also ich weiß noch, ob sie auch in Freiberg so einen super duper Hybrid-Dingsbums-Rasen haben, ich weiß es nicht. Ja, da wirst du recht haben. Weil ich weiß noch, als wir früher auf Kunstrasen spielen mussten, das war im Endeffekt kein Unterschied zum normalen Hallenuntergrund oder so. Also jeder sah aus, als ob er weiß ich nicht, gerade von einem einstündigen Volleyballturnier oder so wiederkommt, wo die ganzen Knie im Arsch sind. Also das war nicht so einstündiges Volleyballturnier, so ein Quatsch. Aber egal. Geht also manchmal mit Verbrennung an den Beinen auf jeden Fall. Und ja, ich glaube auch die Geschichte des Kunstrasens ist ja eine Geschichte voller Missverständnisse, weil sie jetzt ja die ganzen Kunstrasen mit diesem komischen Plastikgranulat wieder irgendwie abreißen und neu bauen müssen und so weiter. Das ist alles nicht ganz so einfach. Ja, ihr merkt es, also bei mir zumindest, es wird langsam spät und deswegen noch schnell das Thema U19. Spielten leider nur 0-0 gegen den Tabellenführer Mainz und das ist wirklich ärgerlich, weil der andere Top-Verein da oben drin, also es war ja immer Mainz, Bayern, München und der VfB Stuttgart, die um die Tabellenführung gestritten haben, ja, und die Bayern verloren in Frankfurt, zu Hause gegen Frankfurt, 1-2, ja. Das hätte jetzt die große Chance sein können für den VfB, mit einem Sieg auf Platz 1 zu klettern. So war es dann nur ein Unentschieden und man bleibt auf Platz 3. Hoffenheim nutzt das Ganze aus, gewinnt 2-0 in Lautern und steht jetzt auf Platz 2 und stößt da praktisch jetzt noch mit in diese Gruppe rein. Ist also jetzt ein Vierkampf. Also ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht für die U19. Aber bislang bin ich, muss ich sagen, eigentlich ganz zufrieden mit dem Verlauf der Saison, weil man ja nicht so genau wusste, wie geht es jetzt weiter, so muss ich sagen, mit der U19 nach der sehr erfolgreichen letzten Saison. Und ich finde bislang, man hat hier und da mal natürlich Glück gehabt, aber bislang sieht das eigentlich ganz ordentlich aus. Und ja, ich freue mich vor allem dann auf den 30. Junior Cup in Sindelfing am 4. und 5. Januar im Glaspalast. Denn das ist eigentlich ein Pflichttermin für alle, die sich so ein bisschen für Jugendfußball interessieren und begeistern können. Und der VfB ist natürlich wie immer mit dabei. Man kann die Stars von morgen, wie es so schön heißt, vor Ort sehen. Die Gruppen wurden ausgelost, Sebastian. Hast du mitbekommen, in welche Gruppe? Ich habe nur diese Vorstellung der Teams gesehen und von der Gruppenauslosung habe ich nur die Bilder gesehen von Thomas Hitzberger und Timo Hildebrand und noch jemanden, die irgendwie da ausgelost haben. Aber wie die zwei Gruppen jetzt genau aussehen, weiß ich nicht. Marcin Kaminski war auch los. Ja, genau, der war es, ja. Also, ich kann dir sagen, der VfB hat wirklich die Todesgruppe bekommen mit Borussia Mönchengladbach, Manchester United und den amtierenden Sieger der Youth Champions League so heißt sie, glaube ich, den FC Porto, der zum ersten Mal beim Junior Cup dabei sein wird und die U19 genießt einen sehr guten Ruf, da freue ich mich, dass die nach Sindelfingen kommen werden. Die Gruppe A sieht wie folgt aus, Glasgow Rangers, die haben wir ja letztes Jahr auch gesehen, auch eine interessante Mannschaft, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, auch eine interessante Mannschaft, haben wir jetzt ein paar Mal im Pokal schlagen können mit der Stuttgarter U19 und Rapid Wien, die für mich eigentlich so die Mannschaft schlechthin des Samstags waren letztes Jahr und ja auch traditionell eigentlich immer eine gute U19 aufbieten beim Junior Cup. Also ich kann wirklich nur jedem raten, sich eine Karte zu sichern. Es ist für mich wirklich eines der absoluten Highlights jedes Jahr. Also das ist immer ein schöner Auftakt ins neue Fußballjahr irgendwie. Die Stimmung ist gut, der Fußball ist meistens gut. Hallenfußball irgendwie, eine andere Atmosphäre nochmal, aber es macht schon Spaß. Klatschpappe, da bin ich immer zufrieden. Ja, genau. Also. Klatschpappe und Wurstsalat, ja. Ja, und Ensinger in den dicken 0,5er Flaschen. Das gibt's nur beim Glaspalast. Gut, ich würde sagen, das soll es gewesen sein mit Folge 81. Wir haben alles ausführlich erörtert. Hatten sogar einen Gast aus Karlsruhe dabei, das hätten wir uns auch nicht träumen lassen, aber es war sehr aufschlussreich. War super. Also das war ich mal eine ganz neue Perspektive auf die Geschehnisse vom Sonntag. Und ja, ich bin mal gespannt, inwieweit das noch aufgearbeitet wird, inwiefern da die Klage der Karlsruher Erfolg hat. Aber ich hoffe, dass man da wirklich
genau herausfindet, was da auch schiefgelaufen ist, weil irgendwas muss ja schiefgelaufen sein, ja. Dass man da irgendwie dran arbeitet. Noch der Hinweis, am 28.11., das ist jetzt der kommende Donnerstag, steht sie an, die Viererkette live mit den beiden Präsidentschaftskandidaten Klaus Vogt und Christian Riedmüller, die uns ja da einfach zur Verfügung stehen und jede Frage beantworten, haben wir uns zusichern lassen. Also solltet ihr noch eine Frage haben, dann schickt die am besten über die sozialen Medienkanäle mit dem Hashtag Frag4K. Jetzt musste ich kurz überlegen, ob ich richtig liege, aber es ist richtig. Also dann können wir die vielleicht auch noch mit einbauen. Aber die Planungen sind soweit schon abgeschlossen. Wir haben wirklich, also ich muss sagen, wirklich eine To-Do-Liste, die selbst jede STR-Ausgabe sprengen würde. Ja, ich wollte auch mal drüber geguckt. Also ich glaube, wenn wir jede Frage stellen, dann sind wir am Freitagmorgen noch im SSC. Ja, dann wählen wir für 2020 gleich direkt mit. Ja, genau. So, also es wird interessant. Solltet ihr jetzt noch kurzfristig Bock haben, da vorbeizuschauen, empfehle ich euch einfach mal auf der, also ob ich mir das jemals merken kann, wie die Seite Eventbrite heißt. Eventbrite. Ich könnte es mir einmal notieren, dann wüsste ich es, aber nein. Eventbrite, aber die URL weiß ich nicht. Ja, die URL ist auch nicht so wichtig. Ich glaube, wenn ihr auf Eventbrite Viererkette in der Suche eingibt, dann solltet ihr relativ schnell bei uns landen. Und es gibt immer mal wieder neue Tickets, weil es dann doch Leute gibt, die kurzfristig ihr Ticket zurückgeben müssen, weil sie krank geworden sind, keine Zeit haben, was auch immer. Also schaut vorbei, wenn ihr Bock habt und sichert euch da so ein Ticket. Und kommt dann am Donnerstag, am 28.11. ins SSC nach Stuttgart-Bad Cannstatt. Einlass ist 18 Uhr und los geht's 19 Uhr. Habe ich richtig abgespeichert. Genau, und es lohnt sich auf jeden Fall, weil wir jetzt heute auch gehört haben, es sind tatsächlich alle Personen da, die am 15.12. bei der Mitgliederversammlung zur Wahl stehen. Also nicht nur Klaus Vogt und Christian Riedmüller, die für das Amt des Präsidenten kandidieren, sondern auch Werner Gass und Rainer Mutschler, die ins Präsidium gewählt werden möchten und auch Hans Pfeiffer und Marc Schlecht, die in den Beirat gewählt werden möchten. Alle sind da und stehen auch dann nach Abschluss der Veranstaltung noch für Fragen zur Verfügung. Also das ist eine relativ hochkarätige Veranstaltung und dementsprechend nervös bin ich auch schon, muss ich sagen. Also das relativ, das streichen wir mal ganz ja, genau. Klar. Ja, also das ist eine hochkarätige Veranstaltung und man muss nochmal sagen, es ist wirklich besonders, weil das ist keine Veranstaltung, die der VfB mit uns zusammen irgendwie organisiert, sondern das macht im Endeffekt das Fanprojekt. Nochmal großen Dank an das Fanprojekt Stuttgart, weil, muss man auch sagen, ohne die Jungs wäre die ganze Veranstaltung nicht möglich. Ist einfach so, also finanziell würde das ein Problem geben und natürlich auch, was die Organisation und so angeht, da sind wir sehr, sehr froh, dass die uns da mit Rat und Tat zur Seite stehen und gleichzeitig ist es dann, wie gesagt, auch eine Ehre ein Stück weit, dass sich da diverse Personen vom VfB angekündigt haben, die sich das Ganze live vor Ort anschauen wollen. Also ich finde das schon toll, was wir da erreicht haben. In kurzer Zeit, nachdem wir Kakela waren und was weiß ich was alles, kommt jetzt der VfB bei uns vorbei. Nicht andersrum. Also so hätten wir uns auch nicht träumen lassen. Nochmal der Hinweis, wer da alles dabei ist. Brustring-Talk rund um den Brustring, Nachspielzeit und STR, die vier VfB-Fan-Podcasts. Das gefällt mir immer ganz besonders. Werden dann da eben zur Viererkette live einladen. Und Sebastian, ich habe ja in den letzten Folgen immer gesagt, es wird diese das Gespräch dann später auch als Podcast geben. Ich hoffe, ich kann dieses Versprechen einhalten, weil ich habe jetzt gehört, dass es dieses Gespräch nur als Video geben soll. Aber vielleicht kann ich da noch was rausleiern, dass wir doch noch den Podcast veröffentlichen können. Also eigentlich wäre ja, das schon mal. Wir gucken mal. Also geplant ist auf jeden Fall auch ein Livestream, aber das ist halt eben auch so ein bisschen abhängig von der Technik und der Bandbreite, die dort zur Verfügung steht und das ist halt irgendwie auch nicht so ganz besonders. Wir tun unser Bestes, dass man es live sehen kann und wenn man es dann live sehen können wird, kann man es natürlich hinterher auch auf YouTube sehen und vielleicht können wir da irgendwie auch dann noch die Tonspur rausziehen, das dann doch noch als Podcast veröffentlichen, aber ich denke, ja, wenn es das irgendwie vollumfänglich auf YouTube gibt, dann braucht man vielleicht das auch gar nicht als separate Podcast-Folge. Wir gucken mal, also auf jeden Fall es ist live und es wird es auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise dann nochmal als Konserve geben, ob es als Podcast oder Video oder beides, das wird sich dann finden. Konnten wir inzwischen aufklären, ob es das Vertikalbuch am Donnerstag vor Ort geben wird? Also ich gehe davon aus, dass es da vom Fanprojekt einen kleinen Verkaufsstand gibt, bei dem es dann auch unser Buch käuflich zu erwerben gibt. Sollte es dort
nicht ausliegen oder ihr nicht bei der Viererkette live vor Ort sein, empfehle ich euch den Link vertikalbuch.de, denn da könnt ihr dieses hervorragende Buch, die VfB Stuttgart Fußballfibel, bestellen. Inzwischen, glaube ich, sogar mit Testimonial, na, nicht ganz, aber zumindest mit Zertifikat sehr gut oder Prädikat sehr gut von Thomas Hitzesberger. Auch das, ja. Das hat mich für euch sehr gefreut und zu Recht. Und natürlich zuletzt noch der Hinweis auf unseren lieben Dennis, der natürlich immer noch, leider Gottes, am chronischen Erschöpfungssyndrom leidet und weiterhin auf eure Spenden angewiesen ist. Ja, die Weihnachtszeit steht an. Der ein oder andere möchte was Gutes tun. Das ist eure Möglichkeit. Unterstützt diesen jungen Mann, der über GoFundMe versucht, irgendwie 100.000 Euro zusammenzubekommen, um dann sich ja behandeln zu lassen, damit es ihm bald besser geht. Also mein Traum ist immer noch, und das meine ich ganz ehrlich, mit Dennis einmal die Treppen im Neckarstadion hochzulaufen und dann ja das Spielfeld zu sehen. Also das wäre echt ein Traum, wenn das funktionieren könnte. Und ja, ein Stück weit können wir ihm vielleicht Hoffnung machen, wenn der Spendenberg weiter anwächst. Und ja, da kann, wie gesagt, jeder eine Kleinigkeit dazu beitragen. Selbst Kleinspenden, ja, führen dann irgendwann mal zum Ziel. Also denkt dann nicht, Mensch, was soll ich mit 2 Euro machen? Weiß ich nicht, die stecke ich jetzt in irgendeinen Wettanbieter rein oder ich weiß nicht, was es da für einen Mindesteinsatz gibt, aber ihr wisst, was ich meine. Nutzt das einfach mal aus. Nehmt das Geld, was ihr vielleicht sonst in Wetten steckt und gebt es dem Dennis, denn der hat es definitiv nötiger. Gut, Sebastian, ich habe eigentlich alles untergebracht, was ich unterbringen wollte. Bedanke mich an dieser Stelle bei dir. Verweise darauf, dass man dir auf Twitter folgen kann unter @butze. Der für mich mit unterhaltsamste Twitter-Account hier in Stuttgart, muss man so sagen. Vielen Dank. Ja, es ist so. Also es ist ja nicht so, dass da nur ständig irgendwie VfB-Gefasel kommt, wie bei mir zum Beispiel. Nee, da werden die städtischen oder die urbanen Probleme nochmal richtig angegriffen. Ja. Aufgegriffen und abgearbeitet teilweise auch. Also hervorragend. Gibt's einen Live-Ticker zum Weihnachtsmarkt? Ich frage schon mal. Ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, geht der morgen schon los? Ich glaube, morgen geht's los. Ja, ich kann es kaum abwarten. Ich habe die Rentimitzie hier schon liegen. Ein paar Live-Videos oder so, aber ich werde auf jeden Fall da mal drüber gehen und dann natürlich auch fleißig twittern. Da gibt es immer relativ viel zu erleben. Rentiermütze habe ich hier, Glühweingürtel ist auch da und natürlich meine Moon. Genau, und vor allen Dingen, man braucht auf jeden Fall so ein blinkendes Regeweih, Elchgeweih. Ich stelle mir das gerade vor, wie ich mit diesem blinkenden Regenweih am 28. im SSC einlaufe. Ja. Das wird ein Spaß. Seid mit dabei. Gut, es gibt natürlich auch noch vertikalpass.de und @vertikalpass auf Twitter und allen anderen sozialen Medienkanälen. Also ihr findet die Jungs und ich kann es nur empfehlen. Also ja, es war der einzige Strohhalm, den ich letzte Woche hatte zur Twitter-Welt. Ich habe auf Instagram immer wieder eure Stories angeschaut. Da gibt es ja dann den ein oder anderen Tweet dann als Story. Und das hat mir dann so ein bisschen, das war mein Methadon sozusagen. Genau, dein Methadon, ja. Gut, den Podcast, den wir hier aufnehmen, der nennt sich übrigens STR. Welche Überraschung. Aber es gibt dazu auch noch einen passenden Twitter-Account, @VfBSTR. Bitte folgen, bitte folgen. Außerdem gibt es einen Instagram-Account, auch VfBSTR. Und es gibt einen Facebook-Account, VfB3STR. Auch da könnt ihr auf Folgen klicken. Ja, oder da liked man, glaube ich, habe ich mir sagen lassen. Dann soll es das für heute gewesen sein. Lieber Sebastian, nochmal vielen Dank. Und ich freue mich schon auf Donnerstag live vor Ort die VfB4er-Kette. Ja, das wird großartig. Also, bis Donnerstag. Wir sehen uns übermorgen und alle anderen, wir hören uns nächste Woche dann wieder. Ciao. Bis dann. Ciao.